Es ist der 14. September 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und während das Sturmtief Sebastian sich quer durchs Podcastland fräst und wir alle versuchen, unsere Chasilou-Frisuren irgendwie in Schach zu halten, begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die wieder den Weg hierhin gefunden haben, entweder live oder in der Konserve. Und wenn ich wir sage, dann begrüße ich ganz besonders zunächst einmal den lieben Jörg, der nach langer Sommerpause wieder zu uns gestoßen ist. Hallo Jörg. Hallo Welt, hallo Martin. Schön. Wie ist es dir gegangen im Sommer? Ach, das war so schön. Das war so schön. Ich habe also den ganzen Sommer über nur gearbeitet. Super. Erzähl gleich mehr. Ich begrüße erstmal den Rest der Bande. Wo noch dabei ist nämlich der Lars. Guten Abend, Lars. Schönen guten Abend allerseits. Der hat keine Pause gemacht. Den haben wir in der letzten Sendung noch gehört. In der letzten Sendung haben wir auch gehört den Marc. Guten Abend, Marc. Guten Abend, jetzt verschluckt sich der Martin schon vor lauter Schreck. Ja, weil ich, ne, mit deinem Namen habe ich es ja nicht so. Ja, oh, nee, das darf nur Jörg. Da kenne ich noch einen. Das darf nur der Jörg. Nee, guten Abend. Du hast dich auch verschluckt bei dem Namen Marc? Nein. Nee, ich komme da immer nicht auf den Namen, das ist das Problem. Ach so, der Dingens, genau, ja, okay. Ein Name, den wir aber immer erinnern, nämlich, weil das Sturmtief auch so heißt, der liebe Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Ist das nicht furchtbar, wenn du jetzt Nachrichten hörst und immer deinen Namen hören musst? Ja, also vor allem, ich habe heute Geburtstag und deswegen ist das besonders toll, dann so ein Sturmtief als Geschenk zu bekommen. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Oh, das ist so schrecklich. Happy Birthday, lieber Sebastian. Happy Birthday to you. Das war jetzt ein Sturmtief. Ein Sturmtief ist klasse. Stell dir vor, du hättest einen Stern zum Geburtstag geschenkt bekommen, womöglich noch einen unsichtbaren. Das konnte man früher. So, liebe Hörerschaft, habt ihr die Stimme erkannt? Das ist die Stimme unseres Gastes, der heute auf der Gartenbank sitzt. Wir begrüßen ganz herzlich Ajuvo oder Stefan, das müssen wir noch klären. Hallo. Ja, hallo. Sagt ruhig Stefan, Ajuvo ist ja ein schwer aussprechlicher Name, den ich ohne mein Zutun vor vielen Jahrzehnten bekommen habe. Und das hat Gründe. Sag ruhig Stefan. Ist das denn ein Nickname oder ist das ein Realname? Nee, das ist ein Nickname und zwar, oh Gott, ja, da sind wir schon direkt bei meiner Produktion damals, TM, ich mache ja sonst nichts. Also, es gab eine Zeit, da gab es kein Internet, aber Leute wollten über Entfernung elektronisch kommunizieren und betrieben sogenannte Mailboxen. Da konnte man mit selbstgebauten Modemen irgendwelche Nummern, zum Teil in fernen Ländern, anrufen und konnte durch Tonwahl, wie auf so einem Telefon, Menüs bedienen und Nachrichten hinterlassen und abhören und auch mal Daten rauf und runterladen. Und diese Software war so, niemand konnte sich vorstellen, dass man mal tausende von Usern haben könnte, dass so ein Nick nicht mehr als 5 Buchstaben haben dürfe. Und zu der Zeit, als das gerade in war, war ich gerade in Italien, also berufstätig und Studium war das, glaube ich, noch, genau, Studium. Und Ajuvo ist in der Gegend von Italien, wo ich damals war, irgendwie so ein Spitzname für einen harmlosen, netten Typen, sowas wie Eumel oder so. Schreibt sich nur wahrscheinlich anders. Und dann hat mir jemand verfremdet, so nerdmäßig, das als mein BBS-Handle gegeben und seit der Erfindung des Internets verfolgt mich das als mein Kampfname, auch in der Seabase und überall sonst heiße ich überall Ajuvo, ist halt so. Super. Kann ich nichts geben. Und in USA gibt es eine Firma, die so heißt, das ist lustig, die laden mich dann immer zu irgendwas ein per Twitter. Ja, in Deutschland wäre das die Firma Eumel, GmbH und Coca-Cola. Ja, genau. Wahrscheinlich genau. Gibt es die sogar, würde mich nicht wundern. Ich dachte mal, das wäre dann realer Name. Nein. Aber das verfolgt. Das ist sowas wie sowas wie Starbuck oder Maha oder sonst irgendwie. Man heißt halt irgendwann so. Das sind so Kampfnamen aus der Zeit, als Hacken noch so juristisch noch nicht illegal, dafür aber gesellschaftlich umso mehr illegal war. So, da kannte halt niemand die bürgerlichen Namen so voneinander. So, weil hätte ja jemand überwachen können. Genau, die langhaarigen Bombenleger hatte er dann wahrscheinlich. Ja, ich habe natürlich keine Bomben gelegt. Nein. Ja, nicht, dass jetzt hier falsch. Oh Gottes Willen, was habe ich schon wieder gesagt? Auch ich rede. Also die Frage nach den Waffen und dem Sprengstoff, die wurde mir schon einmal die Woche gestellt. Also das war schon so. So, nach dem Motto, was haben Sie dabei oder was?
Ja, also allein schon im kleinen Grenzverkehr in die Deutsche Demokratische Republik wurde man natürlich nach Waffen, Sprengstoff, Funkgeräten, Devisen und anderem gefragt. Und wehe, man hat diese Frage nicht aller Ernsthaftestens beantwortet. Die waren genauso unsophisticated wie heute US Customs oder, nee, wie heißen die heute? TSA, Travel Security Agency. Das ist diese geistige Negativelite, die in den USA so am Zoll steht. Und so ähnlich war das in der DDR auch. Das war Realsatire. Nur wer gelacht hat, hatte verloren. Ja, ja. Keinen Spaß machen. Bloß. Ja, man durfte bei der Frage nach den Waffen keine Miene verziehen, sonst war man dran. Ja, ja, so war es. Schlechte damals. Zeit. Keine gute Zeit. Reden wir gleich noch drüber. Naja, ja, ja. Ich würde gerne noch mal kurz zum Jörg zurück, weil er sagt, er hat den ganzen Sommer nur gearbeitet. Wir haben Jörg jetzt ein paar Tage nicht gehört. Erzähl doch mal ganz kurz, wie es dir ergangen ist, außer der Arbeit, lieber Jörg. Ja gut, ich habe natürlich weiterhin meinem Sport ordentlich Zeit gewidmet auch, ne? Ja, habe hobbytechnisch ein bisschen was angefangen hier mit der kleinen Fliegerei. So eine Kopterdrohne habe ich mir gebaut, das war so die letzte Zeit. Und Arbeit wirklich, ja, das ist ganz interessant, kann ich mal an anderer Stelle noch von erzählen. Aber was eigentlich das meiste an Arbeit war, hier war meine Heizungsanlage. Ich bin seit fast einem halben Jahr dabei, meine Heizungsanlage zu pimpen. Ja, wenn, dann mache ich es vernünftig und baue mir selber eine Steuerung und bin gerade in einer finalen Situation, was die Heizung angeht. Es wird jetzt gerade die Solaranlage aufs Dach gebaut. Morgen kommen die Röhren rein. Also dieses ist so eine Röhrenkollektoranlage. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Vakuumröhrenkollektoren. Ja. Das sind, ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt die Leitungen alle verlegt, das sind 20 Quadratmeter Kollektorfläche und es ist elektronisch soweit alles angeschlossen, dass der Motor, also die Pumpe läuft. Jetzt kann man die Röhren reinmachen, denn sonst, wenn du die Röhren reinsteckst, das wird so schnell so heiß, dass das anfängt zu kochen oben und dampft und das ist alles, alles sehr, sehr schwierig, also weil das Gerüst muss abgebaut werden und ach. Es ist immer irgendwie was zu tun, irgendwie ist immer Stress, es ist immer irgendwie, weiß ich nicht, aber man macht es sich auch selber. Es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich müsste das unbedingt jetzt fertig haben, aber selber möchte man auch und dann treibt man sich halt so an und dann, ja, das ist halt das, da bleibt nicht so viel Zeit fürs Hobby. Ein bisschen YouTube habe ich noch angefangen übrigens, Hobby, ja, doch. Nur nochmal zur Hochzeit, zur Heizung zurückgefragt. Wir gehen ja jetzt langsam dem Oktober, dem November entgegen. Da wird es ja tatsächlich auch mal kalt und man würde sich gerne mal die Heizung anmachen. Funktioniert sie denn wenigstens? Ja, das sowieso. Ich habe ja verschiedene Wärmeerzeuger. Pufferspeicher werden von einer Ölheizung im Moment beheizt. Dieser Drei-Wege-Mischer, diese Steuerung für den Drei-Wege-Mischer und die Heizkörper funktioniert natürlich. Warmwasser funktioniert auch. Das ist alles sichergestellt. Das ist einfach bloß, wenn die Solaranlage jetzt rankommt, dann kann die halt auch Wärme erwirtschaften. Und wenn der Elektriker dann irgendwann mal soweit ist und ich meine Zähler habe, meine Drehstromzähler für die Wärmepumpe, dann funktioniert die auch und dann habe ich es auch. Also im Grunde genommen bin ich so ziemlich durch mit meinen ganzen Sachen. Ja. Okay. Das ist schon. Und du machst jetzt YouTube? Was machst du da? Also da habe ich einfach mal wieder mit angefangen. Ich habe, ja, was weiß ich, ich habe ja damals mit dem Marc zusammen so eine Hero 3, wie der hier war, bestellt und dieser bin Marc da sehr hier, der da? Ja, dieser, unser Marc, ja, wie der hier war, weiß nicht, Marc kann sich vielleicht noch dran erinnern, da habe ich mal gedacht, guck mal, jetzt machst du mal so eine Action-Cam und durch diesen Copter bin ich wieder auf die Idee gekommen, gut, da kannst du ja mal eine Kamera draufspannen und machst mal so Bilder von da oben, das sieht ja ganz toll aus, ne, und ja, jetzt hatte ich die Kamera, hatte die Bilder, habe einfach mal ein YouTube-Video gemacht. Ja, und jetzt habe ich sie eigentlich immer, wenn ich podcaste, auch mit hier stehen. Ja, sehr cool. Du kannst dich erinnern? Ja, das ist selbstverständlich. Klar. Was für eine Frage, da haben wir ja noch nach Zubehör, glaube ich, geguckt. Ja, genau. Ah, ja. Das war der Abend, wo wir den Podcast aufgenommen haben, den wir nicht veröffentlicht haben. Oh, ist das noch? Ein Glück haben wir das nicht getan. Eigentlich. Ja, erinnere ich mich gerne dran. Aber ja, wie gesagt, einfach nur so als Mehrwert. Und ich habe jetzt einen Workflow gefunden, der diese Schneiderei von diesem, also ich weiß nicht, ob du schon geguckt hattest,
Martin, ich habe wirklich, so wie es jetzt ist, brauche ich ungefähr 10 Minuten, um das Ding zusammenzuschneiden. Und das ist nicht wirklich mehr Arbeit. Das mache ich eigentlich in der Zeit, wo der File zu Auphonic hochlädt, der Audio-File. Und dann, ja, also das Hochladen des Videos dauert eigentlich am meisten und das Rendern vorher, aber letztendlich ist es dann ja keine Arbeit mehr. Dann lässt du die Kiste halt laufen und irgendwann ist fertig. Ja, und dann mache ich das als Mehrwert einfach. Ja. Muss halt nur die Schraube am Stativ fest genug anziehen. Ja, das war die olle Software. Ich habe eine Software bestellt und die hat nicht funktioniert. Also ja, und dann hatte ich letztendlich so einen Freischaltcode nicht gekriegt und diese Software hat langsam immer weiter rechts rüber geblendet. Ich weiß nicht wieso und weshalb. Es sah wirklich aus, als wäre das Stativ locker irgendwie. Nein, das war softwaremäßig absurd. Das war die Software, ja. Ja, das sind so Anfängerfehler. Gut, ich habe es drauf stehen lassen, weil es ging mir eigentlich mehr um den, den Ton, wie gesagt. Es war ja nun, muss ja nicht die ganze Zeit meine Hackfresse sehen. Da habe ich dann auch mal gesagt, Mensch, dann machst du jetzt einfach, lässt du so. Ich hätte es ja nochmal neu gemacht. War ja auch interessant. Ach nee, hör auf. Ja. Nee, also letzten Endes, das macht alles viel Spaß und das Hobby ist nach wie vor für mich interessant. Mittlerweile habe ich ja, weiß nicht, bin ich jetzt 6 Jahre dabei und wirklich immer noch toll. Und ja, fehlt ja bloß, weil ich sehr versprochen hatte und auch Bock drauf habe, dass ich jetzt nach den Sommerferien wieder hier aufschlage. Ja, und da bin ich, wie gesagt. Herzlich willkommen im Garten. Ich hoffe, der ist nicht zu verwildert. Wir haben uns Mühe gegeben, aber ne, ohne deine fachmännische Begutachtung haben wir natürlich Probleme. Ach, fachmännische Begutachtung für Ordnung? Na, da hast du den Falschen. Für die Bewässerung, uns ist alles vertrocknet. Du, da guck mal bei mir im Garten, da ist nichts vertrocknet, das regnet hier in einer Tour. Naja, gut. Okay, so, damit haben wir das Team vorgestellt. Also der Jörg, der Lars, der Marc, der Sebastian und der Stefan sitzen hier. Achso, ich bin ja auch da, genau. Dann gucken wir einmal mal ganz Martin, kurz vergessen. Ganz kurz zurück auf die letzte Sendung. Das ist übrigens, falls jemand die letzte Sendung gehört hat und den letzten Satz der letzten Sendung gehört hat, da hat jemand gesprochen und genau das ist unser Gast heute. Das passt ja irgendwie wie, als wenn es so sein müsste. Wunderbar. Gucken wir mal auf die neue Ernte. Und wie fast immer, muss ich sagen, ist unser Kommentarfeld leer. Ich habe nichts gesehen, was uns irgendwie zu der Sendung erreicht hat. Ich frage mal in die Runde, habt ihr irgendwas zugemeldet bekommen oder gesehen, gehört an Kommentaren? Nein. An Kommentaren erstmal nicht, nee. Aber ich hätte selber noch einen Nachtrag, wenn niemand noch einen Kommentar hat. Dann sag du doch mal was. Ja, wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen gerätselt, wie viel denn Patreon jetzt wirklich, als es um Geld verdienen geht, so abknapst. Der Tim hat nochmal seine Sachen, die er, ich glaube, vor einem halben Jahr so auf Twitter mal publiziert hat, auch nochmal im Sendegate reingeschrieben. Also es sind tatsächlich wirklich fast 30%, die da weggehen und bei Steady sieht es auch nicht viel besser aus. Das können wir nochmal verlinken, den Beitrag im Sendegate. Also wer da nochmal reinschauen will, um sich eine Übersicht zu gönnen, welche Plattform eventuell die beste Wahl ist, um Spenden entgegenzunehmen und vielleicht weniger Verlust damit zu machen. Ja, das wäre dann noch so ein Nachtrag. 30%, das ist aber unfair, finde ich. Also das ist ja schon Abzocke, ne? Oder? Es kommt halt durch die Mehrwertsteuer. Also klar, es ist immer so ein bisschen die Betrachtungsweise, ob du selber zum Beispiel Mehrwertsteuer abführen müsstest. Patreon muss es halt immer, egal ob sie es sind oder nicht. Deswegen fallen da schon mal diese 19% weg. Wenn du jetzt privat wärst und das nicht beim Finanzamt irgendwie großartig abführen müsstest, dann sind diese 19% quasi schon mal per se weg. Das ist schon mal auch irgendwie schlecht dann. Und ja, deswegen, aber das liegt halt daran, dass die halt kein Zahlungsdienstleister sind, ne? Die sind also kein Zahlungsgateway, sondern die sind halt wirklich einfach nur eine Firma, die für dich quasi im Auftrag Dienstleistungen erbringt. Und das ist halt so das Problem an der Stelle. Deswegen fällt das so hoch aus. Und bei Patreon kommt ja noch hinzu, da ist ja auch noch der Währungswechsel dazwischen, ne? Er kann auch mal besser oder schlechter ausfallen, ne?
Ich habe in den letzten Tagen so das Gefühl, dass mir dieses Podcastland, was ich über mehrere Jahre jetzt so kennengelernt habe, langsam immer fremder wird, weil aus allen Ecken sprießen jetzt neue Angebote, sowohl der Geldeintreiberei oder der Geldverwaltung, der Geldstrom, wie auch immer Verwaltung, als auch der Podcast-Angebote, vor allen Dingen eben auch aus der professioneller Ecke, beziehungsweise Verlagen oder sowas, dass mir dieses Ganze langsam so komplett aus dem Blick, dass ich das Ganze aus dem Blick verliere. Geht euch das ähnlich oder seid ihr da relativ entspannt? Also ich bin der Meinung, dass es, also Lars, Entschuldigung. Achso, ja, Marc kann auch reden, natürlich. nö, lass den Lars mal machen. Fang mal an, Marc, du hattest schon angefangen. Schrecklich mit dir. Und ab. Ja. Nee, ich bin aber auch der Meinung, dass das Podcastland auch irgendwie immer weiter wächst. Hab aber jedoch auch, ähnlich wie du, Martin, in meiner Filterblase sozusagen so das Gefühl, dass immer mehr monetarisieren möchten, zumindest. Sei es über Patreon oder eben mittels Paywall. Das bei dem einen besser oder eher schlechter funktioniert. Aber ich weiß nicht, ist es jetzt dramatisch? Also es ist mir aufgefallen, aber irgendwie trauern muss ich jetzt, glaube ich, nicht. Nö, ich habe nicht gesagt, dass ich trauere. Ich habe gesagt, dass ich die Übersicht verliere. Also dieses Gefühl, irgendwie ein schnuckeliges Biotop zu sehen, das ist mir verloren gegangen, weil das wächst an allen Ecken und Enden solche neuen Biotope hoch und da komme ich nicht mehr mit. Ich kann das nicht mehr im Blick behalten. Beschränke den Blick, aber wenn du den beschränkst, dann haben wir weniger hier zu sprechen. Das ist ja auch gegenschaffend. Das ist ja auch nichts. Kontrabassproduktiv, meinst du? Ja, sehr gut. Man merkt schon, wer hier die erste Geige spielt. Ja. ich weiß nicht. Es ist. Also es kann ja jeder monetarisieren, aber nicht jeder sollte. Kann man das so sagen? Ich weiß. Aber ich hab eine ähnliche Wahrnehmung wie du. So, Lars, genau. Soll ich jetzt? Ja, okay. Ja. ich sehe das Ganze gar nicht so schlimm, weil ich immer wieder in den letzten Jahren den Moment hatte, wo ich mal wieder einen neuen Podcast gesehen hatte und dann schlug mir Twitter wieder andere Podcast-Accounts vor. Und da habe ich dann gesehen, das ging immer und immer und immer und immer weiter und ich habe irgendwann im Prinzip aufgegeben, das alles überblicken zu wollen. Und das ist mal mehr, mal weniger und ich hätte fast gesagt, ich habe dieses Gefühl kontinuierlich, aber ich finde es nicht schlimm. Also ich habe mich von der Illusion längst verabschiedet, irgendwie, dass ich glaube, ich hätte einen Überblick. Den habe ich nicht und wenn ich was finde, finde ich was und ansonsten eben nicht. Okay, das macht mir Mut. Dankeschön. Sebastian, was machst du da? Wie siehst du das? Ja, also jetzt im Sendegate kommt es ja auch immer wieder vor, dass da Beiträge kommen, wo ich schon ein bisschen so schlucken musste, war jetzt so diese Forderung nach YouTube für Podcasts und oder halt nach einem Netflix für Podcasts, weil ich, also, dass man das quasi so auf eine Plattform zwingen will, das, also der Wunsch, den konnte ich nicht so ganz nachvollziehen. Da hat es mich so ein bisschen, ich weiß nicht, da grübele ich jetzt schon seit Wochen so ein bisschen drüber, ob das, also ich habe da noch keine abschließende Meinung gefunden, aber ich finde das irgendwie nicht so den richtigen Weg und bin da eigentlich sehr froh, dass es eine sehr offene Landschaft ist und das mit den Feeds eigentlich sehr dezentral organisiert ist und nicht so zentralisiert ist wie bei YouTube, was ja auch durchaus Probleme macht. Ne? Mhm, klar. Was meinst du mit einer Plattform? Ich habe gerade irgendwie einen Anschluss verpasst. Ja, im Sendegate kam es halt hoch, dass sich jemand eine Plattform gewünscht hat, ähnlich wie YouTube oder Netflix, was natürlich erstmal zwei unterschiedliche Konzepte sind, also von der Monetarisierung her. Es geht, glaube ich, im Kern auch darum, dass man sich wünscht, aus Hörer- und Hörerinnenperspektive vielleicht eine Plattform zu haben, wo man das Geld lassen kann, um nicht jeden Podcast jetzt hinter einer Paywall zu bezahlen. Das kann ich im Ansatz auch nachvollziehen, den Wunsch, weil klar, es wird dann, man kann natürlich nur eine begrenzte Zahl an Direktspenden wahrscheinlich leisten, jeder für sich, und irgendwo ist halt ein Limit erreicht.
Aber ob das jetzt mit einer zentralen Plattform besser gelöst wäre und nicht noch andere Probleme aufwirft, da wäre ich mir halt auch nicht so sicher. Das, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wie der Status quo eigentlich war und kann das auch so ein bisschen nachvollziehen. Klar, wenn das jetzt natürlich, ich sehe da jetzt auch nicht die dramatische Chance, dass irgendwie, also die meisten machen das ja aus Leidenschaft und nicht, weil sie jetzt irgendwie ihren Job wechseln wollen. So ist meine Wahrnehmung zum größten Teil. Genau. Naja, ich meine aber jetzt auch zum Beispiel Verlage, die jetzt plötzlich zusätzlich zum Printangebot oder zu dem Online-Print, also zu den Webseiten, dann auch noch gesprochene Webseiten quasi, also mit Podcast anfangen. Das ist so, da frage ich mich, ist das der Podcast, von dem ich denke, dass er das ist, oder brauche ich eigentlich einen anderen Begriff? Brauche ich tatsächlich für mich einen anderen Begriff, wo ich mich irgendwie abgrenzen kann? Will ich mich überhaupt abgrenzen? Ich bin da total am Rumeiern. Also ich merke nur so, es ist, mein Begriff Podcast ist dabei, sich zu verändern. Das merke ich in mir. Ah. Martin, was verbindest du denn mit dem Wort Podcast? Also weil du gerade sagst, die Definition von Podcast ändert sich gerade bei dir. Ja, das ist so ein bisschen die Community Subscribe und Sendezentrum plus Podstock plus Podcamp, also die Communities, die ich also selber so kenne. Und was ich jetzt so wahrnehme, gerade in den letzten Wochen, das sind alles Sachen, die eben mit dieser Community so gar nichts zu tun haben. Das finde ich so interessant. Also glaubst du oder findest du, dass die Community abbaut? Oder komplett in eine andere Ecke halt nebeneinander. Es ist für mich so. Wahrscheinlich habe ich da einfach nur irgendwie das Gefühl, dass sich was verändert und bin so ein konservativer Klotz, der sagt, nee, alles bewahren, wie es ist, ja, bloß nichts verändern und nichts ausprobieren und so. Ich fühle mich da schon beinahe selber ertappt. Nur mein Begriff ändert sich irgendwie und ich überlege tatsächlich, ob ich ein anderes Wort dafür brauche. Aber wahrscheinlich gibt es das halt nicht. Gehst du zum Audioblog? Nein, dass ich mich wirklich Hobby-Podcaster nenne vielleicht, um zu sagen, das ist jetzt eben einfach nur Spaß an der Sache. So. Ja, ach Gott. Ja, gegen eine gewisse Professionalisierung, das ist gar nicht das, was mir so Probleme macht. Also wenn der Explikator da hinter einer Paywall verschwindet oder wenn andere sich vielleicht irgendwie firmieren oder so, damit sie da steuertechnisch irgendwie besser dastehen oder so, da habe ich irgendwie gar kein Problem. Aber mit den Leuten habe ich eine Beziehung, weißt du, da teile ich irgendwie irgendetwas, mit denen habe ich mal gesprochen, mal am Tisch gesessen oder so, und plötzlich tauchen ganz viele auf, die kenne ich gar nicht, und wenn ich in Sendegate gucke, was da alles diskutiert wird an Techniken und an Verbreitungswegen und so weiter, da denke ich auch, was ist denn da los? Was ist da für ein möglicher, was ist da für ein Aufwind irgendwie, und warum kriege ich den nicht mit, warum stehe ich daneben? Irgendwas habe ich das Gefühl passiert und ich habe noch nicht so ein Gespür dafür, was da eigentlich passiert. Ist ein bisschen diffus, ich gebe das zu. Okay, müssen wir ja auch nicht vertiefen. Gucken wir uns lieber unseren Gast auf der Gartenbank an. Das ist, glaube ich, das interessantere Thema. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal dazu, denn der Stefan, der hat ja auch schon eine Podcast-Geschichte. Aber wir machen erstmal ganz ordentlich eine Rubrik auf und nämlich die eine Rubrik zu, nämlich die neue Ernte. Die haben wir dann damit abgeschlossen und kommen jetzt dann einfach mal auf die Gartenbank. Auf der Gartenbank sitzt ein Mann, den wir im Podcastland ganz häufig unter Ayuvo vorgestellt bekommen. Er stellt sich manchmal auch so selber vor, aber wir haben gerade schon geklärt, er möchte heute lieber Stefan genannt werden. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo, weil sich das besser spricht, beides geht, also völlig okay. Ja, vielen Dank. Eumel steckt ja auch was Negatives. Also wir haben das, glaube ich, beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal hatten wir das doch, Lars, angesprochen. Du hattest doch das mit dem Begriff Eumel irgendwie rausgesucht, ne? Ja, das war von diesem anderen Podcast, gab es das Wort Eumel in mehreren Bedeutungen, ne? Einmal ein eher unsympathischer Mensch und einmal ein sympathischer Mensch und dann auch noch ein Ding.
Ah ja, okay. Ein Ding. Also Ajovo ist so der offensichtlich umgangssprachliche lombardische, italienische, nette, aber harmlose Eumel, glaube ich, so kann man das sagen. Also eigentlich ja total sympathisch. Klingt, also ja. so ich, von meinem geistigen Auge macht sich jetzt ein ganz sympathischer Typ gerade breit. Aber du bist ja auch ein sympathischer Typ. Aber ich würde gerne mal eins klären. Ich bin Baujahr 1965 und ich vermute, du bist gar nicht weit davon entfernt. Was für Baujahr bist du, wenn du es verraten möchtest? Oder wenigstens das Delta? Auch 1965. Och, hey. Ja, jetzt musst du noch differenzieren. Baujahr oder Tag der ersten Zulassung? Meinst du Kiellegung oder was meinst du jetzt? Na, also ich bin Baujahr 69 und Tag der ersten Zulassung ist 3.3.70. Aha. Baujahr. Das ist ja wie mein Auto, das ist Baujahr 69. Vergiss es einfach, mach weiter. Ist egal. Nee, ich will ja verstehen. Tag der ersten Zulassung, 1. April 70. So. Nee, 3. Okay, ich bin 12. November. 12. November. Nee, dann bist du auch Baujahr 65. Ja. Wie ein Kollege von mir sagte, der auch im November geboren ist, der sagte dann, er stellt sich halt immer vor, wie seine Eltern im Februar im Karneval betrunken mit der roten Nase auf und dann haben sie da die Kiellegung gemacht. Genau, so. Egal. Ja, also Stefan, wir sind ein Alter, wir sind beide ältere Herren hier. Ja. Okay. Halt so. Kommst du denn klar mit dem Jungvolk? Tatsächlich, ich habe halt fast mein ganzes Leben die Situation gehabt, dass die Leute um mich rum immer wesentlich jünger waren als ich. Anfangs wesentlich älter und heutzutage wesentlich jünger. Also immer so Altersunterschied irgendwie, keine Ahnung. Musste ich immer mit klarkommen irgendwie. Und dann bin ich von ganz alten Leuten erzogen. Ich bin also so bei meinen Großeltern aufgewachsen, bei beiden Großelternpaaren und naja, es war schon eine andere Zeit vielleicht. Also mein älterer Großvater war Baujahr 1890. Das ist dann schon ein Unterschied. Ne? Also, ja. Aber hält einen das nicht auch jung, wenn man mit jungen Leuten sich umgibt? Also mir geht das. Ja, es kommt ein bisschen auf die Rolle an. Also heutzutage ja, jetzt wo ich so keine Erwerbsarbeit mehr leiste und sozusagen als Privatier vor mich hin mache und dann in irgendwelchen Teams, die sich freiwillig zu was zusammenfinden, halt doppelt so alt bin wie alle anderen, da ist das ganz nice. Daher kommt ja auch dieses damals TM-Meme, weil das sagen dann halt immer die 25-Jährigen, wenn ich anmerke, dass wir das früher auch schon hatten oder was auch immer. Und so wurde ich ja auch zum Podcasten getragen. Also ich habe ja mit meinem eigenen Podcast erst 2014 angefangen, so mit knapp 10 Jahren Beschimpfung andererseits. Ich sollte das doch mal tun. Und als ich ganz klein war, war es umgekehrt. Da war ich immer der Jüngste in allen Zusammenhängen. So, ja. Und dann, ja, gar nicht, bin ich recht früh Chef geworden und hatte dann natürlich auch ältere und jüngere Mitarbeiter. Aber komischerweise wenig Gleichaltrige. So dass ich, das war immer ein Thema für mich irgendwie. Und habe halt immer gesehen, wie Leute sich je nach Baujahr oder Tag der ersten Zulassung unterschiedlich sozialisieren, auch in ihrem Umgang mit Technik zum Beispiel. Und das ist ein bisschen mein Thema. Ja, wir müssen, glaube ich, mal ganz vorne anfangen sozusagen. Aber vorher möchte ich quasi mal hinten anfangen. Du hast gerade das Wort Privatier genannt und du hast bei diversen Vorstellungen beim PPW und so weiter, hast du das auch schon verwandt. Und ich habe immer mit Neid dahin geguckt und gesagt, mein Gott, das ist ja, was hat der bloß gemacht? Ich habe noch 15 Jahre Erwerbsarbeit vor der Nase und du bist schon Privatier und kannst dich im Prinzip frei bewegen. Hast du Manfred Krugs T-Aktien gekauft 1990 und bist damit reich geworden oder was ist dein Geheimnis? Nee, gar nicht. Ich habe mich als meistens Selbstständiger oder nur kurzzeitig Angestellter, dann aber für gutes Geld, darauf vorbereitet, mit 60, wie man so sagt, in den Ruhestand zu gehen. Und dann bin ich mit Ende 40 ganz schwer erkrankt und habe festgestellt, vielleicht schaffst du 60 gar nicht mehr und habe mal gerechnet und habe dann festgestellt, okay, wenn ich also sozusagen mit dem Geld, was jeder normale Angestellte so Monatsimport und die hat auskomme, schaffe ich es auch mit 50
Und da habe ich gedacht, okay, dann musste ich jetzt mal auf ein paar Dinge verzichten, aber dafür vorher aufhören, weil das letzte Hemd hat ja sowieso keine Taschen. Und so bin ich dann halt mit 50 oder mit 49 habe ich dann halt aufgehört. Und ja gut, wenn du nie in irgendeine Rentenversicherung eingezahlt hast und seit dem 20. Geburtstag Unternehmer bist, naja, dann musst du halt ranschaffen, ne? Ob das gut geht, weiß ich nicht. Also was weiß ich was, wenn wir die gigantische Inflation kriegen, dann habe ich vielleicht ein Problem. Aber dann haben alle eins. Dann wird das auch irgendwie weitergehen. Also ich drück dir so die Daumen, dass das klappt. Das ist ja total klasse. Ich ja, wusste nicht, dass das so eine bewusste Entscheidung ist. Dass du gesagt hast, okay, ich trete kürzer, aber dafür habe ich meine Freiheit. Das ist ja, ja cool. Genau. Das ist ein mutiger Schritt. Ich arbeite eigentlich nicht für Geld oder wenn, dann nur zusammen mit anderen und dann wirklich so für dreistellige Beträge, wo es halt aus irgendwelchen Gründen besser und auch irgendwie korrekter ist, was bezahlt zu nehmen. Es ist ja auch nicht immer gut, ohne Geld Dinge zu tun. Ne? Also Geld schafft ja auch Verbindlichkeit und so, aber wenn du zum Beispiel eine Beratungsarbeit machst und eben nicht 1500 Euro nimmst, sondern 300, dann ist das natürlich auch ein anderer Kundenkreis und eine andere Geschäftsgrundlage irgendwie und man kann sich eine Menge Show und Blödsinn sparen. Ich war ganz lange in der Beraterbranche, ich war in der Medienbranche, ich war in der Politik, ich war in der Politikberatung was mich immer gestört hat, ist, wenn man so ein kleiner Berater ist oder in kleinen Firmen arbeitet und nicht so, was ich, McKinsey oder sonst was heißt, dann muss man ja 50% seiner Arbeitskraft dafür aufwenden, Marketing zu betreiben und so eine gewisse erwartete Fassade oder was heißt Fassade, so ein gewisses Außenbild aufrecht zu erhalten. Das hat mich immer gestört. Und ich bin froh, dass ich das nicht mehr machen muss. Ja, und man muss ja, glaube ich, immer auch mit einem Gedanken an den nächsten Auftrag schon, mit einem halben Kopf, mit dem nächsten Auftrag denken. Und ja, nicht, das ist es. Kannst du nicht so richtig reinschmeißen, oder? Ja, vor allem du bist dabei, eine wirklich wichtige Arbeit zu tun, von denen auch viele andere Menschen abhängen. Und während du die tust, vertust du noch viel zu viel Zeit nebenbei, wie du ganz richtig sagst, mit Gedanken an den nächsten Job und dessen Akquisition oder was weiß ich, was damit zusammenhängen mag. Ist alles nicht gut. Also es ist schon schön. Und ich habe halt auch gemerkt, dass es, wenn man halt mit weniger Geld auskommen muss, aber nicht mit ganz wenig, dem rede ich nicht das Wort, dass man dann auch sich andere Dinge besser einteilt, zum Beispiel seine eigene Zeit so und seine Kraft. Das ist das kostbarste im Leben, die Zeit, die eigene. Ich habe das auch so festgestellt, ich habe wie ich mich 2000 selbstständig gemacht habe, so sage ich mal, die ersten 10 Jahre habe ich richtig reingehauen, da hatte ich keine freie Minute. Ich habe nur zugesehen, dass der Laden läuft. Abends, wenn ich ins Bett kam, dachte ich schon, Mensch, was ist morgen auf dem Konto los? Wie geht's dir übermorgen und so? Und diese Gedanken, die habe ich so nach und nach immer weiter entfernt. Und mittlerweile ist mir das egal. Dann gehe ich halt einfach mal mittags zum Sport, weil ich da gerade Bock drauf habe und es keinen Termin ansteht. Einfach, das ist das Wichtigste im Leben, wirklich, sich die Zeit für sich zu nehmen. Da kann kein Geld der Welt irgendwo was gut machen. Ja, du machst es genau richtig, wirklich. Mhm. Ja. Zu beneiden. Auf jeden Fall. Versetzen wir uns doch mal in das Jahr 1965. Also aus meiner Perspektive weiß ich da, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden. Damals hat man den Feinstaub noch in Brikett definiert. Und auf dem Mond war damals ungefährlich. Auch noch nicht. Genau, den konnte man gar nicht einatmen. Oder wenn, dann hat man ihn gleich auch wieder ausgeschieden. Aber der war auf jeden Fall nicht so gefährlich. Genau. Wo bist du denn und unter welchen Bedingungen bist du denn geboren und aufgewachsen? Ich bin als Kind von zwei damals schon sehr international viel reisend unterwegs seinen Eltern geboren und demzufolge als relativ kleines Kind, also jetzt nicht als Säugling, aber sobald ich so halbwegs, sagen wir mal, nicht mehr täglich meiner Mutter bedurfte, bin ich in Hamburg aufgewachsen bei zwei Großelternpaaren, die nicht weit voneinander weg wohnten.
und musste als sehr kleines Kind schon so ein bisschen selber klarkommen. Aber ich hatte ja auch, wie soll ich sagen, so zwei Omas, ne, zwei ganz liebe Omas und noch einen kleinen Bruder später und zwei Opas. Und die wohnten nicht weit weg. Und wenn es bei dem einen nicht mehr so gefallen hat, ist man mal zum anderen gefahren mit der U-Bahn. Ja, man konnte damals als Vierjähriger oder so alleine mit der Hamburger U-Bahn fahren. Das war völlig ungefährlich. Und als Vierjähriger? Ja, ja, ich meine, das einzige Problem war das Öffnen und Schließen der Türen. Die waren damals noch nicht automatisch. Und es war ein ziemlicher Kraftakt, wenn man nur so einen Meter oder 1,20 Meter groß war, nicht die aufzukriegen. Aber sonst ging das. Hast du das mitbekommen? Letzte Woche, da ging bei Twitter was rum, da hat ein Kanadier hat seine Kinder 6, 7 und 8 Jahre alt oder so alleine mit dem Bus in die Stadt fahren lassen und er ist von einer Nachbarin angezeigt worden und hat Ärger mit dem Jugendamt bekommen. Ja, naja, ja, aber keinen wirksamen Ärger. Das ist ja nicht verboten. Also ich habe in dem Alter, mein Vater arbeitete in England und meine Mutter in Japan und ich bin alleine mit dem Flugticketschild um, so wie heißt das, unbegleiteter Minderjähriger, nach Japan geflogen. Und das war damals noch mit Zwischenlandung zum Tanken und 24 Stunden und so. Und das ging auch. Und klar hast du da mal Angst gehabt als kleines Kind unterwegs, so allein, ne? Aber warst ja auch froh, wenn du dann Mami gesehen hast. Nö, also das war nicht so. Es war vielleicht auch nicht so gefährlich. Natürlich, klar, Feinstaub gab's. Alle haben geraucht wie die Schlote. Sicherheitsgurte gab's nicht. Man durfte als kleines Kind, also ich jedenfalls, Cola trinken, wie ich wollte. Und Bier kaufen? Man wurde als Kind losgeschickt zur Bude? Genau, Bier und Zigaretten holen, genau, also ganz wichtig. Und zwar hurtig, wenn mein Vater so abends, der kam ja oft zu Besuch, nicht etwa mit dem Flugzeug, sondern mit VW Käfer und Schiff aus Herwitsch, weil Fliegen war damals viel, viel teurer als heute im Verhältnis zum Einkommen. Das konnte man sich nicht einfach so leisten. Und klar hat der mich Zigaretten holen geschickt. Und wenn ich die nicht gekriegt hätte, wäre der Vater aber 5 Minuten später da gewesen und hat Ärger gegeben, also für den Verkäufer. Ja, so war das halt damals. Ich weiß nicht, es war halt anders, aber jetzt irgendwie besser, schlechter oder schwieriger oder so war es auch nicht. Also wie gesagt, so eine etwas zwangsselbstständige Kindheit, will ich mal sagen, habe ich gehabt. Im Guten und im Schlechten. Ne? Also klar, fühlte ich mich manchmal ein bisschen einsam, aber ich wusste auch immer, dass ich viel mehr durfte und konnte und hatte als die meisten anderen Kinder, die ich so in der Nachbarschaft und im Kindergarten und so, so um mich rum hatte. Und das war ja zum Teil auch total lustig. Also wenn du irgendwie in der Vorschule erzählt hast, was macht ihr denn so in Ferien? Ja, ich fahre nach Japan zu meiner Mami. Dann haben einige gedacht, ja klar, du fliegst gleich zum Mond oder was, ne? Und erst als ich da mit vielen japanischen Transistorradios wiederkam, haben sie es mir geglaubt, dass das wohl so war. Also so war das damals. Trainiert auf jeden Fall die Selbstständigkeit, da hast du schon recht. Das, ja. Ja, muss halt klarkommen, genau, das stimmt. Klar ist das auch eine gewisse Überforderung, das will ich gar nicht sagen. Ich war auch ein immer sehr unwilliger Schüler. Also die Schule hat mich immer genervt und ich habe mich dem so gut es geht entzogen. Und ich habe ganz früh selber lernen gelernt. Also ich bei meiner Einschulung, wie gesagt, beim Schultest konnte ich nicht nur lesen und schreiben, sondern auch einigermaßen rechnen und zwei verschiedene Handschriften. Also fand ich immer sehr lustig, was die da von mir wollten. Aber es war auch viel Verständnis dabei, muss man sagen. Also ich bin die ersten 3 Jahre auf eine Kleinstadt, also fast Dorfschule gegangen, mit 2 Klassen in einem großen Raum und ich hatte einen Platz an einem Kachelofen um die Ecke, wo einen der Lehrer nicht gesehen hat. Und so war damals Schule und das ging auch irgendwie. Und wir waren bestimmt so 40 Kinder in einem Raum. Ging auch. Also. Okay. Was hast du dann gemacht nach der Schule? Wie hast du dich orientiert? Was hat dich interessiert? Das Naturwissenschaftliche oder was anderes? Na, die Situation war die, das habe ich schon mal bei Martin Fischer bei Staatsbürgerkunde erzählt, wie es dazu kam, dass ich so öfter in die DDR fuhr. Also meine Eltern haben irgendwann, nachdem sie sozusagen bis 30 Party hart weltweit gemacht hatten, eingesehen, dass das mal anders gehen muss. Und mein Vater kriegte einen ganz guten Job in Niedersachsen und wir wohnten nicht weit weg von der damaligen Zonengrenze, wie es noch hieß, also der innerdeutschen Grenze. Und zwar sehr, sehr einsam, zwar sehr witzig, mitten im Wald, in so einem James-Bond-mäßigen Bungalow mit allen Schikanen, aber ich hatte also wirklich einen schwierigen Schulweg mit Skiern und auf dem Pferd und ich weiß nicht wie alles und war plötzlich ziemlich einsam, ja, also ich war aus dieser Großstadt raus
und wohnte sozusagen buchstäblich mitten im Wald, hatte natürlich ein paar Freunde und so, sowas nicht, aber der nächste Nachbar war schon 3 Kilometer weg oder so, ne? Und hab mich dann furchtbar gelangweilt. Also Schule hat mich nicht groß interessiert. Und so bin ich dann eigentlich so dem Nerdtum näher gekommen, also durch Radios bauen. Ich hatte so auch so 2 Nerd-Opas, die in dem Bereich tätig waren. Einer war bei der Post Fernmelder und der andere war Tonmeister beim Film. Und dann mit denen habe ich auch meine ersten Radios gebaut, so noch so mit Röhren und so. Und dann habe ich mir halt selber eben Radios gebaut und Funkgeräte gebaut und hatte ganz früh, was war denn mein erster Computer? Ein Sinclair, ein ZX81, genau. Und habe aber davor schon Computer benutzt, also Mainframes, weil ich es über den Job meines Vaters machen konnte. Und bin halt so dann dazu gekommen, mich irgendwie sinnvoll zu beschäftigen, bis ich dann nach dem Abitur endlich diese Einöde verlassen konnte. Und dann bin ich erstmal in Göttingen studieren gegangen. Das ist zwar auch eine Kleinstadt, aber von da, wo ich dann herkam, war das die große, weite Welt. Für welches Fach hast du dich eingeschrieben? Betriebswirtschaft, BWL, das war damals tatsächlich noch eine Qualifikation und nicht wie heute so ein Nebenfach für alle. Und das war auch noch sehr akademisch, also das hatte nichts mit dem heutigen Bachelor-Master-Kram zu tun, sondern das war wirklich so aus einer Helikopterperspektive und durchaus auch philosophisch angehaucht, so eigentlich die Begründung von Wirtschaft und warum, wie es was sein müsste und was eine sozusagen moralisch einwandfreie Unternehmensführung ist. Es hat heute alles englische Fachbegriffe, aber damals habe ich erlebt, wie aus der alten deutschen Betriebswirtschaft so durch Missbrauch von amerikanischen Fachbegriffen was anderes wurde, also was Shareholder Value, wenn ich es mal nennen darf, das ist eigentlich ein amerikanischer Buchhalter-Hilfsbegriff sozusagen, und da wurde eine Theorie, eine Ideologie, ein Bewertungsansatz für Unternehmen draus gemacht und das Ganze dann mit viel Marketing in eine völlig falsche Richtung abgebogen. Das war gerade so die Zeit, 80er Jahre, ne? Aber wir waren auch alle optimistisch. Also wie gesagt, es war Kalter Krieg. Viele Jugendliche hatten ständig Angst vor dem Atomkrieg. Über die haben wir uns totgelacht. Und man war halt entweder ständig verängstigt oder man war Optimist. Ich war halt Optimist und habe mich mit Technik beschäftigt und dem Fortschritt der Menschheit oder was wir damals dafür hielten. So habe ich das für mich gelöst. Und BWL war, ich hätte genauso gut Jura oder irgendwie was Geisteswissenschaftliches auf dem Magister studieren können. Ich wollte also immer so ein Generalistenfach machen, wo man so hinterher sich nichts verbaut, wo man sozusagen fast alles mitmachen kann. Ingenieur wäre auch gegangen, das wurde dann nur gerade nicht angeboten. So, also es war eigentlich, ja, so, das war so meine Idee. Und damals konnte man sich's auch nicht so aussuchen. Also man musste sich ja bewerben bei der Zentralvergabestelle für Studienplätze, ZVS, und wurde so ein bisschen zugeteilt. Und ich wusste halt, mit BWL hast du da ganz gute Chancen. Und das hat dann auch geklappt. Und okay, Jura hätte ich fast... Jura hätte ich fast nebenbei studiert, oder habe ich auch ein bisschen. Aber man musste ja damals, um als Jurist irgendwas zu können, noch dieses elende Referendariat, also so ein Hilfs-, das muss man heute auch noch, aber damals waren das 3 Jahre, so Hilfsbeamter sein. Und so viel Zeit hatte ich nicht. Sonst hätte ich mir das noch abgekniffen und wäre nebenbei noch zum Jura-Examen gegangen oder nach dem Diplom oder so. Aber das habe ich dann sein gelassen. Ich habe den Juristen immer geholfen, das fiel mir immer leicht. Und meine Ex-Frau war auch Juristin und da konnte ich das auch immer gut anwenden. Denn, ja. Wenn du sagst, so viel Zeit hattest du nicht, hattest du irgendeinen Lebensentwurf da schon zu dem Zeitpunkt oder schlägte Geldnot, weil du Geld verdienen musst irgendwann mal? Nein, ich hatte keine Geldnot. Also ich hatte zwar keine reichen, aber wohlhabende Eltern, die mir ganz viel ermöglicht haben. Also ich werde es ihnen nie vergessen. Ich hatte zum Beispiel beim Buchhändler in der nächsten Kleinstadt, hatte ich so ein Konto und durfte mir für den damals durchaus erheblichen Betrag von 100 D-Mark im Monat dort Bücher kaufen. Und ich meine, so ohne Internet und so ist das schon wichtig für ein Kind so. Und das war zu einer Zeit, wo ein Arbeiter in der Fabrik vielleicht 1500 verdient hat. Also das war nennenswert Geld. Und nein, also ich kann nicht sagen, dass mich die Not zu irgendwas getrieben hätte, im Gegenteil. Meine Eltern haben auch brav meine Auslandsstudien bezahlt und ich hatte auch sonst Freunde und Eltern von Freunden, die mir viel geholfen haben. Nee, ich kann nicht sagen, dass irgendeine Not geherrscht hätte, aber jetzt irgendein Plan, du musst das und das werden, nee, also den hatte ich irgendwie nie. Das mag vielleicht den Großeltern geschuldet sein, die nun in ihrem Leben mehrfach von vorne angefangen hatten, ob der Zeitumstände.
und immer gesagt haben, es geht irgendwie weiter und die Leute machen sich heute viel zu viele Sorgen. Also wenn mein Opa vom Krieg erzählt hat, meinte er den Ersten Weltkrieg, ne? Und in diesen Familien wurde auch drüber gesprochen, wie das früher so war, im Guten und wie im Schlechten, auch mit kleinen Kindern. Und so hatte ich einen gewissen Überblick so und mir war relativ schnell klar, dass es ziemlich sinnlos ist, einen Plan zu haben, was man denn in 20 Jahren macht. Weil, wie war das? Meine Oma sagte immer, wenn du Gott lachen hören willst, dann mach mal einen Plan. So. Den merke ich mir, der ist gut. Ja, so war das. Meine Oma war zwar nicht sehr religiös, die war so eingefleischte Sozialdemokratin, aber ja, das war so ihre Meinung und wahrscheinlich ja, so, ist das auch so. So Lebenspragmatismus, sie hat das ja so erlebt. Also wer einmal, wer einmal die Kriegswirren miterlebt hat und die, die Tatsache, dass man von jetzt auf gleich ohne alles dastehen muss, der kann ja fast gar nicht anders denken. Als Na, oder dass das Leben überhaupt morgen vorbei sein kann. Also genau das habe ich meiner Oma mal vorgehalten. Sie rede ja, als wenn morgen das Leben vorbei sein könne. Und da sagt sie, viele Jahre in meinem Leben war das so, dass das Leben morgen hätte vorbei sein können. Und dann erzählte sie mir vom Zivilschutz in Hamburg und wie sie irgendwelche brennenden Phosphorbomben von Dächern geschmissen hätte. Und sie sagt, hast du jeden Tag um dein Leben gespielt. Das gewöhnst dich auch dran. So war Oma. Musste halt, ja. Das können wir uns als Nachkriegsgeneration wirklich nicht vorstellen. Und also genau. Ich kann mich irgendwie hineindenken, weil ich viele, viele Geschichten erzählt bekommen habe, aus erster Hand sozusagen. Also meine Mutter erzählt mir immer wieder die Sache, wie sie arglos über die Straße gegangen ist, dann kommt ein Soldat aus dem Graben, reißt sie runter, in dem Moment kommt ein Sturzkampfbomber und schießt da die ganze Straße mit Maschinengewehr nieder und so weiter. Sagt immer, wenn der mich nicht gerettet hätte, da in dem Moment, dann gäbe es uns nicht mehr. So, mich auch nicht, eingeschlossen. Aber solche Situationen hatte ich in meinem Leben auch zwei oder dreimal. Und aus eigenem Erleben? Oder hat das ja. Nee, hatte ich auch. Wer hat dich denn beschossen? Irgendwelche Räuber kurz nach der Sowjetunion war ich in der südlichen Sowjetunion beruflich tätig und da war halt die öffentliche Ordnung so weitgehend zusammengebrochen und da gab es so eine Situation schon mal. Aber da rede ich nicht so gern drüber. Ich habe mal länger mit Leuten aus dem Club drüber gesprochen und eigentlich ist auch nicht nur gut. Dann hatte ich mal einen Autounfall, wo es also wirklich um 5 Zentimeter hätte klappen können. Und dann bin ich mal mit meinem kleinen Bruder zusammen mit einem Flugzeug abgestürzt, was mein Bruder steuerte, weil er es nicht hingekriegt hat. Also so als Kinder in einem Segelflugzeug so. Das hätte auch reichen können. Also das, kann ja jedem passieren. Und dann war ich mal ganz doll krank, darum habe ich auch aufgehört mit Arbeit und musste echt befürchten, dass ich nicht mehr lange nach habe. So. Und dann lernt man das irgendwie besser einschätzen und einordnen, so mit der Zeit. Oh ja, das kann ich nachfühlen. So ungefähr. Gut, aber noch sind wir ja alle da und wir dürfen auch im Maßen dürfen wir auch planen. Wir dürfen auch Gott zum Lachen bringen an der Stelle. Der hat sowieso nicht viel zu lachen mit uns, dann kann er das ja auch mal gut heißen. Oh, der lacht immer. Bedeutet dir das irgendwas, der Begriff Gott oder die Vorstellung? Ja, also ich bin erzprotestantisch erzogen. Also so, man geht an Ostern und Reformationstag in die Kirche, ne, sonst nicht. Habe größere Teile meines Lebens in Schweden verbracht, wo das auch so ähnlich ist. Und doch bedeutet was. Also so als kulturelles Element. Man muss ja nicht jeden Tag pflichtbetend durch die Gegend laufen. Zum Atheismus hab ich es irgendwie nie gebracht. Oh, Sache, also das ist ja eine befriedigende Antwort, finde ich, dass man da sagen kann, okay, da ist etwas, was mich berührt hat, wo ich sozusagen so eine spirituelle, na, Heimat ist jetzt so schon so aufgeladener Begriff, aber wo ich mich spirituell irgendwie verorten kann, so an der Ecke. Ja.
Jetzt hast du aber gerade schon mehrfach erwähnt, dass du gereist bist, also Russland hast du genannt oder Sowjetunion hast du genannt, die DDR, Schweden plötzlich. Was hat dich denn so viel reisen lassen eigentlich? Na, ich habe halt immer, also ich wusste ja vor meinen Eltern, wie das so ist mit dem Vielreisen. Ich hatte dann auch die Schnauze voll von dem Provinzdasein natürlich. Ich habe mich auch, wie gesagt, relativ unerschrocken in die nahe DDR gewagt, hatte da Freunde und so, habe denen geholfen. Ich habe Anfang der 80er Jahre in Polen, so, da war so Solidarność und so, sozusagen versucht beim Umsturz mitzuhelfen, soweit man das mit 15, 16 kann, ne? Irgendwo so unterm Kirchendach heimlich Flugblätter produziert und so. Habe eben gesehen, dass anderswo ja auch nette Leute wohnen und was machen kann. Und ich, nach Schweden bin ich einfach gekommen, weil ich in Göttingen schwedische Gaststudenten kennenlernte und die sagten, komm doch mal mit zu uns. Damals war Schweden ja noch nicht in der EU und alles war ganz anders. Und dann haben die mir da so einen Auslandsstudienplatz besorgt und da bin ich da mal für ein Jahr hingezogen und dann bin ich da so ein bisschen kleben geblieben und habe auch später beruflich von da aus ganz viel gearbeitet. Also ich war lange Jahre Angestellter und dann schnell, ziemlich schnell Miteigentümer von einer schwedisch-dänischen Firma mit also mit Büros in eben zum Beispiel in Italien, in Deutschland, in im Baltikum, in USA. Ich bin auch mal jahrelang 14-tägig Berlin-Los Angeles gependelt. Das kann ich auch keinem empfehlen auf die Dauer, aber es geht, wenn man sich für den Größten hält. Es war natürlich totaler Quatsch, aber ich fand das immer, ich dachte eine Weile, das muss so. Und ja, jetzt reise ich nicht mehr so viel. Vorletzte Woche war ich in Rumänien, Freund von mir besuchen. Aber sonst, ich brauche das nicht mit Fernreisen und so. Das ist übrigens einer meiner Pläne, wie ich mit halb so viel Geld wie geplant auskomme. Ich verzichte auf Urlaubsfernreisen. Also ich bin genug rumgekommen so. Okay, also an irgendwas muss man ja sparen, ne? Ja, ja. Nochmal einmal kurz, ich muss mal so ein bisschen schwarz-weiß, so ist die Welt nicht. Also als Disclaimer ist mir schon auch klar, dass die Welt nicht so ist. Aber manchmal hilft es, die Sachen so ein bisschen zu spitzen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du bist ein BWL-Studierender und hast das Unternehmertum, also quasi die Arbeitgeberseite, so mehr oder weniger im Blick und gehst aber dann nach Polen und unterstützt eine Arbeiterbewegung. Das war ja früher. Ist das dieser Spruch, wer mit 18 kein Kommunist ist, hat kein Herz und wer es mit 28 immer noch ist, hat keinen Verstand oder was ist das? Nein. Das hat gar nichts damit zu tun. Also ich habe später in linken politischen Zusammenhängen immer gerne zum Entsetzen, um es zum Besten gegeben, dass meine erste politische Tat war, 1980 Wahlkampf für Franz Josef Strauß zu machen. Der hatte mich beeindruckt und ich fand, der wurde immer so ungerecht behandelt, so von den Medien, TM sozusagen. Und so mit 15, das war so eine meiner ersten sozusagen Aktionen. Ich habe ihn auch kennengelernt, war eine ganz eindrucksvolle Begegnung. Ja, ich weiß nicht, während andere irgendwie alt und spießig werden, bin ich eigentlich im Laufe meines Lebens immer ein bisschen linker geworden. Aber ich bin nie einer gewesen. Also ich glaube nicht dran, dass die Menschen gleich sind und ich halte es auch für vergeblich zu versuchen, sie gleichzustellen. Ja, ich bin aber auch nicht rechts in dem Sinne, dass ich meine, dass es sozusagen unverrückbar unterschiedliche Qualitäten von Mensch gäbe. Das dann auch wieder nicht, ne? Und natürlich schon gar kein Nazi, das ist ja dann der Rechte der anderen Menschen, das Existenzrecht sozusagen bestreitet, ne? Das ist so und irgendwo dazwischen verorte ich mich halt. Und wenn ich heutzutage so Wahl-O-Mat mache oder so, dann kriege ich alle Parteien, die ich da einbezogen habe, in ziemlich gleicher Prozentzahl alles. Also ich kann mich da leider nicht politisch nicht verorten, das geht bei mir nicht. Also ich habe da auch kein klares Menschenbild in der Richtung. Sondern habe halt gemerkt, auf der einen Seite andere Länder, andere Sitten, auf der anderen Seite ist der Planet dann doch recht übersichtlich und es wohnen dann doch überall Menschen, die trotz unterschiedlicher Äußerungsformen dann doch ganz viel gemeinsam haben. Also und der wissenschaftliche Fortschritt beweist es ja auch mehr und mehr. Also auch der Genpool ist verdammt ähnlich und es unterscheidet uns recht wenig von Leuten, sagen wir mal aus Korea oder so, ne? Also ja, und die Darmflora. Es gibt 5 Typen Darmflora und zwar über alle Menschen hinweg. Das ist ja natürlich. Ja, es gibt auch andere internistische Dinge, die anders sind, aber nichtsdestoweniger ist es dann doch jedenfalls nach meiner Lebens- und Reise- und auch Arbeitserfahrung dann doch möglich, auch in ganz anderen Ländern und Kulturen
zum Beispiel was Sinnvolles zu bewirken. Vielleicht gerade, weil man aus einer anderen Kultur kommt. Also das geht. Tragisch ist sicherlich immer so ein Immigrantenschicksal, nicht? Also wenn man sozusagen ganz verpflanzt wird aus seiner Heimat in einen anderen Kulturkreis. Das sind die berühmten drei Generationen, ne? Die Enkel oder spätestens Urenkel, die sind dann was anderes. Und die Leute dazwischen sind eben bisschen heimatlos, sind so ähnlich wie Leute, die früh ihre Familie verloren haben. Das habe ich immer wieder gesehen. Also das gehört offenbar zu uns Menschen dann auch dazu. Was uns nicht hindern soll. Ja? Also ich hab viel mit Leuten zu tun gehabt, die sozusagen den Kulturkreis gewechselt haben. Und es hat vielen auch gut getan, habe ich den Eindruck. Diese Entwicklung, also in Richtung links, die du da gerade angedeutet hast, kannst du, ich frage aus persönlichen Motiven, weil ich das für mich selber auch tatsächlich so bemerke, ich als eifriger Zuhörer von Tim und Holgi und vielen anderen Podcast-Angeboten, die so aus dieser linken Ecke kommen, sogar Metro Laut, kann ich inzwischen... Ah ja, mit wissen, Kassette, ja, ja. kann ich mit nee, einer nee, gewissen... Metro Laut ist John F. Nebel, ja, genau. Genau, ja, und Kalle Kornblum. Also ich weiß, dass ich vor... Als Kind und Jugendlicher wäre ich davor, von diesen Gedanken wäre ich davon gelaufen, weil ich die gar nicht hätte verarbeiten können. Inzwischen sehe ich das aber alles mit einem bisschen, wie soll ich das sagen? Ja, es hat sich ja auch was geändert. Als ich anfing, mich für Politik zu interessieren, meine frühesten so politischen Erinnerungen sind so 1977, deutscher Herbst. Ich weiß, ich lag gerade im Krankenhaus und so Zivildienstleistende mussten auf uns Kinder im Kinderkrankenhaus aufpassen. Und die waren halt so im damaligen politischen Mainstream irgendwie links und diskutierten, ob das mit der RAF nun richtig sei oder nicht und dies und jenes. Das war alles auf 27 verschiedene Arten falsch, was diese Leute dachten und taten. Das fiel mir schon als Kind auf. Das war einfach überhaupt nicht überzeugend. Und das ist heute anders. Also Gott sei Dank entwickelt sich die Welt ja auch weiter. Ja, vor 30 Jahren war das Unfug. Aber heute gibt es nicht zuletzt auch aufgrund des technischen Fortschritts, den wir haben und der Reise- und Kommunikationsmöglichkeiten und auch der organisatorischen Möglichkeiten, wenn ich mal das mal aus meiner Betriebsberaterperspektive sagen darf, gibt es mehr Möglichkeiten, gemeinsam Dinge zu schaffen und weniger Notwendigkeit, Einkommen und Vermögen ungleich zu verteilen. Das heißt, es gibt auch einfach andere Möglichkeiten und man darf das nicht mit historischen Maßstäben sehen. Meine Großmutter, die kurz nach Kaisers Zeiten in die SPD eingetreten ist als junges Mädchen, hat mir erzählt, wie das damals so war. Und der Hauptfeind des Sozialdemokraten war natürlich der Kommunist. Nur der Kommunist war ja einer nach Lenins bzw. Stalins Prägung. Das hatte mit links nichts zu tun. Sie hat mir auch noch live erzählt, wie die Kommunisten und die Nazis gemeinsame Sache gemacht haben und wie viele kleine kommunistische Funktionäre später bei den Nazis rumliefen. Also das konnte ich glauben, weil es war halt jemand live dabei, den ich persönlich kannte. Ja, so... Das waren aber andere Zeiten, daraus kann man heute keine Schlüsse so ziehen. Ich habe die DDR live von innen gesehen und wie unglaublich schlimm das für viele Menschen war, deren Leben da sozusagen vertan war, auch wenn es auf in anderen Dingen wiederum alles nicht so schlimm war, wie einem im Westen immer erzählt wurde. Ich denke, das ändert sich auch mal. Und nur weil jemand sagt, ich habe 1980 Wahlkampf für Franz Josef Strauß gemacht, dann heißt das doch nicht, dass ich heute 2017 dringend in die CSU eintreten muss. Also das ist doch eine andere Zeit. Nein, um Himmels Willen. Nein, das wollte ich jetzt damit auch nicht fragen. Nein, wieder mal aus Perspektive. Mir gehen so ein bisschen die Augen auf. Ich merke also, dass ich in den letzten 10 Jahren Perspektiven in mich aufgenommen habe, die ich in all den Jahren vorher irgendwie scheinbar nicht aufgenommen habe. Und ich sehe die Welt teilweise mit anderen Augen, größer, vielfältiger, und
Hast du das für dich auch so erlebt, dass du so Momente hast, wo du gestutzt hast und gesagt hast, Moment, ich habe das so und so gelernt, aber jetzt bekomme ich neue Eindrücke und das sehe ich anders und jetzt gehe ich mal wieder, jetzt öffne ich mich mal irgendwie an der Stelle. Also das ist eigentlich schon fast eine rhetorische Frage, natürlich wird es so sein, weil genau wie du es gerade beschrieben hast, die Dinge ändern sich und damit ändert sich auch das Individuum und auch die Wahrnehmung also der Welt. Also ich hatte ja ganz, wie ich erzähle, ganz früh die Möglichkeit, in anderen Ländern nicht als Tourist, sondern in anderen Rollen mit anderen Menschen zusammen was zu tun, auch politisch was zu tun. Also diese Polen-Geschichte war für mich natürlich sehr, sehr wichtig. Dann gab es zur gleichen Zeit Anfang der 80er Jahre in Deutschland eine sogenannte Friedensbewegung. Heiner Geißler ist gerade vor ein paar Tagen verstorben. Den fand ich damals sehr beeindruckend. Rhetorisch, aber auch in seiner Kritik an der Scheinheiligkeit der damaligen westdeutschen Friedensbewegung. Das habe ich geteilt. Ja, es war richtig. Also Pazifismus war damals die falsche Option. Ich kann mich noch erinnern, Heiner Geißler sagte damals, der Pazifismus der 30er Jahre hätte Auschwitz erst möglich gemacht. Und er hatte recht. Aber natürlich war man in den Augen der meisten des politischen Mainstreams, der Jugend damals, war man mit der Meinung eine Minderheit. Ne? Aber trotzdem war es richtig, das Gegenteil von Pazifismus zu betreiben. Und es hat wahrscheinlich auch die Welt gerettet. Das heißt aber nicht, dass das heute immer noch alles so sein muss oder dass man heute sagen muss, das bringt alles nichts. Im Zweifel muss man, sagen wir mal, mit Gewalt oder deren Androhung Konflikte lösen. Wir sehen gerade in Libyen oder in Syrien, wie das nicht geht. Ne? Also es kommt halt drauf an. Also du bist kein Pazifist, der Gewalt einen. War ich nie. Nein. Also ich sage mal, zumal habe ich mir gesagt, ich bin und war nie so ein Vulgärpazifist, ja. Also jemand, der sich zu einfach macht. Nimm mal so diese Billigrhetorik der Linkspartei von heute, so Frieden überall und so. Das ist Quatsch. Das funktioniert nicht. Aber im Gegenteil, es gibt Situationen, da muss man, das habe ich schon selber auch erlebt, sich mit Gewalt tatsächlich, muss man sehen, dass man seine Haut rettet. Das geht auch kollektiv. Und natürlich sind die meisten Menschen, auch du und ich, am Ende nicht bereit, alles, was sie haben und können, mit der ganzen Welt zu teilen. Da hätten wir nämlich sehr viel weniger. Ja, also das muss uns immer klar sein, dass wir uns aufgrund des Investments sozusagen unser Vorfahren in Infrastruktur und Wissen glücklich schätzen können, zufällig hier zu wohnen. Und natürlich besteht ein Teil unseres Wohlstands darin, dass wir nicht jeden und nicht alle hierher lassen. So, und sei es mit Gewalt. Das muss man als Faktum anerkennen. Das heißt doch aber nicht, dass wir sagen, oh, ist eben so Pech gehabt, sondern man kann ja an der Verbesserung der Dinge im Allgemeinen trotzdem wirken. Ja. Wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass das ist ja auch so, dass das links-rechts, ich glaube nicht dran, dass die Menschen alle so gleich sind, dass man sie sozusagen gleichstellen könnte. Im Gegenteil, der Versuch von Gleichstellung macht noch mehr Unrecht. Es gibt wahrscheinlich sogar irgendwie ein gesundes Maß an Ungleichheit unter den Menschen in materieller und auch in sozialer Hinsicht, aber eben nur ein gewisses. Und das ändert sich auch unter den Bedingungen. Und ich glaube, heute können wir im so im philosophischen Sinne uns mehr Gleichheit, mehr gleiche Chancen für Menschen leisten als früher. Und das sollten wir auch wahrnehmen. Ja, und dann macht es überhaupt nichts, wenn man aus der Perspektive von 1980 sagt, das, was ich heute mache und vertrete, ist links. Das wäre es vielleicht damals gewesen, aber das ist deswegen nicht verkehrt. Ja, also ich habe eine schöne Diskussion gehabt, wenn ich einfach mal für meinen Podcast Werbung machen darf, mit der Daniela Ishorst, die macht so einen Kunstpodcast, die geht in Museum und Museen und so. Ich war mit ihr in einer Ausstellung über den deutschen Kolonialismus und wir haben uns… Hottentottengeschichte, ne? Ja, wir haben uns darüber unterhalten, über die Hottentotten gesprochen, genau, ja. Wie man halt Dinge von heute und von da aus damaliger Perspektive untersucht. Also im Prinzip der Historizismusstreit, nicht? Kann man sozusagen Vorkommnisse von vor 200 Jahren heute als Völkermord qualifizieren, die damals ein völlig normaler Vorgang waren? Das weiß man ja nicht. Also, ne, guckt es. Es ist ein bisschen schlucken, ne? Hört ihr die mal an. Da hast du das eigentlich beieinander. So. Mhm. Ja. Ja, mit Daniela kann man gut reden, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Und
zufällig hatte ich halt ein paar Informationen und konnte halt mit so Perspektiven darauf beitragen. Ich wusste auch aus Erzählungen von älteren Verwandten, was für Leute damals so in den deutschen Kolonien tätig waren. Wie das so war, das war natürlich auch eine sozusagen eine Chance für Leute damals mal irgendwie wegzukommen. Das war aber auch alles sehr viel schwieriger als heute und das war halt auch ein bestimmter Menschenschlag, der sich aufgemacht hat irgendwo in, keine Ahnung, Deutsch-Samoa oder so. Okay, das ist nun gerade ein Positivbeispiel. Sagen wir, Deutsch-Ostafrika aufgemacht hat, den Wilden nun Kultur und Ordnung beizubringen. Ja? Also mit den besten Absichten oft. Gerade die ganzen Pastoren, die ganzen Geistlichen, die dahin gegangen sind, weil sie dachten, sie müssten die Menschen retten, die haben aus heutiger Sicht wahrscheinlich Verbrechen begangen. Das hätten sie aber nie so gesehen. Ja, das ist ein Drama. Also wir schweifen ab, aber Das schadet nichts. Also wir sitzen im Garten und wir plauschen und wo uns das Thema hintreibt, da schauen wir mal, was wir da so rausholen können. Ist Stefan ein politischer Mensch? Ich würde jetzt mal sagen, du bist durchaus ein politischer Mensch, auch wenn der Wahlomat dir Schwierigkeiten macht, dich überhaupt einzuordnen. Gehst du mit gewisser Sorge dem nächsten Sonntag entgegen, also Sonntag in einer Woche? Na, ich bin wie immer Wahlvorsteher, selbstverständlich, stehe also um 5 auf und fahre um 6 mit meiner Ente irgendwie aufs Bezirksrathaus und hole die Fahnen und achte darauf, dass der Berliner Bär nach rechts guckt und stelle die Wahlurnen auf und so. Und gehe da so meinen demokratischen Grundpflichten nach. Nein, habe ich nicht. Warum sollte ich mir jetzt besondere Sorgen machen? Dass du weißt, wo du dein Kreuz hinsetzt, das meine ich nur. Wenn alles gleich gut oder gleich schlecht ist. Wer Wahlvorsteher ist, ist ja gehalten, vorher Briefwahl zu machen, weil man ja in Berlin nicht in seinem Bezirk, sondern irgendwo eingesetzt wird. Und insoweit habe ich das schon erledigt. Und nein, das ist nicht so schlimm. Also ich kenne ja viele Politiker, vielleicht nicht sehr gut, aber doch irgendwie. Und bei der Erststimme kann ich das einfach ich kenne halt beide Direktkandidaten in meinem Wahlkreis persönlich und weiß, also die beiden, die eine Chance haben und weiß, wen davon ich wähle und wen nicht. Und bei der Zweitstimme ist es so, dass es natürlich viele Möglichkeiten und Gründe gibt. Ich habe da also auch keine Stammpartei, die ich immer wähle oder so, ne? Ich wähle auch bei Landtags- und bei Bundestagswahlen unterschiedlich, je nachdem. Also hier in Berlin gibt es eine Partei, die man auf Landesebene auf keinen Fall wählen darf, die ich im Bund schon öfter mal gewählt habe. Also das geht schon, da kann ich mich schon entscheiden. Machst du das mit diesem Wahlvorstand schon länger und vor allen Dingen machst du das freiwillig oder hat man dich das verstanden? Absolut, ja. Ja, also ja? Ich habe als Jugendlicher erlebt, wie das ist in Ländern, wo man keine Wahl hat oder wo man sogar vom Staat zu einer Demutsgeste in Form einer Wahlsimulation durch Falten gezwungen wird. Das habe ich in der DDR gesehen, das habe ich im kommunistischen Polen gesehen. Ich habe daran mitgewirkt, so ein Regime zu beseitigen. Ich bin wahrscheinlich immer noch Mitglied der Gewerkschaft Solidarność, ich weiß gar nicht genau. Ich habe, glaube ich, das erste Mal Wahlvorsteher gespielt, kurz nach meinem 18. Geburtstag, ich glaube bei einer niedersächsischen Landtagswahl. Und seitdem mache ich das immer wieder. Nö, das finde ich sehr sinnvoll und richtig. Das muss ja auch wer machen. Nichtsdestotrotz hast du gestern Abend im Datengarten eine Informationsveranstaltung vom CCC, hast du darauf hingewiesen, dass man möglichst den Kopf einziehen sollte, sonst könnte man dienstverpflichtet werden. Das fand ich sehr witzig, wie du das gesagt hast. Ja, das ist in Berlin so. Also nach der Berliner Landeswahlordnung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei Bundestagswahlen auch so ist. Das muss ich nochmal nachlesen vorher. In Berlin ist es so, dass der Wahlvorsteher jeden Wähler, der in dem Wahllokal wahlberechtigt ist, für den Fall, dass es irgendwie was weiß ich was durch Ausfall oder Krankheit Personalmangel gibt, per Handschlag zum Wahlvorstand machen kann. Und da musst du auch mitmachen, das darfst du nicht ablehnen. Das habe ich auch schon mal einmal gemacht. Das fand ich eigentlich. Und wie hat die Person reagiert? Ist sie schreiend rausgelaufen oder wie hat sie reagiert? Nein, gar nicht. Nein, gar nicht. Das war ein Mathelehrer und der hat das alles sehr korrekt über die Bühne gekriegt.
So, der hat halt so zugeguckt, aber man darf ja in einem Wahllokal wirklich nur zugucken und hat die Schnauze zu halten. Das schreiben die Wahlregularien genau vor. Und das war dem irgendwie zu wenig, das war dem anzumerken, ja. Und dann habe ich gesagt, wollen Sie mitmachen, und habe ihn halt verpflichtet. So, das war eigentlich alles. Hat der Mathematiklehrer endlich was zu tun? Musste zählen oder was? Genau, der musste zählen und nachzählen und musste Unterschriften im Wählerverzeichnis prüfen, so, ja. Na, das wird er dann ja wenigstens können, als Mathelehrer zählen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es geht das hartnäckige Gerücht, dass Rechtsanwälte, Lehrer und Polizisten sehr ungern verpflichtet werden. So. Ah ja? Mhm. Ja, ja. Naja, Polizisten sind ja schon verpflichtet von dem Staate, von daher brauchen die keine weitere. Das ist ihnen wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Lehrer vermutlich auch. Und die Rechtsanwälte, naja, die wissen vielleicht mehr, kann ja sein. Genau, ja genau. Die Lehrer auch. Und deswegen werden die angeblich, hält sich das Gerücht, nicht so gern genommen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Also schwer zu sagen. Ja, also, ja, bitte? Also die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sind natürlich gehalten. Also hier in Berlin hast du zu 50% öffentlich Bedienstete in den Wahlvorständen. Weil die kriegen im Gegensatz zum Normalbürger ja auch einen Tag Urlaub dafür geschenkt vom Staat, wenn sie sich einen Sonntag um die Ohren hauen. Während ja der nicht öffentlich Bedienstete halt eben Pech gehabt hat. Also man kriegt ja, dann, der kriegt so einen kleinen Verpflegungsaufwand irgendwie 15 Euro. Nee, in Berlin, 50? In Berlin ist großzügig, in Berlin gibt es 50 für den normalen Ganztags. Ja, ja. Mhm. Dann kann man sich den Bauch vollschlagen, wow. Naja, du musst sehr früh aufstehen, du musst dich eventuell drei Mahlzeiten extern, du kommst erst abends um 10 nach Hause und nimm mal an, du bist irgendwie Rentner mit, keine Ahnung, 900 Euro Rente oder Harzer oder so, dann brauchst du die Kohle schon. Also das ist schon richtig berechnet. Die wird auch nicht abgezogen vom sonstigen? Nee, die ist steuerfrei und alles, die kriegst du einfach so. Und die gibt's auch in bar auf die Tatze, also kein Problem. Okay. Warum du gestern im Datengarten warst, war, weil der Linus Neumann einen Vortrag gehalten hat über diese PC-Wahlsoftware, die sie ja da im letzten halben Jahr analysiert haben. Ja, man kann es also nachsehen. Media.ccc.de, immer wieder ein Quell steter Freude. Super. Die Frage ist, wie kann moderne Technik bei sowas wie einer demokratischen Wahl eben hilfreich sein? Dass Wahlmaschinen keine gute Idee sind, haben wir ja schon viele Jahre hier durchdiskutiert, hat man, glaube ich, in Holland gesehen, auch in den USA auch. Ich erinnere an die Wahl mit George Bush, mit den halbgestanzten Dingern da. Ja. Das war ja auch alles schon so ein bisschen übrigens, kritisch. Seit 1895 übrigens in USA im Einsatz, solche Wahlmaschinen. Wo man dann nicht wusste, sind das jetzt die Löcher ganz durch oder nicht durch. Aber immerhin hat man ja noch Hardware oder irgendwo eine Karte. Es ist nachvollziehbar. Es gibt ein Paper-Trail. Es ist immer noch nachvollziehbar, genau. Es sind nicht nur Excel oder Flips, geflippte Bits und Bytes oder so. Das Aktuelle, die Technik, vielleicht für alle, die das bisher noch nicht mitbekommen haben, es geht um die Software, die genutzt wird, um die Daten, die ausgezählten Stimmen aus den Wahlkreisen zu aggregieren auf die Länder und in den Bund hinein. Da gibt es eben so eine Datenbankanwendung, eine, wenn es mal eine Datenbankanwendung ist, ich glaube ja, es nicht indexierte. Es gibt bundesweit 50 verschiedene, ne? Ja. Aber es ist eine von den öfter benutzten. Und die hat halt Mängel, nicht? Genau. Also wohlgemerkt, da geht es nicht um die Auszählung der Wahl an sich, sondern da geht es um die Aggregierung der sogenannten Schnellmeldungen, also das Ergebnis, genau, was man abends im Fernsehen sieht, nicht? Und natürlich gibt es Gründe, warum das nicht allzu stark von dem abweichen sollte, was dann 2-3 Tage später im händischen Zusammenzählen und Übertragen aller Listen dann tatsächlich rauskommt, ist klar, ne? Also es ist halt ungünstig, wenn durch einen Fehler von Software eine Partei am Sonntagabend 10% hat und 3 Tage später hat sie 5, ne? Das wäre das wäre ein sehr großes Problem, glaube ich. Naja. Das unterminiert halt die Glaubwürdigkeit des Ganzen.
Ja, das hat der C3 halt analysiert. Linus Neumann hat als Sprecher sozusagen zwei fungiert. Andere. Da sind noch zwei andere dabei. Thorsten Schröder und ein Schirisch Michael. Ja, oder? ich habe ja, ich kann den Namen jetzt nicht so genau hersagen. Und in dem Zusammenhang wurde dann in der Diskussion hinterher die Frage gestellt, ja, wie hat man das denn früher eigentlich gemacht? Wie war das denn damals? Und dann wurdest du angesprochen, weil du ja für die Experte für damals bist. Dann haben mich alle angesehen und der Matthias hat mir das Mikro in die Hand gedrückt und dann habe ich in 30 Sekunden erstmal kurz gesagt, das wundert mich überhaupt nicht. Also weil aus Sicht der sozusagen Wahlprofis ist es halt die Schnellmeldung und das richtige Ergebnis kommt später und warum sollte denn jemand da dran rumfälschen? Aber das ist natürlich zu kurz gedacht, das haben wir dann ja auch erläutert. Und dann habe ich eben erzählt, wie das früher war, so mit Fernschreiber und mit Hubschraubertransport von Datenträgern und so. Also man hat auch früher viel Aufwand betrieben. Ich verweise auf die damals TM-Folge zum Fernschreiber, da ist das so ein bisschen erklärt. Mit entsprechend hohem Aufwand und entsprechend höheren Kosten allgemein für die Volkswirtschaft und mit mehr Arbeitseinsatz hat man vor 70, 80 Jahren auch gekonnt, was wir heute können. Also das ist, man könnte auch den Einsatz von Computern verbieten dabei und auf das System 1965 zurückgehen. Das würde funktionieren. Man müsste halt nur wieder ein paar Fernschreiber ausmotten. Aber warum gucken dich denn die Leute an, wenn sie damals, also etwas über damals wissen wollen? Wie bist du denn zu dem Geschichtenauskenner geworden eigentlich? Naja, weil ich halt immer der Opa erzählt vom Kriegtyp war, der in allen möglichen Teams und in allen möglichen Problemlösungsgemeinschaften in Club und anderen und Seabase zusammenhängen und auch Podcaster zusammenhängen, immer derjenige war, der so etwas selbstironisch dieses Opa erzählt vom Krieg und dieses Wir hatten ja nischt Meme so gebracht hat und damit auch immer ein bisschen aufgezogen wurde und auf diese Weise ja auch zum Podcasten getragen wurde auf irgendeinem PPW und zwar von Steffen und Luis vom Vorhundert Podcast, die haben irgendwann gesagt, hier, du solltest auch mal und wir machen auch alles andere für dich und nun mach doch mal und so entstand dann die erste Folge. Im St. Oberholz am Rosenthaler Platz, weiß ich noch, Weihnachten 2014, glaube ich. Und seitdem ist das eben so. Also ich versuche so einmal im Monat eine Sendung zu machen, mir ein bisschen Mühe zu geben. Suchst du also die eigentlich, Themen ich bin, dann oder läuft na, also, die, ist das einfach, erzählst du aus dem, was du sowieso schon weißt oder musst du dich anpassen? Also die Themen werden oft gebracht. Also die Schreibmaschinenfolge hat ein Hörer aus Gera sich gewünscht, indem er mir einen schreibmaschinengeschriebenen Brief schrieb und diesen Vorschlag machte. Und dann erinnerte ich mich eben an die Claudia, die schon mal mit Maha vom Club einen ganz tollen Schreibmaschinen-Podcast gemacht hatte, allerdings in etwas anderen Zusammenhängen. Und habe mich mit ihr in Verbindung gesetzt und wir wussten alsbald, dass da noch ganz viel zu dem Thema nachzutragen sei und haben uns in der Seabase in Keller in Soundlab gesetzt und haben das eben aufgenommen. Seitdem besitze ich auch noch eine Zweitschreibmaschine aus dem Jahre 1939, die was ganz Besonderes ist irgendwie. Oder die Fernschreiberfolge. Das war auch so ein höherer Wunsch. Da hatte ich monatelang unter anderem auch im Sendegate rumgefragt. Ich brauche mal dringend ein paar Fernschreib-Nerds. Das kann doch alles nicht so schwierig sein. Und irgendwann stieß ich dann über Umwege über den C3D2, den Dresdner Chaos Computer Club, auf die Jungs vom Fernmeldemuseum dort. Und naja, so kam das dann halt. Also es gibt relativ wenige Dinge, die ich mal sehe. Oder einmal eine unserer populärsten Folgen ist ein Buch, wo Luis und ich, also Luis vom Vorhundert Podcast und ich, uns ein Buch über die Goethezeit vorgenommen haben, was später auch preisgekrönt wurde, was damals noch keiner kannte, wo jemand sozusagen die Alltagskultur Anfang des 19. Jahrhunderts irgendwie beschrieb und fanden wir beide ein sehr gutes Buch und wir haben im Grunde genommen bei Luis im Ruderclub in der Stunde zwischendurch eine Buchbesprechung gemacht und haben gedacht, naja, wenn das mal was wird, das ist vielleicht jetzt nicht so gut gelungen und das war eine der am positivsten kommentierten und am schnellsten, am meisten abgerufenen Folgen ever. Neben der mit dem Zeppelin, die fanden die Leute irgendwie auch ganz toll. Also man weiß immer nicht, ob man das selber gut findet und ob das die Hörer dann auch gut finden. Das hat miteinander nicht so viel zu tun. Ich habe natürlich einen Zettel mit Dingen, die ich mal machen will. Es scheitert ja oft auch einfach am Zeitbedarf der Gäste, gerade wenn sie so etwas älteren Datums sind. Also nicht jeder ist so flexibel und rege wie den Mailonator und kann mal eben eine Folge über West-Berlin aufnehmen. Ich habe seit 2 Jahren einen unregelmäßigen Brief- und Mailwechsel mit ein paar
recht alten Ex-Politikern, wo es so um so die Wende in Deutschland und auch um so die Friedensbewegung in 80ern geht, und die älteren Herrschaften sind nicht so einfach zu bewegen. Also das kann noch eine Weile dauern. Und was die technischen Sachen angeht, ja, da gibt manchmal eins das andere. Also die Folge über das Feldtelefon habe ich mal auf der Gulasch Programmiermacht aufgenommen, weil da die Feldtelefonleute vom Club sowieso gerade da waren, und dann kann man denen ja auch ein Mikrofon ins Gesicht halten. Und es gibt halt auch Spontanfolgen. Also ich mache da auch keine Sonder- oder sonst wie Folgen, die heißen dann irgendwie Meta im Titel, aber ich nummeriere die ganz normal durch. Aber es gibt viele damals TM-Hörer, die hören, die laden sich diese sozusagen Meta- oder Sonder- oder Spaß- oder Klamaut-Folgen tatsächlich nicht runter. Das kann man sehen an der Serverstatistik. Sondern die wollen wirklich nur damals TM-Classic, also alte Technik und wie das so war damals. Die unterscheiden das schon. Hast du denn eine Vorstellung, wie deine Hörer, also was das, wie die, ach, wie die sich zusammensetzen? Also sind das, ja, das will, junge das will Leute, ja jeder die was gerne. Alles, ja. Das will ja jeder gerne. Ja, also ich weiß ein bisschen, wenn ich gefragt habe, wie viel hören dein Podcast, sage ich immer so um die 3000, vielleicht auch 3500. Genauer kann ich das wirklich nicht sagen, weil nur etwa, also die Hälfte hört Podcast, wie wir das uns so wünschen, mit Feed und Podcatcher und so. Es gibt so eine Hardcore-Hörerschaft von so etwa 700-800, die auch morgens um 4 sofort läuft der Download los. Ich mache ja Feedback nur per E-Mail, Kommentare sind aus, habe ich gar keine Zeit und keine Lust zu. Und ich bekomme ganz viel auch Feedback eben per Briefpost, auch von älteren Leuten zum Teil. Damals TM wird von ganz verschiedenen Leuten gehört, jungen, alten. Die haben natürlich auch unterschiedliche Fragen und Wünsche, das ist klar. Die Alten wollen natürlich oft korrigieren oder einfach Erlebnisse oder technische Details ergänzen, die sie halt noch wissen von damals. Ansonsten wird Podcast natürlich da gehört, wo viel Langeweile herrscht. Also ich kann schon deswegen nicht genau sagen, wie viele Leute meinen Podcast hören, weil ich weiß, dass er von vielen Leuten auf Server gelegt wird zum weiteren Abruf intern. Also ich habe einen Hörer in Nepal, der hört das irgendwie über ein dortiges Netzwerk von so Entwicklungshelfern, die das, da legt das einer auf deren Server. Es wird ganz viel beim Militär, also bei der Bundeswehr und beim österreichischen Bundeswehr gehört, weil Militär ist ja langweilig, schrecklich langweilig, und dann ist das natürlich ganz gut. Also ich habe auch schon Feldpostkarten aus Afghanistan bekommen, so. Wie schön, das ist ja, ja toll. Ja, 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 ganz witzig. Und E-Mail aus Nepal, und also an den seltsamsten Enden der Welt hören Leute damals TM. Wie gesagt, die handgeschriebene Kärtchen von Omas sind immer ganz süß, und die schreibmaschinengeschriebenen Briefe von Leuten, die zum Beispiel irgendwo im Altersheim sitzen und einfach sich entschuldigen, sagen, ich muss leider Schreibmaschine schreiben, trotz Vertippung, weil ich wegen meines Parkinsons nicht mehr mit der Hand schreiben kann oder so. Sowas gibt's auch. Manchmal rufe ich dir dann auch so die älteren Leutchen auch an, also schreibt dann so freundlich zurück und so, und da erfährt man dann nochmal das eine oder andere und mehrt so sein Wissen auf diese Art. Aggregierst du das dann auch irgendwie nochmal nach? Also hältst du das nochmal fest, das Feedback, was dich jetzt nicht digital erreicht, also als Kommentare bei dir? Nee, so viel ist es nicht. Also ich habe, wie gesagt, das Feedback geht meist über E-Mail. Ich habe so 30, 40 Hardcore-Hörer, die also ständig alles immer kommentieren und immer ganz hart dabei sind und natürlich mit unheimlich viel Vorschlägen und so weiter kommen. Also ein bisschen Fantum gibt's da auch, aber in überschaubarem Rahmen eigentlich, und eigentlich alles Nette. Und ich habe ansonsten ganz viel so einmal Feedback, wo ich auch sagen würde, das ist statistisch echt nicht valide. Man kann, das ist, es freut einen dann halt, ne, klar, aber es ist jetzt nicht irgendwie, dass man jetzt denkt, wenn du jetzt eine Strichliste führst, wirst du irgendwie schlauer davon oder so. Also, was weiß ich, wenn ich so einer von den Podcaster wäre, die so populär sind, die jetzt irgendwie 10.000 von Hörern haben, da macht Statistik vielleicht Sinn, aber doch nicht bei meinem kleinen 2.000, 3.000, 4.000 People, na, dass von denen vielleicht ein Zehntel sich an Feedback beteiligt. Das ist, glaube ich, keine valide Stichprobe irgendwie. 2.000, 3.000 People, ein Paar? Das ist doch gut. Mensch, das ist super.
Ja, keine Ahnung. Piepelchen, also, so, das ist super. Ja, Mensch, ja, naja, gut, es ist halt ein deutschsprachiger Podcast, deswegen, also ich konsumiere Podcasts ja auch in Englisch und in skandinavischen Sprachen, weil mir das nicht weiter schwerfällt, es fällt nicht auf. Woanders wird es dann schwierig, ne? Also zuhören in Sprachen, die man nicht so richtig kann, ist mühsam. Also lesen geht ja, ne? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann so Internet-Russisch und Internet-Französisch, ja, also sagen kann ich nichts, aber ich komme klar, mit Hilfe des Internets halt, auch so ein Phänomen. Und so kriege ich natürlich auch manchmal Anfragen von Leuten, die wirklich, wirklich sehr schlecht Deutsch können, wo ich mich immer frage, wie machen die das um Himmels Willen? Aber zum Beispiel auch von Deutschlehrern, das ist eine wirklich unterschätzte Podcast-Hörerschaft. Also Deutschlehrer im Ausland, vor allem im ferneren Ausland, wo vielleicht auch die Ökonomie nicht so gut ist wie bei uns, für die sind deutschsprachige Podcasts eine ganz wichtige Quelle. Also ich habe auch ab und zu schon E-Mails bekommen von Deutschlehrern aus Afrika und Asien, die schon ganz, also wo man den Fragen schon entnehmen konnte, dass sie wirklich wissen wollten, wie sich bestimmte alltagskulturelle Dinge früher und heute in Deutschland verhalten, weil sie das für ihre Schüler, für ihren Unterricht brauchen, um ihren Deutschunterricht sozusagen sinnvoller zu gestalten. Also da merkt man schon, es gibt Leute, die hören das wirklich ganz, ganz genau. Ebenso wie die alten Leute, die einen wirklich in ganz kleinen Details korrigieren und sagen, so hätten sie das aber nicht sagen dürfen, weil... schon interessant, wie viel Konzentration viele Leute aufwenden beim Podcast hören. Natürlich gibt es auch die in der Bahn oder so das hören oder eben was weiß ich was, beim Wacheschieben beim Bund oder so, ist ja klar. Weißt du, dass du der Grund dafür bist, dass Sebastian beim Podstalk zum ersten Mal in seinem Leben an einer mechanischen Schreibmaschine gesessen hat? Da kann man mal sehen. Ja, so war das damals. Wir hatten ja nichts. Ich hatte mich so beeindrucken lassen von deiner Fernschreiber-Sendung, so zusammen mit der Information aus dem Was denkst du denn Podcast, wo die Nora erzählt hat, dass die Rita sich der modernen Technik verweigert und am liebsten mit ihrer Hermes-Baby-Schreibmaschine arbeitet. Habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich mal meine alte Reiseschreibmaschine mit zum Podstock und wir gucken mal, ob wir da so ein bisschen rumklappern können. Und ich habe mich wirklich gewundert, dass da Leute dabei gewesen sind, Sebastian ist jetzt mein Kronzeuge sozusagen, für die das keine bekannte Technik mehr ist. Vergessene Kulturtechnik. Aus dem Museum bekannt oder aus Filmen oder so, aber mal selber da dran gesessen, nee. Das war für mich ganz augenöffnend, muss ich sagen. Na, das passiert, glaube ich, öfter, dass Leute auf die Weise mal gucken, was habe ich denn hier noch? Es haben auch ganz viele Leute mir später geschrieben, sie hätten sich jetzt endlich mal einen Flug mit dem Zeppelin gebucht, solange das noch geht. Und das ist ja auch keine ganz billige Sache, also das muss ich schon sehr interessiert haben. Ne? Man kann ja in Friedrichshafen nach wie vor Zeppelin fliegen. Ein Zeppelin fährt ja nicht, der fliegt tatsächlich. Im Gegensatz zum Ballon. Ja. Ja, anscheinend denken die Leute sehr viel darüber nach und das freut einen denn ja auch. Also mein Podcast ist ja CC BY, noch nicht mal nicht NC, also auch kommerziell kann jeder damit machen, was er will, solange er sagt, wo es herkommt. Und überhaupt, das muss ich vielleicht erklären, damals TM, der Podcast ist eigentlich nur die Vorstufe zu einem Projekt. Wenn ich mal so bei ungefähr 100 Folgen angekommen bin, dann will ich die Klamauk-Folgen mal rauskürzen und will sozusagen für spätere Zeiten, wie immer man das im Internet macht, das wird man noch sehen, diese Tonaufnahmen einfach möglichst gut auffindbar und dauerhaft zur Verfügung stellen, weil ich glaube, dass man in 20 oder 30 Jahren nochmal einen ganz anderen Blick drauf haben wird, wie wir auf diese Sachen jetzt blicken. Und weil dann endgültig keiner mehr lebt, der einem erzählen kann, wie das so war im Copyshop 1936 oder so. Oder 1936? Jemand, der 1936 gab es schon Copyshops, ja. Ach so, also, ja. Die hießen halt Lichtpausanstalt, aber im Prinzip. Ja, ich habe die Folge mit den Matrizen, habe ich doch gerade heute noch durchgehört. Oder beziehungsweise, du hattest in einer der Folgen, hattest du einfach dieses Wort zum Suchen als Google-Stichwort angegeben. Und das waren dann diese Maschinen, wo dann diese blauen
stinkenden Blätter rausgekommen sind, die wir als Schüler immer bekommen haben. Ja. Genau, mit so Wachsmatrizen, die man in der Schreibmaschine betippen konnte, genau. Je frischer sie waren, desto mehr hat man sich daran irgendwie betört, weil durch das Riechen. Solche Geräte habe ich bei Nacht und Nebel über die polnische Grenze geschoben. Das war so mein widerständiger Akt. Damit konnte die Opposition dann Flugblätter verteilen, mit so einem Zeug. Und mit solchen Maschinen übrigens, hat Oma erzählt, haben die auch im Dritten Reich im Widerstand Flugblätter verteilt. Und da konntest du für aufgehängt werden, wenn du so ein Gerät hattest. Also das war nicht ohne. Also solche Technik ist auch mal wichtig, dass man es kann, ne? Wer weiß. So, hat ja nicht jeder immer Kopiergeräte dabei. Nee, aber ich glaube, die Technik, das können wir das überhaupt noch? Also der Lars und ich, wir waren letztes Jahr zweimal im Heinz-Nixdorf Museumsforum und haben uns dort umgeschaut. Wir hatten eigentlich gedacht, dass die Abteilung mit den Computern uns am meisten faszinieren würde. Aber ich glaube, Lars, vielleicht kannst du das ergänzen, die meiste Faszination ging tatsächlich von diesen mechanischen Geräten aus. Also wo es wirklich so ein Ding aus Blech da stand und geniale Kombinationen aus Schaltern, Schiebern und Rädchen machten dann irgendwas. So viel zum Thema, diesen Aufwand würde ja niemand treiben. Das war früher auch schon so. Es ist unglaublich, welcher Aufwand früher getrieben wurde, um zum Beispiel einen kaufmännischen Vorteil zu haben. Also die ersten Transatlantikkabel wurden im 19. Jahrhundert verlegt, damit der Börsenhandel möglich wurde, so der Echtzeitbörsenhandel zwischen den Kontinenten, nicht? Da konnte man Geld verdienen. Das war einfach ein enormer kommerzieller Antrieb. Und immer wenn so ein Antrieb da ist, dann wird alles probiert, um das irgendwie zu schaffen. Ich habe das, da habe ich einen richtigen Experten noch nicht gefunden. Ich habe mal ein bisschen recherchiert zur ersten Bildtelefonversuchsleitung zwischen Berlin und München in 30er Jahren, also alles mit Röhrentechnik und so. Da versprach man sich auch große Dinge von, wie ja später in 70er und 80er Jahren dann auch nochmal. Und der Aufwand war gigantisch einfach. Und das hat man aus Mitteln der Reichspost, also letztlich aus Gebühren, öffentlichen Gebührengeldern halt eben finanziert. Und eine Million Reichsmark war damals eine ungeheure Menge Geld. Das reichte also für 20 Eigenheime, ne? Und keine kleinen. Ja, also ich glaube, das war immer schon so. Und das sehen wir ja auch heute wieder bei allen Enthüllungen der letzten Jahre zur Frage Überwachung und Kontrolle und künstliche Intelligenz und ich weiß nicht was alles. So dieses Argument, ach, das wird doch keiner machen, das ist doch viel zu viel Arbeit. Das Argument zieht nicht. Das machen Menschen. Nee. Das Faszinierende bei diesen mechanischen Geräten ist, dass man, wenn man lange genug drauf geguckt hat, dann hat man eine halbe Chance, auch als man jetzt nicht gerade Feinmechaniker ist, der die Sachen herstellen kann, aber man kann so ungefähr erahnen, wie könnte es denn funktionieren. Also da gab es so ganz einfache Addiermaschinen, habe ich auch erst davor gestanden, und gesagt, wie um Gottes Willen kommt das jetzt zustande? Und Lars, Zum Teil ist es intellektuell anspruchsvoll. Ich habe im Kommunikationsmuseum in Dresden einen Fernschreiber gesehen mit einem mechanischen Tastaturpuffer. Also normalerweise ist ja bei so einer Fernschreibverbindung so, wenn du irgendwo in Australien auf die Taste A drückst, dann passiert simultan, also mit Lichtgeschwindigkeitsverzögerung, wird hier in Berlin ein A gedruckt, weil es ja eine stehende elektrische Leitung ist. Jetzt konnten aber Sekretärinnen, die geübt waren, schneller tippen, als bei der damaligen Baudrate ein Fernschreiber übertragen konnte. Und da gab es eine mechanische Vorrichtung, die so etwa 20 Zeichen puffern konnte. Man konnte also etwas kurzfristig mal etwas schneller schreiben, als der Fernschreiber übermitteln konnte. Und das ist eine unfassbar schwierige Technik. Also das zu begreifen, da raucht dir wirklich der Kopf, auch wenn du es physisch vor dir siehst und bei der Arbeit siehst. Unglaublich. Ich kann es jetzt gar nicht verbalisieren. Also sehr aufwendig. Und das allein erdacht und gebaut und erprobt zu haben, das muss Zehntausende von Mannstunden verschlungen haben. Aber das haben Leute eben gemacht früher. Es war halt ein kleiner Vorteil. Ist das Wissen dann jetzt eigentlich weg? Ich meine, der Aufwand, der da hineingesteckt worden ist, ist der jetzt dann, ist der einfach weg oder hat er sich gewandelt? Vieles ist schon weg, das stimmt. Also noch gibt es Leute, die können Fernschreiber reparieren. Auch in Zukunft wird es Leute geben, die sich das angucken können und Reparaturen machen können, aber vielleicht nicht mehr alle. Und ob einer in 100 Jahren noch diesen Tastaturpuffer in mechanisch nachbauen kann, sehr gute Frage. Naja gut, es gibt YouTube-Videos, das wird schon irgendwie gehen.
Eine meiner Vorhaben ist, gleich mal bei der Gelegenheit, falls irgendjemand jemanden kennt, der gut mit einer Linotype-Satzmaschine umgehen kann, dann soll er sich mal bei mir melden für eine Linotype-Folge. Das ist auch so ein Gerät, was die Kulturtechnik enorm weitergebracht hat. Ja, steht auch in Paderborn im Heinz-Nixdorf-Forum. Ja. Auch so ein Ding, was wir total bewundert haben die ganze Zeit. Und ja. Vielleicht haben die... Bitte? Ja, sprich. Mhm. Vielleicht haben die ja auch einen Ansprechpartner, mit dem man da mal was machen kann. Ja, das Museum ist die zweitbeste Lösung. Besser wäre, wenn ich einen fände, der privat eine hat oder so eine kleine Druckerei betreibt und sowas noch kann. Ich habe an einer gesessen als Zweitklässler, als man uns von der Schule aus zur Lokalzeitung führte, um uns zu zeigen, wie denn eine Zeitung gemacht wird. Da saß ich an einer Linotype und habe so ein paar Bleizeilen produziert und die durfte ich auch mit nach Hause nehmen. Das mit dem Blei war damals auch ungefährlich. Und das hat mich also enorm fasziniert. Und da weiß ich noch, war auch für die Lehrerin wichtig, da haben wir dann gelernt, auf dem Kopf stehend im Spiegelschrift zu lesen. Das muss man dafür nämlich können. Das war also auch gleich noch, das war noch pädagogisch total gut. Wir lernten ja gerade lesen und schreiben, ne? So die ersten Schreibübungen, wie das ist in der zweiten Klasse. Und dieser Besuch hat unheimlich viele Kinder in der Klasse dazu animiert, sich der Sache mit den Buchstaben mal etwas mehr hinzugeben. Es hatte also auch noch einen enormen motivatorischen Effekt und wir haben dann als Projekt wirklich so mit so Linoleum-Schnitten und so haben wir also eine Zeitung produziert dann so als Projekt. Aber wir sollten jetzt vielleicht auch an die Generation denken, die mit dem Begriff Linotype gar nichts mehr anfangen kann und wenigstens in zwei Sätzen sagen, was das Ding ist. Tippt es in die allwissende Müllhalde. Linotype, Linotype in einem Wort geschrieben, also Zeilen getippt sozusagen, also eine vollmechanische Satzmaschine auf Bleigussbasis, die man früher brauchte, um halt gedruckte Texte mit beweglichen Lettern schnell und effizient zu erzeugen, also vor allem im Zeitungs- und Buchdruckbereich. Line-O-Type aus Heidelberg, eine Erfindung aus Heidelberg, ganz wichtig. Ein irrsinniges Teil, ja. Also was eine eine Schreibmaschine quasi, eine Sortiervorrichtung, ein Bleiguss und ich weiß nicht, was noch alles und Rückführung und wieder einsortieren. Ja. Und Recycling, alles auf einmal. Ja, genau. Unglaubliches Ding. Ja, unglaublich. Ja, so wie die ersten Fernsehkameras. Also es gibt eine damals TM-Folge zur prähistorischen Videotechnik. Es gab Kameras, wo physisches Filmmaterial belichtet, anschließend abgetastet, der Film dann gewaschen, neu beschichtet und wieder neu belichtet wurde. Also eine chemische Fabrik in der Fernsehkamera. So. So viel zu dem Thema Aufwand würde ja niemand treiben. Rasend teuer und mit unglaublich viel giftigen Abfall versehen, aber das war ja auch ungefährlich damals. Genau. Wir haben uns ja über Kämme mit Formaldehyd Tränkung gefreut. Ja, genau. Wir nicht, also, aber ich habe Zeitungsausschnitte gesehen, wo das beworben wurde. Die neuen Kämme jetzt mit Formaldehyd. Da musste ich auch sehr lachen. Ich kann mich als kleines Kind noch erinnern an die Röntgengeräte in Schuhgeschäften, wo man gucken konnte, ob die Füße auch in den Schuhen gut sitzen. Erinnerst du dich an die Dinger noch? Nee, also, Gott sei Dank nicht. Als ich klein war, gab es die noch. Achso, nee, als ich klein war, gab es sie noch, konnte man sich so selber röntgen. Du hast frühere Erinnerungen, du hast ja erzählt auch in einem Podcast, dass du als Vierjähriger die Mondlandung verfolgt hast. Aber absolut, da wurde ich aus dem Bett geholt. Es war ja abends, ne? Und also auf alle Fälle weiß ich so, also auf dem Flocati, ne, das war so ein Langfaser-Modeteppich vorm Schwarz-Weiß-Fernseher, wurde ich gezwungen, gefälligst die Mondlandung zu gucken. Und so von wegen historischer Moment und pass gut auf und so. Und das mit Raumfahrt war natürlich enorm wichtig. Also ich hatte natürlich auch einen Sputnik, also von sowjetischen Verwandten als Bausatz geschickt und so. Ich hatte natürlich auch so eine Atlas-Rakete als Modell und so, was man eben so hat als kleines Kind, ne? Ist ja klar. So diese Plastikflugzeuge und naja, so. Ja, also man glaubte ja auch, also ich war damals fest davon überzeugt, wenn ich mal groß bin, fahre ich auch auf den Mond. Also war ich fest davon überzeugt. Zumindest mit einem fliegenden Auto von Stadt zu Stadt. Ja, also Flugzeug kannte ich ja schon, also für ein Kleinkind war ich schon recht flugerfahren und dachte, hey, das kann doch jetzt nicht so schwierig sein. So,
so war das eben. Verrückt, verrückt. Mhm. Warst du mal Piraten-Radiomacher? Piratensender-Radiomacher? Ja, 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 es, ja? Gibt eine, es gibt eine Sendung, ich weiß nicht, ob die eben damals viel ist, es gibt einen Podcast vom Chaos Computer Club Salzburg, der heißt Let's Netz. Und als in Salzburg mal der Easter Hack war, das ist die Osterveranstaltung des Chaos Computer Clubs, habe ich eine Radiosendung gemacht mit dem Fan, die vom hackerfunk.ch aus Zürich und mit noch zwei oder drei anderen Hackerinnen und Hackern. Und da ging's, ich weiß gar nicht, auch, also wir haben zwei Sendungen gemacht und eine ging so ein bisschen um damals. Und da habe ich das erzählt, mir war furchtbar langweilig und ich habe halt versucht, so die CB-Funkgeräte ein bisschen zu pimpen und so, einfach um nicht so einsam und allein zu sein irgendwie. Und war dann auch in so einem Funk, in so einem Amateurfunkclub oder war das zumindest so irgendwie so adjungiert als etwas zu junges Objekt, wo die von den älteren Herren so etwas misstrauisch beäugt. Und die macht, da gab es auch so eine clandestine Szene von Radiopiraten. Also das waren so Leute, die so in irgendwo im Wald so Blechkoffer versteckt haben mit Tonbandgeräten, Autobatterien und heimlichen Sendern, um nicht erwischt zu werden, ne? Die dann so mit Zeitschaltuhr dann halt ihr Programm abgespult haben und dann hat man das irgendwann wieder weggeholt und war immer auf der Flucht vor den Peilwagen der Deutschen Bundespost. So. Solche Leute kannte ich in West-Berlin wurde mir erzählt, also habe ich selber nicht gesehen, aber die Leute kannten wir Leute. In West-Berlin gab es auch Leute, die mit solchen Sendern irgendwie so die Bürgerrechtsszene in Ost-Berlin unterstützt haben. Also, aber das ist wieder eine andere Geschichte, da gibt es verschiedene Facetten. Wir empfanden es als Unverschämtheit, dass es außer öffentlich-rechtlichem Rundfunk nichts gibt und dass der Betrieb von Sendeanlagen irgendwie staatlich genehmigungspflichtig war. Da fühlten wir uns in unseren demokratischen Rechten beschränkt und meinten, Widerstand leisten zu müssen. Was für einen Inhalt habt ihr denn dann da gesendet? Also Wortbeiträge oder Musik? War auch, natürlich oder? Lausig, ja, teils, also ganz verschieden, also irgendwie irgendwelche Musik schon, ja, aber vor allem natürlich Technik-Sachen irgendwie, also oder auch der Aufruf zum Mitmachen und baut euch Sender, bildet Banden so ungefähr. Natürlich politische Agitation, also gegen das Fernmeldemonopol und gegen das Staatsmonopol bei Rundfunk und Fernsehen. Also ja, die Einführung von Privatfernsehen und Rundfunk war damals eine politische Forderung, auch der Linken, das musste sein. Ja genau, Linke gab es auch, also es gab so ein paar Kommunisten, aber keine Moskau-Kommunisten, sondern so China, so Mao-Kommunisten, die lasen dann auch mal aus der Mao-Bibel vor, warum der Kapitalismus an allem schuld sei, so ungefähr. Ja, sowas halt irgendwie. Also so genau kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Und dann eben irgendwelche Musik und irgendwelche ganz abseitigen Literatur, Gedicht, Kulturversuche, so, ich weiß nicht mehr so genau. Also an der Produktion dessen war ich ja nicht beteiligt, denn so, Gott, so als 13-, 14-Jähriger bist du da auch nicht so, vielleicht nicht, wurde man noch nicht so ernst genommen irgendwie. Ach so, was war denn dann deine Rolle? War das eher der Techniker oder derjenige, der die Batterien schleppt oder was hast du gemacht? Ach so alles. Ja, keine Ahnung. Ich wusste halt, da ich ja selber im Wald wohnte, wo man denn gut senden könnte und ich wusste ja auch von Opa, wie das mit der Antenne funktioniert und wie man das so machen sollte. So ein bisschen mithelfen halt irgendwie. Also, ich muss mal den Lars fragen. Lars, musst du nicht die ganze Zeit schmunzeln, wenn du das hörst? Du bist doch auch so ein Radiopirat. Ja, wobei das deutlich unpolitischer war. Ne? Das war wirklich nur Spaß am Basteln. Also. Und das war es da auch meistens. Also es wurden da dann fast ausschließlich Musik gesendet. Ach so, okay. Nee. Also die Volksbeglückung war schon da. Ich hatte auch die Idee, genau, einmal doch, eins habe ich, ich habe mal die Leute dazu gebracht, wir müssen mal eine Sendung für die Leute in der DDR machen. Wir waren ja nahe dran und es gab von der DDR aus betrieben Propagandasender in Grenznähe, die zum Beispiel für Bundeswehrsoldaten oder so gedacht waren und halt Propaganda gesendet haben und auch so Desinformationen, also das, was heute Fake News ist, gab es damals auch schon. Die waren halt von der Stasi betrieben oder so oder vom KGB, das wusste man nicht. Da haben wir gedacht, das können wir auch. Wir könnten doch mal 500 Meter von der Ostgrenze entfernt mit Richtantenne einen Sender platzieren, der die DDR-Grenze ärgert oder so. Und das haben wir auch mal gemacht und
Das haben wir aber nur einmal gemacht. Also auf irgendwelchen Wegen, die ich nicht kenne, wurde dann Leuten bedeutet, das sollten wir jetzt mal besser sein lassen, sonst wirklich Ärger so. Also da hatte man natürlich auch Angst um den Kalten Krieg, den Ost-West-Konflikt und ohnehin so. Also das war ja schon ernst, nicht? Also sagt man immer heute so Kalter Krieg und naja, aber das war schon eine ernste Situation und unbedachte Handlungen hätten halt zu Gewalt führen können. Oder einfach dazu, dass mal beschossen wird, ganz einfach. Ne? Also, ja, da ist der Peilwagen der Bundespost dann das kleinere Übel noch gewesen. Ja, genau, den nannte man übrigens den Gilb, obwohl er grau war, nannte man ihn den Gilb wegen der Gelbheit der Post. Man hatte Angst vor dem Gilb. Achtung, der Gilb kommt. Dann haben so alle CB-Funker in der Stadt ihre illegalen Verstärkeranlagen versteckt. So, ja. Sehr so schön. War das damals. Mhm. Wahnsinn. Lars, möchtest du noch ergänzen? Nee, ich finde natürlich einiges wieder so, was die Sache mit dem Peilwagen und so weiter angeht, aber das war hier eine ganz andere Kategorie. Das war hier wirklich so ein Spaß-Hobby. Hier auch in der Nähe der niederländischen Grenze, da gab es also etwas, das ich dann Rapporten nannte. Da haben also sich diese Sendeamateurs, also die Niederländer nannten das also Sendeamateure, die haben also sich quasi über das UKW, übers normale Radio haben die im Prinzip Gespräche geführt. Die haben also eine Sendung gemacht und haben dann am Schluss gesagt, hier, wenn sich noch einer melden möchte, kann er mal eben antworten und mal sagen, wie es geklappt hat. Und dann tauchten so plupp, 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 damals war so zwischen 104 und 108 Megahertz noch nicht viel los. Mhm. Ja, heute sind ja viele Sender, damals war da hinten noch sehr viel Luft und plötzlich so plupp, plupp, plupp tauchten lauter leere Trägersignale auf und plötzlich dudelte dann irgendwelche Musik los und dann antworteten die Leute drauf. Das war so die Szene, aber ich habe sie als also nahezu gänzlich unpolitisch wahrgenommen. Das war so ganz anders. Mhm. Ja, also an der ostdeutschen Grenze war das nicht so spaßig wie an der westdeutschen. Da war das eine ernste Sache und wurde auch verfolgt. Also das war nicht ganz einfach. Und da hätte man auch wirklich schwer Ärger gekriegt, wenn man erwischt worden wäre. Das war allerdings ja auch so, dass ich kenne jetzt den richtigen Begriff nicht, aber das war also wirklich eine Sache, die dann auch im Prinzip in den Akten und in die Führungszeugnisse und so weiter aufgetaucht wäre, ja, wenn man erwischt. Und sie haben deine Geräte zerstört und aus deiner Bude Sägemehl gemacht, das ja auch noch, ne? Ja, also der finanzielle, der materielle Schaden, der war dann auch nicht ohne. Das war hier auch so, dass also im Prinzip das ganze Studio rausgeschleppt worden wäre. Genau. Alles kaputt gemacht, was irgendwie elektrisch funktioniert, genau. Während auf der niederländischen Seite haben sie hauptsächlich den Sender mitgenommen. Und dann hatten die Leute meist nur ihre Plattenspieler und die Mischpulte und so alles da und haben sich einfach einen neuen Sender geholt und haben einfach weitergemacht. Nee, auch Plattenspieler und Mischpulte, die wurden alle hier mit großen Löchern versehen und dann kriegte man sie kaputt wieder zur Entsorgung. Überhaupt nicht schön. Damals. Nee. Mhm. Ja, der Staat, damals war es halt noch so, der Empfang ist genehmigungspflichtig. Der Staat maßte sich damals an zu reglementieren, wer was sendet und wer was empfängt. Also sowas wie wir Podcaster heute, das wäre früher am Rande des Verbrechens gewesen. Also wo kommen wir denn dahin? Ich feiere ja immer, ich glaube, das ist Paragraph 13 Telemediengesetz oder so, dass Telemedien Anmelde und gebührenfrei sind oder irgendwie sowas steht da so drin. Ja. Das feiere ich im Geheimen immer. Aber denke bitte dran, es könnten ja auch mal Parteien an die Macht kommen, die das nicht lustig finden und unseren Podcast, so wie es ist, einfach mal verbieten. Das ist überhaupt kein Problem. Auch durch den Kopf gegangen, genau. So wie das da drin steht, dass es eben nicht angemeldet werden muss, kann das ja auch jederzeit wieder geändert werden. Also das nicht, kann man durchaus reichen. Wenn man der Meinung ist, dass den Volkscharakter verdirbt, dass hier überall gepodcastet wird, dann gibt es vielleicht hier demnächst Genehmigungspflichten oder es gibt Staatsdiener, die Podcasts hören und monieren, wenn da etwas nicht so richtig ist. Das hat es ja nun alles schon mal gegeben. Die Post hat übrigens früher auch den Inhalt von Amateurfunk-Messages, der wurde früher mitgehört von staatlichen Stellen. Und wenn man da also etwa zum Beispiel politische Inhalte brachte in irgendeiner Form, dann wurde einem mit Lizenzentzug gedroht. Das durfte man nicht. Das war offizielle Zensur damals. Es gab Banalitätszwang. Man durfte sich über Bauanleitung für Sender unterhalten. Aber wenn du mit Politik angefangen hast, warst du ganz schnell raus und dein Sender beschlagnahmt.
Ich kenne das aus etwas anderem Kontext. Ich bin mal im Studium Taxi gefahren und wir hatten Taxifunk. Ja, ja. Wir waren ausschließlich dazu gedacht, den Betrieb da irgendwie zu leiten. Natürlich hat man sich gelegentlich auch mal über Funk irgendwas Privates erzählt. Da musste man aber war ja auch langweilig, klar. Weil es eine, also es gab irgendwie eine Funkaufsicht oder sowas und da hörten Leute mit und wenn das dann zu sehr privaten Charakter kam, dann Funkdisziplin, richtig. Dann kriegten wir über den Chef eins drüber gebraten, weil der Angst um seine Lizenz hatte. Genau. Richtig. Genau. Das fand ich damals schon gruselig, den Gedanken, dass nicht nur zufällige Zuhörer da waren, sondern gezielt Leute zuhören, ob da auch das Richtige gesagt wird. Das fand ich damals schon gruselig, muss ich sagen. Du, der eine von den beiden Opas, der ältere, der war 1917 live dabei, als sie im Ersten Weltkrieg so quasi unfreiwillig oder unbewusst oder unvorbereitet das Radio erfunden haben. Also da haben halt Leute einfach mal den Telefonhörer ans Grammophon gehalten und im Schützengraben hörte man dann so irgend sowas wie Musik sozusagen, ja. Und das hat ja dann noch bis in Deutschland, glaube ich, bis 23 gedauert, bis es dann offizielles Radio gab. Und da wurde immer durchgesagt bei den Sendungen, der Empfang ist genehmigungspflichtig. Also man musste eine Rundfunkgebühr auch damals bezahlen. Die war irre hoch, weil es war gerade Inflation. Ich glaube, mein Opa sagte, die erste Rundfunkgebühr waren 600.000 Mark im Monat oder sowas. Und da durfte bei Weitem nicht jeder einfach so. Also es war ganz, ganz stark reglementiert und jeder fand das völlig normal. Darum war es ja auch zu Beginn der Nazi-Zeit so einfach, das alles unter Kontrolle zu bringen. Also da wurden halt ein paar Verordnungen geändert und dann hatte der Staat den Rundfunk in der Hand. Ganz einfach. Ja, da können wir uns echt im Moment so super, super glücklich schätzen. Branko Čanak sagte das ja in einer der Einspieler, die wir letztens oder vorletztes Mal gebracht haben. Wir leben in großartigen Zeiten und wir sollten uns das jeden Moment immer wieder bewusst machen. Überhaupt gar keine Frage. Also das habe ich jetzt, hatte ich ja glaube ich neulich mal in irgendeinem, ich glaube hier in der Podcast-Folge mit dem Mailonator habe ich das ja auch gesagt, ich muss mich so immer so bekriegeln über die Feinstaubdebatte gerade. Also ich möchte die Leute mal live zuschalten zu meiner Kindheit zum Thema Feinstaub. Ich lache mich tot. Also wird da so getan, als wenn wir alle übermorgen sterben werden. Die Welt ist wirklich dramatisch besser geworden in meiner Lebenszeit. Das wollen wir mal ganz klar festhalten. Insbesondere der Zustand der Umwelt ganz allgemein. Und auch der materielle Zustand. Also ich hatte noch, als ich in die Grundschule ging, wirklich Mitschüler, die richtig arm waren. Also nicht arm wie Hartz IV, sondern arm wie arm. Es hat sich echt viel Positives getan, das wollen wir mal ganz klar sagen. Und auch medizinische Versorgung und was nicht alles. Also das ist kein Vergleich mit dem, was früher mal los war. Insoweit, wie gesagt, es ist wie damals, als so ein Teil der Jugend meinte, No Future und der Atomkrieg wird uns alle umbringen. Entweder du hast das geglaubt und hast dich runterziehen lassen oder du warst Optimist. Ich bin seitdem Optimist. Super. Den Optimisten gehört die Welt, sagt irgendwie der Volksmund. Bleiben wir optimistisch. Kann sein. Kann sein. Sagt der Volksmund. Ja. Wie bist du denn, um jetzt mal wieder so ein bisschen zum Podcasten zu kommen, wie bist du denn überhaupt zum Hörer geworden? Was war deine Einstiegsdroge? Meine Einstiegsdroge war Schlaflos in München. Und dann das allererste Küchenradio natürlich. Die Küchenradio-Leute, die ich ja dann auch persönlich zum Teil kannte, damit hat es so angefangen eigentlich. Also 2005 Philipp Banse so. Herum. Ne? Die Truppe um Philipp Banse drumherum. Genau, Philipp, Jana, genau, ja. Baum, wie heißt er denn jetzt wieder? Mein Freund der Baum. Ja, Andreas. Ja, Andreas Baum, genau. Onkel Andi. Onkel Andi an die Arbeit. Den kenne ich nicht weiter. An die Arbeit ist ja Philipps Frau. Ja, ich weiß. Sie mag das nicht hören, deswegen traue ich mich fast gar nicht. Er ärgert sie deswegen immer so. Ja, genau. Aber übrigens hier, es gibt gerade irgendeinen Preis, wo mein Freund der Baum nominiert ist. Also geht mal auf küchenstud.io auf mein Freund der Baum und ich glaube, man kann noch voten für irgendeinen Buchpreis oder so. Ist ja ein Literaturpodcast. Und das sollte man als Podcaster gefälligst aus kollegialer Solidarität mal machen, denn diese ganzen Preise, die nur durch Voting gemacht werden, wie überall im Medienbereich, die sind ja sowieso nicht repräsentativ. Da kann man ruhig mal seinen Mitpodcaster ein bisschen helfen, finde ich. Ich habe das schon schräg, dann wenigstens so schräg, wie man es einfach selber gerne haben möchte. Ja, aber hallo, aber natürlich.
Das sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall, ja. Und wie bist du auf die aufmerksam geworden? Ich meine, ein Berliner Angebot. Du warst ja, wann bist du denn nach Berlin gekommen? Du bist, wohnst jetzt in Berlin. Ich hatte ja immer mehrere Wohnsitze, aber fest nach Berlin gekommen bin ich mit eigener Wohnung 1994. Und ich hatte schon mal so eine Berlin-Phase, die habe ich auch in der West-Berlin-Folge vom damals DM Podcast beschrieben. Das war so kurz bevor dieses Polen-Abenteuer losging. Also da hatte ich so ältere Freunde, die waren dann schon 18 und durften Auto fahren und so. Und die fuhren immer am Wochenende nach Berlin. Und weil ich mich ja, wie gesagt, ein bisschen langweilte, bin ich öfter mal nach Berlin gefahren. Irgendwann mit 16 hatte ich dann auch endlich einen Reisepass und einen Motorroller und konnte selber die Transitstrecke benutzen. Und dann habe ich so diese damals auch schon äußerst schräge West-Berlin-Zeit am Wochenende so ein bisschen mitgemacht, ohne dass meine Eltern das wussten. Also ich kam dann halt so nach 48 Stunden ohne Schlaf irgendwann wieder an und Montag halt irgendwie in die Schule. Und hatte von daher schon so eine Beziehung zu Berlin. Ich hatte auch ganz früher noch eine Tante, also eine Nenntante, eine Großtante war es, glaube ich, Tante Hertha in Berlin-Siemensstadt gehabt. Also ich wusste so ein bisschen was von Berlin. Und dieses Ost-West-Ding kannte ich ja durch meine Wohnsituation zu Hause an der Mauer. Und ich habe mich dann auch, nicht was natürlich auch, man traf sich ja auch mit DDR-Freunden gerne mal in Ost-Berlin, weil das unauffällig war und am wenigsten Ärger gab so. Also ich hatte zum Beispiel einen Freund, der musste dann zur NVA und solange er da war, durfte er keine Westkontakte haben. Das war, und wenn ich den zu Hause besucht hätte, dann wäre das aufgefallen, er hätte Ärger gekriegt. Und dann haben wir uns mal in Ost-Berlin getroffen und so. Ja. Also da hatte ich immer schon eine Beziehung sozusagen. Und dann auch die Mailbox-Szene war ja auch sehr stark in West-Berlin, weil damals der Telefontarif halt anders war. Also ganz viele Mailboxen hatten eine 030-Nummer für West-Berlin halt. Ja, so kam das mit Berlin eigentlich. Und dann, da hast du, dann hast du auch Banzen kennengelernt und auch den das ist ein anderes Jahrtausend. Nein. Ja. Also Podcast, also Küchenradio fing, glaube ich, an 2005 und Tim fing auch ungefähr damals an. Nee, den Club kenne ich schon aus Hamburg, als ich da meine Lehre bei der Bank machte, 1984 bis 86. Ich war auch beim zweiten Kongress schon im Bürgerhaus damals noch. Wie bei Hasbach womöglich? Nein, damit hatte ich. Nein. Insider-Job. Nein. Damals hatte ich damit überhaupt nichts zu tun. Also ich konnte natürlich mit Computern umgehen. Ich konnte Fortran 4 coden auf Lochkarten und Mainframe-Computer mit bestücken. Hatte ich in der Schule gelernt. Ich hatte damals zeitweise keinen so richtig eigenen Computer und ich machte so eine vermaledeite Banklehre. Und die Berufsschule war in der Schwenkestraße, wo damals der Club in Hamburg sein Quartier hatte. Aber mit meinem Anzug und meinem damaligen Outfit war ich da nicht so richtig kompatibel. Aber ich war immerhin einmal beim Kongress, oder was damals so der Kongress war, also das darf man sich nicht so wie heute vorstellen, und wusste seitdem halt, was der Club ist und dass das irgendwie wichtig ist. Und habe das immer so ein bisschen verfolgt. Aber ich habe dann erst zu Berliner Zeiten, ich glaube im Haus am Kölnischen Park, also nach der Wende in Berlin, war ich dann wieder auf dem Chaos Communication oder Computer Kongress oder wie er damals eben hieß. Ja, so kam das. Okay. Also ja, da sieht man, wie viele Jahrzehnte da auseinanderliegen zum Teil auch. Also ich habe mich auch nicht kontinuierlich mit sowas beschäftigt, das kann man jetzt so nicht sagen. Ich weiß zum Beispiel auch noch, es gab auch noch Zeiten, da war das Computerhaben ja schlimm. Ich habe mich engagiert für die Volkszählung von 1983, die dann ja verboten wurde und 87 nochmal gemacht oder so, weil ich nach den damaligen Maßstäben der Meinung war, dass es mit dem Datenschutz schon zu gewährleisten sei und dass das wichtig ist. Das ist auch so. Also eine Datenerhebung nach damaliger Zeit, da würden wir uns heute freuen, wenn es so wäre. Aber nichtsdestoweniger, damals war das umstritten. Es gab viele Leute, die sagten, nein, Volkszählungsboykott, Überwachungsstaat, und der Besitz eines Computers machte einen fast schon zum Komplizen des Überwachungsstaates. Also wenn du etwa bei den Grünen oder so warst, dann warst du als Computerbesitzer schon
einen Schritt vorm Parteiausschluss. Die waren so extrem technikfeindlich, das durfte man gar nicht erwähnen, dass man einen Computer bedienen kann oder so. Und so war es auch so bei mir in der Schule. Ich hatte Informatikunterricht gehabt, da war das auch so äußerst suspekt und an der Uni ja auch. Also wenn du vor dem Internet studiert hast, dann hast du einen Computer nur gesehen, wenn du aktiv danach gesucht hast. Ansonsten war das alles noch mit Karteikarten und Durchschlag und Zetteln und Schreibmaschinen und sowas halt. Ja, ja. Das ist eine, also dass eine Generation, mit der ich jetzt zu tun habe, das alles nicht mehr kennengelernt hat, das geht mir ganz selten auf. Hm. Ich habe immer das Gefühl, ja, die haben doch das alle dasselbe, dieselbe Geschichte, dieselbe Historie, aber natürlich nee. Es gibt halt Menschen, die sind schon immer mit Handy in der Hand aufgewachsen. Ich kann das überhaupt nicht so, ich kann gar nicht mehr reindenken. Ja. Also ich habe in meinem Leben deswegen immer, deswegen habe ich auch eingangs die Frage gestellt, wie du jetzt mit dem ganzen Jungvolk so klarkommst. Letzte Episode war zum Beispiel, da hatten sich Jungs und Mädels irgendwie ein großes Projekt ausgedacht, wie sie weltweit Podcasterinnen und Podcaster vernetzen und so eine Art Facebook für Podcaster aufbauen. Und ich habe so gedacht, Leute, macht's mal eine Nummer kleiner, nicht gleich mit der ganz großen Nummer so. Und da habe ich aber auch gemerkt, mein Gott, du bist jetzt schon der 50-jährige Grandler, der sich jeder neuen Idee gleich versperrt. Opa erzählt. Lass doch die Jugend erstmal laufen, sozusagen. Wie gehst du damit? Also ich habe in meinem ganzen Leben immer gern Unterricht gegeben, auch an Universitäten, in den unterschiedlichsten Zusammenhängen in den verschiedensten Ländern. Und habe also immer sozusagen mit Studenten zu tun gehabt, aber auch mit Erwachsenen, die älter waren als ich, die was von mir lernen wollten oder mussten. Und von daher kenne ich die Situation, sagen wir mal. Und ich konnte immer auch, sagen wir mal, Unterricht unterhaltend gestalten, indem ich eben so ein Storytelling-Element einführen konnte. Und das war dann oft ja auch dieses Opa erzählt vom Krieg-Ding. So wissen Sie übrigens das damals schon und so weiter und so fort. Das bringt halt eine ganze Menge oft. Also wenn man in so einer Unterrichtssituation ist, wo man halt in der begrenzten Zeit eine Menge Informationen rüberbringen muss oder zumindest zu deren Rezeption irgendwie beitragen muss. Wahrscheinlich fällt mir das deswegen jetzt auch leicht. Also habe da eigentlich sehr wenig Probleme. Dann in dieser Beratersituation, wo man ja auch manchmal ungewollt in Chef- oder Führungsrollen kommt, da muss man ja auch mit sehr viel jüngerem Personal auskommen und so ein bisschen Vorbild sein und so. Also nö, das war immer so. Ist nicht so schlimm. Aber du hast auch Verständnis für die schrägen Ideen der jungen Leute. Ja, na sicher. Damit geht's also, so, kannst also, du umgehen. Also das war ja früher genauso. Also was glaubst du, wie mein Opa angeguckt wurde, als er irgendwie 1918 seinen Eltern erklärte, nö, ich bleib beim Militär, ich mache jetzt drahtlose Nachrichtenübermittlung an Bord von Flugzeugen und U-Booten. Wobei man wissen musste, nach dem Ersten Weltkrieg waren Flugzeuge und U-Boote erstmal verboten. Aber das mit dem Flugzeug man gelöst, man hat diese Versuche nämlich in die Sowjetunion und nach Mexiko verlegt. Da hat man halt da Versuche gemacht. Also flexibel sein war auch damals schon wichtig. Das hat Opa gemacht. Ja. Und das waren dieselben Vorurteile. Also nach dem Motto, das mit dem Radio wird sich doch niemals durchsetzen. Das war so. Gut, gucken wir jetzt noch zum Abschluss kurz auf den praktisch tätigen Podcaster Stefan. Was benutzt du für Technik? Was hast du so als Mikrofon, Rekorder und so weiter, Schnittprogramme, Publishing? Was hast du da so im Einsatz? Ja, also ich nehme Face-to-Face auf mit einem H6 und entweder HMC 660 Headsets, noch die alten erste Generation, bevor sie populär wurden. Der H6 produziert ja die passende Phantomspannung. Noch gerne benutze ich den T-Bone HC95, mit dem ich jetzt zu euch spreche. Ich transferiere das Ganze mittels SD-Karte auf einen meiner Computer und lasse das Ganze von Auphonic nachbearbeiten und von Auphonic und Podlove Publisher nach einem vorgegebenen Setup relativ schnell und einfach publizieren. Also hochladen, Texte reinhauen, Enter drücken, warten und dann ist es da. Und ich versuche auch, das so zu machen, wie Gott den Podcast geschaffen hat. Also keine Musik, keine Intros, Outros, keine Soundmarken oder sowas.
und nur ganz wenig Schnitt, wenn es einfach nötig ist, um Störungen oder sowas rauszukriegen. Ja, das sind so meine Podcast-Prinzipien eigentlich. Face-to-Face ist Programm oder weil es sich einfach so ergeben hat? Also du hast in der Nullnummer, die habe ich mir heute angehört, hast du gesagt, dass du auch überlegtest, per Skype Interviews zu machen oder so. Bist du davon abgewichen dann? Davon habe ich dann abgewichen. Nicht damals dachten wir, die Skype-Situation würde sich nochmal verbessern. Das tut sie ja nun nicht. Und ich habe dann eben auch recht bald gemerkt, wie schwierig das dann doch ist, solche Inhalte zu produzieren, wenn man den Gegenüber nicht vor sich hat. Vor allem, wenn der Gegenüber mit der Mediensituation so schon, zumindest emotional ein bisschen, vielleicht nicht über, aber doch gefordert ist. Die Sendungen werden dann schon besser, wenn man sich zusammensetzt. Und insoweit nehme ich mein tragbares Equipment dann auch gerne mal mit. Und ja, also ich will sagen, es ist jetzt nicht ein steinhartes Prinzip im Sinne, alles andere ist Mist, so jetzt nicht. Aber grundsätzlich entstehen damals TN-Sendungen schon face-to-face, ja. Ich mag das auch viel lieber. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, jeden zweiten Donnerstag Truppe hier zusammenzukommen. Ich wollte gerade sagen, wenn du einen Boulevard- und Unterhaltungspodcast machst jede Woche, dann kannst du das natürlich vergessen. Wenn du so wie ich einmal im Monat versuchst, einen anständigen deutschen Qualitätspodcast zu produzieren und ab und zu mal eine Klamauk-Sendung und einfach mal zwei Headsets und den H6 mitnimmst, wenn du irgendwo hinfährst, wo interessante Leute sind, dann ist das natürlich was anderes. Ich habe auch jetzt nicht den Anspruch, so gut zu werden wie viele andere Podcaster, ne? Also es gibt ja nur eine Menge Sendungen, wo man merkt, also denk mal zum Beispiel bei so Geschichtspodcasts an hier Zeitsprung, Daniel Messner und Richard, wie immer weiter heißt, die beiden Österreicher da, ja, Zeitsprung-Podcast. Die kommen, ich glaube, kommen die nicht einmal die Woche oder alle 14 Tage oder sowas? Nee, ich glaube, jede Woche. Und das ist ernsthaft Arbeit. Das sind also zwei Historiker, die da also Geschichte aus der Geschichte erzählen. Das ist ernsthaft Arbeit, da muss ich sagen. Also so viel Aufwand würde ich echt nicht treiben. Also dazu ist es dann doch Hobby. Also wie gesagt, es soll ja mal so als Solitär- und Tondokumentquelle im Internet stehen zur Benutzung für alle, die sowas mal gebrauchen können. Und was ich auch noch nicht ganz aufgegeben habe, vielleicht schreibe ich noch einen historischen Roman, wo ich sozusagen Oma und Opas und anderer Leute damals Storys sozusagen zusammenfasse zu so einer fiktiven Erlebensgeschichte. Also wo halt jemand, was weiß ich, in 30ern in den Copyshop geht und wie das eben damals so war und was das gekostet hat. Und ich weiß noch nicht genau, es muss ja auch einen Unterhaltungswert haben. So ist halt sehr viel Arbeit. Also ich hab schon Bücher geschrieben, aber nur Fachbücher und ich weiß, wie irrsinnig viel Arbeit das ist. Und man braucht dafür dann ja auch eine Lektorin oder einen Lektor und so und also da habe ich mich noch nicht aufraffen können, aber mal sehen, wenn so 100 Folgen damals TM da sind, kann man an sowas mal denken und irgendwann ist dann auch mal gut, also ich werde das jetzt nicht machen bis kurz vor meinem Tod oder so, sondern ich mache dann irgendwo nach Folge 100 dann auch mal was anderes. Ja, Steffen und Luis vom Vor 100 Podcast, wo du gerade die Zahl 100 nennst, wären doch vielleicht da. Das waren ja so ein bisschen die Geburtshelfer für damals. Sind die jetzt auch noch im Team dabei oder hast du dich ein bisschen losgeschwommen, freigeschwommen? Nee, überhaupt nicht. Also Steffen administriert das Ganze, denn meine Lebenszeit läuft ja nun ab, nicht? Und ich teile sie mir gut ein. Und der ist da sehr versiert. Und genau wie ich auch. Also wir machen alles mit freier Software und in einem Microsoft- und Apple-freien Environment hier. Und der Luis, der hat nun einen relativ harten Job. Der ist ja im Einstieg im Berufsleben. Aber wie gesagt, wir haben schon die Zeit, mal eine Buchbesprechung für damals TM zu machen. Und ich spreche auch mal Texte ein für den Vor 100 Podcast. Also nein, der damals TM Podcast ist schon eine Produktion von Luis, Steffen und mir. Also das ist keine Ein-Mann-Show. Okay. Und das Hörertreffen am 12. August, war das auch eine Co-Produktion? Ja, das war ja so ein bisschen informell. Ach, das Wetter war so ein bisschen grenzwertig. Es war relativ wenig Besuch, aber es waren ein paar Hörer da. Es war der Martin Fischer von Staatsbürgerkunde da, bei dem ich auch schon mal zu Gast war, Luis und Steffen und eine Hörerin, die überraschend extra irgendwie aus Franken oder so angekommen war ganz lustig. Ja,
Wir haben auch eine Klamauk-Sendung produziert, die kann man bei vor100.de nachhören. Ich wollte sie eigentlich in meinen Feed schmeißen, habe das aber bisher nicht geschafft. Und jetzt habe ich auch noch eine andere, die ich jetzt mal produzieren muss zum Monatswechsel. Ich versuche immer so um den Monatswechsel rum eine Sendung zu produzieren. Klappt meistens, manchmal auch nicht. Aber zum nächsten mache ich das mal wieder. Ja, also wie war das? Naja, Hörertreffen halt. Also das ist ja mehr eine soziale Handlung sozusagen. Meine Hörer sind derart verstreut, dass das relativ schwierig würde, glaube ich. Also ich denke nicht, dass mein Podcast meine Hörerschaft, wenn ich jetzt sagen würde, mit einem halben Jahr Vorlauf, ja, an dem und dem Tag, was weiß ich was, im Restaurant des Berliner Fernsehturms Hörertreffen, da glaube ich nicht, dass da mehr als, was weiß ich, die üblichen verdächtigen 10, 15 Peoples ankommen. So sind meine Hörer auch nicht gestrickt. Also die haben dieses Bedürfnis jetzt nicht, da sozial mit ihren Podcast-Machern zu interagieren. Darum geht's denen nicht. Und das ist auch nicht so das Anliegen von damals TM. Die wollen schon Kommunikation so, aber die freuen sich, glaube ich, auch, also wenn ich denen eine Post gerade zurückschreibe, vielen Dank für einen Brief oder irgend sowas und einen damals TM-Aufkleber beilege. Es gibt so Hörer, ich habe einen Hörer, der hat mir Aufkleber gemacht und von jemand anders habe ich so ein Sweatshirt, nee, so ein Hoodie mit Kapuze gekriegt, wo auf allen Seiten Ajuvo draufsteht. Sieht ein bisschen komisch aus, aber zu manchen Treffen kann man das ja anziehen. Ja. Ich weiß nicht, das kommt auch an, welche Beziehung sozusagen man zu den Hörern hat und ich glaube auch, was für eine Art Podcast das ist, nicht? Also Podcasts, die sehr stark auf Personality setzen, wo es sehr stark darauf ankommt, dass sozusagen die Person, die den macht, dann auch Teil des Themas ist in gewisser Hinsicht. Die haben natürlich leicht hunderte von Leuten. Also zum Beispiel denk mal an Holger Klein, der hier um die Ecke wohnt, Holger und seine Biografie sind ja integraler Bestandteil all seiner Podcast-Produktion, weil er immer wieder darauf rekurriert in dem, was er sagt. Das heißt, man lernt da sozusagen auch einen Menschen kennen oder möchte ihn besser kennenlernen. Das Bedürfnis entsteht ja bei mir so nicht. Also aus purer Neugier natürlich. Nein, die Art und Weise, ja, wie du sprichst, wie du die Sachen beschreibst und so weiter, was du lustig findest oder so, da geht man ja auch mit. Also ich habe doch ganz viel von deiner Person dann auch aufgenommen, wenn ich damals TM höre. Doch, würde ich schon sagen. Ja, du bist nicht so engagiert wie Holgi, weil Holgi hat ja auch die Technik. Er versteht ja Geschichten am besten, wenn er sie mit seiner eigenen Vita irgendwie abgleicht und Parallelen sucht und so weiter. Mhm. Deshalb bringt er immer seine eigene Geschichte ein. Person A erzählt was und man hat eigentlich am Ende das Gefühl, man hat die Geschichte von Holgi gehört und nicht von Person A. Ja, genau. Das geht manchmal ein bisschen. Er ist ein begnadeter Erzähler, nicht? Also das ist jahrzehntelanges Radiomachen hilft halt doch, ne? Also das ist echt, das ist schon beeindruckend so. Klar, gar keine Frage. Manchmal ist es auch, manchmal denke ich auch, lass doch mal deine Gäste mehr zu Wort kommen. Er kann das auch. Also er hat wunderbare Folgen gemacht mit Menschen, die aus schwierigen Situationen berichtet haben. Da hat er sich sehr, sehr zurückgenommen. Er hat das drauf. Also er kann das. Nur meistens will er das nicht als Podcaster. Ist ja auch okay. Es ist doch auch wichtig, dass wir ein bisschen machen, was wir wollen. Es ist ja auch eine andere Zielsetzung irgendwie. Also ich habe mir halt überlegt, es mangelt eigentlich an Quellen in diesem Internet, sozusagen an authentischen Zeitdokumenten über die Ansicht von Zeit und Geschichte. Und habe sozusagen dieses Medium genommen, um Ergänzendes zu machen. Also damals TM soll irgendwann eine Webseite, ein Buch und ein Podcast sein, der irgendwann auch mal fertig ist sozusagen. Und dann können Leute damit Dinge tun. Das ist ja eine ganz andere Motivation. Also für Holgi war es ja zum Beispiel einfach eine Selbstverwirklichung über das Radio-Machen hinaus und auch ein Teil der Sicherung des Lebensunterhaltes. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Und ich finde es auch gut. Also es gibt ja auch wunderschöne Unterhaltungssendungen im Podcastland, die einem einfach die langen Bahnfahrten versüßen oder sowas. Das ist ja ich will jetzt nicht sagen, das könnte ich nicht oder so, aber ich bin halt froh, dass andere das für mich machen. Ja. Ich höre auch viel amerikanische und skandinavische und britische Podcasts. Da gibt es ja auch, sagen wir mal, ein bisschen andere Ausdrucksformen zum Teil.
Die Briten haben es sehr gut drauf, so Unterhaltung und Informationen noch besser zusammenzuführen, als wir das können. Ich bin schon ganz froh, dass ich sozusagen noch weniger Leerlauf in meiner Restlebenszeit habe, sozusagen. Und Podcasts kann ich auch im Altenheim noch hören, ne? So. Ja, hoffentlich. Denn wie du ja immer gerne sagst, das Motto von Tim hast du dir zu eigen gemacht, Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört. Na, man muss zumindest daran denken, wie denn wohl unsere, die nach uns kommen, auf das schauen, was wir hier machen, denn dieses Internet vergisst ja nichts und in irgendeiner Form kann es durchaus sein, dass das irgendwie aggregiert wird, durchsuchbar wird und Teil unseres Kulturerbes wird. Denn bedenkt mal, was wird denn aus den 2010er Jahren so an kulturellen Artefakten überbleiben? Da spielt das, glaube ich, schon eine gewisse Rolle, was wir da tun. Und wenn wir da jetzt, wo wir es noch können, so die 100 Jahre davor noch irgendwie ins Podcastland reinholen, dann ist das, glaube ich, ein verdienstvoller Einsatz, wo man sich sagen kann, da habe ich jetzt auch noch was Sinnvolles getan. Ich fürchte, es werden Minidiscs sein oder 3,5-Zoll-Disketten oder DVDs, die kein Mensch mehr abspielen kann in 10 Jahren. Ja, ich weiß nicht so genau. Also Edis und Walzen kann man ja auch noch abspielen. Also ich weiß nicht genau, ob das unbedingt sein muss. Manche Sachen halten natürlich physisch einfach nicht. Also der jüngere meiner Großväter hat mir einen Schrank voll Magnettonbänder vererbt, die natürlich alle durchkopiert waren. Ne? Ihr kennt diesen Durchkopiereffekt von Magnetbändern vielleicht noch, wenn die sehr lange in einer Rolle lagern, dann verteilt sich sozusagen die Magnetisierung von Schicht zu Schicht und man hat dann ein schwaches Echo der nächsten Umdrehung Magnetband beim Abspielen. Das kann man natürlich heute elektronisch wunderbar rausfiltern. Also selbst sowas wie Auphonic könnte das wahrscheinlich mit geringen Modifikationen. So dass sich da auch noch ganz viel retten lässt. Also das Business des Digitalisierens analoger Tonträger steht, glaube ich, noch am Anfang. Aber Holger hat zum Beispiel schon recht. Also ein Podcast auf Vinyl ist sicherlich der Gipfel der Langzeithaltbarkeit, den man zurzeit erreichen kann. Den also Tipp schreibt uns Max Snyder auch gerade in den Chat. Schallplatten sind also doch zweimal 25. Zweimal 25 Minuten, ne? Im Doppelalbum dann 4x25 Minuten sind schon ein wichtiges Format. Ich war neulich auf einer Geburtstagsfeier zu Besuch, also wo ich eigentlich gar nicht eingeladen war, sondern mit einem Freund von mir dahin ging, weil ich ihn besuchte außerhalb und der sagte, heute Abend gehe ich mal zu einer Feier, ach komm einfach mit. Und das Geburtstagskind sammelte Vinylplatten. Und weil ich das eben da vorher erfahren hatte, hatte ich so ein paar olle Platten, die ich noch hatte, mitgenommen. Und so alte Paul Simon und Neil Diamond Platten und so ein Zeug. Und der Mann hat fast angefangen zu weinen. Offensichtlich war das für den ein großer Schatz irgendwie. Also soll man das nicht gering schätzen so. Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nur wie gesagt, denk dir ein Podcast-Format aus, in Teilen zu 25 Minuten und dann Platte umdrehen. Also wird man dann wohl machen müssen. Die klassische Audio-CD ist ja bei 70 Minuten auch durch. Also gar nicht so einfach. Eine Edison-Walze hatte so 10 bis 20 Minuten maximal, also die etwas späteren Modelle. Kann man in den Technischen Sammlungen Dresden noch benutzen, so ein Gerät. Da finden immer die Datenspuren vom Club statt. Ich schweife ab. Nö, wie gesagt, hier im Garten ist das ja auch erlaubt. Ich bin nur langsam durch mit meinen Fragen und ich glaube, wir sind auch schon längst über die geplante Zeit. Aber ich würde gerne. Wir haben jetzt 2 Stunden durch, ne? Ja, ich würde aber gerne den Rest des Teams noch fragen, ob ihr noch Fragen an den Stefan habt, bevor wir jetzt quasi von der Gartenbank runtergehen und ins Querbeet. Stefan, bleib bitte einfach unser Gast und misch dich in alle Themen, die dann noch kommen, gerne mit ein. Wir nehmen nur den Fokus von dir weg, sozusagen. Absolut, ich habe die Weinflasche auch noch nicht ganz leer, also geht noch. Ah. Sehr gut, gute Vorbereitung. Ja. Marc, Lars, Jörg, Sebastian, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, zu befragen? Es sind ja viele Themen, die euch auch betreffen. Ich hatte zwischendurch immer was, aber das habe ich dann wieder vergessen jetzt. Ich weiß es nicht mehr. Ja, du hast vom Fernschreiber erzählt, den du bei der Bundeswehr benutzt hast. Ja, genau. Ja, das war einer der Sachen. Ja, dann die T-100. Weiß nicht, ob dir das was sagt, Stefan. Kennst du die? Kennst du nicht? Nee, sagt mir nichts. Okay. Aber es war mit so einem Lochstreifen an der Seite und es war auch. Ja, hatten die alle. Ja. Das Wahlgerät und das Lochstreifengerät waren externe Geräte und bei der Bundeswehr gab es auch noch die Kryptogeräte zum weiter dran flanschen.
Also ja, es war genau, nochmal so ein Kasten. Mit so Drähten musstest du da irgendwie genau. Den Schlüssel setzen, ja, ja. Genau, das, wie beim Analogrechner musstest du genau den Schlüssel setzen. Genau. Und manchmal auch noch wie bei der Enigma musstest du so die Rollen einstellen. Ja, ja. Ja, genau, sowas, ja, mhm. Genau, ja. Ja, ich bin übrigens auch damals. Amateurfunker. Ja. Aha, da haben wir es. Ja, ja. Erinnerst du dich noch an Maschinenfunk? Also Fernschreiben ja, über Funk? PS31 oder was meinst du? Ja, sowas, genau. Sowas mit affenartiger Geschwindigkeit, entweder Morsecode, aber auch TTY, also Teletype-Code in irrsinniger Geschwindigkeit. Und ganz schmalbandig war das ja, ne? Ja. Wie es Morse genau. Selber auch, ja. Oh, ja, genau. Man brauchte ja nur fünf Bit-Verschlüsselung, nicht Verschlüsselung, also 5-Bit-Kodierung war das ja. Hm. Ja, kenne ich auch noch. Ja, genau. Tja, da haben wir Contests mitgemacht. Jo. Genau, wer am schnellsten das übermittelt, genau, ja, genau. Ja, da hat der Jörg mich beim Kongress letztes Jahr, hat er mich ja total fasziniert. Wir sind da rumgelaufen und irgendwie bei den Amateurfunkern hängen geblieben und du konntest das genau alles erklären, was die da treiben, was diese Spieler da vor ihren Zahlen übersäten Bildschirm und mit diesen lustigen Peaks da. Du konntest mir das alles erklären, da habe ich echt schwer gestaunt. Das also war, Bildschirme war und Wasserfalldiagramme hatten wir früher nicht. Nee. Das stimmt wohl. Ja, so einfach. Also das war früher einfach, nein, früher war die Technik einfacher und heute ist vielleicht die Bedienung ein bisschen einfacher. Ich war froh, dass ich zu meinen Geräten irgendwann einen digitalen Frequenzzähler dabei hatte und nicht mehr auf Skalen mit so einem Strich raten musste, wie die Frequenz wohl gerade sei. Hm? Ja, ich bin auch über den CB-Funk da rangekommen. Dann haben wir die amerikanischen CB-Funkgeräte gepimpt, dass wir mehrere Bänder hatten und haben dann auch USB oder Schwingquarze vertauscht. Diese ganzen Sachen, ja, sowas alles gemacht. Ja, klar, das haben wir auch, ne? Und Verstärker aus Italien importiert und solche Sachen. Und Italien war das Verstärkerland, genau. Ja, ja. Ich habe aus Triest habe ich mal so ein Cetagi BV 2001 oder irgendwie so ein Riesending habe ich damit geschlürt. Genau, verbraucht unheimlich viel Strom, verzerrt ohne Ende. Aber knallte. Ne? Ja, das war schon. War ganz lustig und auch eine interessante Zeit, vor allen Dingen, wie du sagtest, auch mit den Postautos. Und dann kam irgendwann, Ende der 80er habe ich dann oder Anfang der 90er, weiß ich gar nicht mehr so genau, den Amateurfunkschein gemacht, auch gleich mit Morsen und Kurzwelle. Ja, das war interessant. Den hätte ich auch gemacht, aber die älteren Herren im Funkerclub fanden mich zu jung und zu kindisch und meinten, dass das noch nichts für mich sei. Und so wurde ich von diesen Kursen ausgeschlossen. Ja. Naja, gut, das war das, wo ich ein bisschen was zu sagen konnte. Bei den anderen Sachen bin ich meist raus gewesen. Gerade Politik bin ich nicht so bewandert, muss ich ehrlich sagen. Ich nutze auch immer den Wahl-O-Mat. wenn er dir was bringt, dann sollst du ihn. Aber es ist wirklich eine tolle Einrichtung. Ja, wirklich für Leute, die gar nicht wissen, was sie machen sollen, die können sich da wirklich schlau machen. Ist besser, als nicht hinzugehen, auf jeden Fall. Es ist sowieso alles. Man soll auf jeden Fall mehrere Wahl-O-Maten spielen. Also das ist unterschiedlich, was warum. Ja, genau, ja. Das ist, Ergebnis ist immer ein bisschen unterschiedlich, das stimmt. Ja, aber wie gesagt, das war das, was ich noch sagen wollte zwischendurch. Jo, schön. Ich weiß ja nicht, ob die anderen noch was haben. Ich so nee, nicht. Klingt nicht so. Nur komische Erinnerungen, die bei dem Wort Cetagi wieder hochkamen. Ganz, ja, genau. Bei welchem Wort? An Italien? Nein, der Verstärkerhersteller. Ach so, Entschuldigung, ja. Ja, also das war damals. Sogenannter Brenner. Genau, ein Brenner, genau, so hießen die. Oh Mann, sowas habe ich auf Bergkuppen geschleppt, mit dem Fahrrad und mit Autobatterien und Antennen gezogen, um endlich mal bis nach Italien funken zu können. Oh Gott, ja, nein. Also, ich habe aus dem Garten einen Orts-QSO in New York auseinandergedrückt. Das ging in den 80ern noch. Ja, wirklich. Genau. Auf einem Berg im Harz saß die elektronische Kampfführung der französischen Armee und der Bundeswehr. Und die haben mir, um anzugeben, haben die mir den Moskauer Taxifunk vorgespielt, also hören lassen. So. Ja, das war schon irre. Ja.
beeindruckend. Ja, das ging halt, weil das gerade offen war, ne, das Band. Genau. Das ist ja. Alle 12 Jahre wechselt das, also ist es wieder da, oder? Wie ist das? Genau, Sonnenflecken und sowas. Genau, das Band war offen und auch die Geografie ist praktisch. Es gibt tatsächlich vom Oberharz bis Moskau keine nennenswerte Erhebung mehr, die da irgendwas ablenkt oder so. Also man kann da wirklich, hat man nur die Erdkrümmung als Problem, ja. So. Ja, und das hat mit der Reflexion zu tun in der Stratosphäre oder wo ist das? Ionosphäre. Das Ionosphäre, wo die Strahlen wieder zurückkommen und wenn die so wie so ein Ping-Pong-Ball immer hin und her gehen, je besser dann braucht man eine möglichst ebene Oberfläche. Darum geht das über Weltmeere so gut. Genau, Genau. Ja, Technik, die begeistert. So war das damals, liebe Kinder. Damals Spaß gemacht, da hatten wir kein Internet. Nee, aber wir haben uns tierisch gefreut. Also wenn ich eine QSL-Karte, so eine Postkarte über Empfang, wenn ich eine QSL-Karte aus irgendwie was weiß ich was, ja, zum Beispiel Italien kriegte, dass einer mich da empfangen hatte, hey, die habe ich mir aber irgendwie mit der Stecknadel in meinem Kinderzimmer an die Wand gepinnt, so, das war schon was. Ja, klar, das ist was Besonderes. Ach, damals, die gute alte Zeit. Damals, als die Welt noch so einfach war, jeden Tag, man wünschte sich eine atomwaffenfreie Nacht jeden Abend, aber ansonsten war alles gut. Aber die wünscht man sich jetzt Krass. Ja, aber war das war zynisch oder nicht? Eine atomwaffenfreie Nacht. Wo war das nämlich? Wahnsinn. Ja. Ja, gut. Tja. Okay. Ich höre weiter zu. Liebe Mit-Podcaster hier, sollen wir von der Gartenbank runtergehen? Ja. Habt ihr noch was? Marc, Sebastian, ihr seid so still. Wir sind zu jung. Ja, uns erinnert das jetzt gerade so an so eine. Uns erinnert das gerade so ein bisschen an so eine TV-Show oder sowas, ne, was der Großvater noch wusste, könnte diese Folge heißen. Ich bin da auch so ein bisschen raus. Ich empfehle den Arbeitstitel, wir hatten ja nichts. Ja, gut. Kenne ich einige, die sagen das heute noch. Also. Früher war mehr Zukunft. Früher war. Ja. Oh, der ist gut. Sehr gut. Genau. Trifft doch nicht von mir. Okay, komm. Wir gehen einfach mal ins Querbild und gucken mal, was sich da so ergibt. Erstmal Dankeschön, Stefan, für diese wunderbare Ausführung, für deine Geschichten aus deinem Leben. Der Mailonator hat dir gerade geschrieben, er würde eine weitere Folge vom damals TM hören, wo du diesmal der Gast bist und findet das ganz toll. Das finde ich sehr nett, wie er das formuliert. Mit Mailonator mache ich noch eine West-Berlin 2-Sendung. Irgendwann nächstes Jahr haben wir schon bestimmt. Die war großartig. Also die erste war großartig. Ich habe mit großen Ohren zugehört. War toll. Ja, genau. Richtig toll. Großer Spaß. Genau. Aber wir gut. Haben so viel, haben so, ja, ja. Später. Macht mal weiter. Okay, wir kommen ins Querbeet. Die Vögel pfeifen es von den Dächern. Wir sind ins Querbeet gekommen. Und wenn ich jetzt hier in meiner Liste finde, worum es geht, dann kann ich euch auch sagen, dass uns das erste Thema vom Sebastian mitgebracht worden ist. Es geht um Podcasts in a Nutshell. Genau, das ist eine Sketchnote vom Marco Hitschler, der unter anderem den Podcast Zirkusliebe hat. Da hat er jetzt ist schon, glaube ich, 1-2 Wochen her, wo er im Sendegate mal seine Sketchnote fallen gelassen hat. Die auch Was ist eine Sketchnote? Das ist quasi eine Zeichnung, jetzt komme ich ein bisschen ins Schwimmen, also eine Sketchnote ist eine Zeichnung im Prinzip, die halt etwas visualisiert, also einen Vorgang oder einen Vortrag halt in kurz zusammenfasst, quasi in kleinen Grafiken. Ich weiß jetzt nicht, ob das ungefähr die richtige Beschreibung dafür ist, aber so. Klang gut. Also so nehme ich sie wahr. und da hat er eine ganz tolle Sketchnote gebaut zum Thema Podcast. Und zwar wirklich einmal den kompletten Weg vom Hörenden bis zum Machenden und wie es entsteht und
welche Techniken angewendet werden können, also auch alles, was bei uns in der Community, also eigentlich sein Ziel war, glaube ich, mal irgendwie einen Blogbeitrag zu schreiben, wie das ganze Podcast-Thema zusammenhängt, und das hat er aber irgendwie nicht richtig, also da hätte er ein dickes Buch schreiben müssen, deswegen hat er einfach mal angefangen zu zeichnen, und das ist dann dabei rausgekommen, so habe ich das wahrgenommen, außer, ja, genau. Und das, ja, ist wirklich sehr schön geworden. Ist zwar schon ein bisschen älter, also klar, da ist zum Beispiel auch noch die Box von mir als Studio Link-Symbol mit dabei, was ich auch sehr schön fand. Und ja, es ist, aber nichtsdestotrotz noch ziemlich aktuell. Also klar, viele Dinge sind halt zeitlos, ne? Das ist klar. Das ist sehr, ja, schön. Ja, manche Techniken wandeln sich ja schon, ne, mit der Zeit. Also es kommen zum Beispiel zu Publishing kommen ja neue Sachen dazu. Ja. Podlove hat es noch nicht immer gegeben. So, aber als ich das gesehen habe, und das nahm gar kein Ende, ich scrollte so runter und ich scrollte und scrollte und scrollte und es kam noch mehr und noch mehr. Das war so schön. Also ja. Vor allem sind auch, ich finde das so irre, er schreibt ja im Sendegate, dass er sich gar nicht getraut hätte, das der Öffentlichkeit quasi so mitzuteilen. Also, das wäre so schade, wenn wir das nicht gesehen hätten. Ja, also wenn ich so zeichnen könnte, dann wäre ich schon froh. Oh ja, das wäre. Ja, ich finde ja oben das dieses Überlosgehen finde ich total lustig. Da musste ich sehr lachen, als ich das gesehen habe. Trifft es ganz gut, ne? Ja, Schlossallee. Also im Prinzip beschreibt er hier in seinem Kunstwerk der Weg von der Badstraße bis hin zur Schlossallee. Ins Gefängnis, meinst du? Was? Schlossallee? Wo ist denn in der Schlossallee ein Gefängnis? Was mich mal interessieren würde, wenn jetzt jemand wirklich mit null Blickwinkel auf Podcast das sehen würde, wie das bei ihm ankommt, ob das wahrscheinlich schon sehr erschlagend, oder? Oh, also ich ja, hab, oh, also ja. Mir hat das nochmal vor Augen geführt, wie krass komplex das ja alles schon ist. Ja, das stimmt. Das stimmt, das ist eher abschreckend. Also für Neulinge, einerseits, du findest vielleicht endlich mal eine Zuordnung, weil du 1000 Begriffe irgendwie immer aufgeschnappt hast, wo gehören die jetzt eigentlich hin? Aber auf der anderen Seite, wenn man wirklich mit komplett nacktem Blick da drauf guckt, pff, was ist das denn, ja? Wollen die eine Rakete bauen? Ja, ist schon sehr viel Stoff, das stimmt. Ja, ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass jedes, dass das ja wirklich nur eine Zusammenfassung ist und jedes Stichwort, was dort fällt, eigentlich nochmal so ein Unterkomplex an Themen für sich aufmacht. Ne? Mhm. Ja. Ja, aber also ich glaube, dass das für viele auch einfach eine Orientierungshilfe sein kann, weil sie dann die Begriffe irgendwie in eine Zuordnung bringen können. Ich habe das vor zwei Jahren, beim ersten Podcamp, da sollte ich spontan auch irgendwie so eine kleine Vortrag halten über Podcasting, und ich habe dann auch einfach mit so einer Skizze gearbeitet, wo ich dann irgendwie so vom Sender zum Empfänger, so, also der Sender war so ein Männchen und der Empfänger war ein Männchen, und dazwischen habe ich irgendwie diese ganzen Schritte vom Aufnehmen, was kann man für ein Mikrofon nehmen, was kann man für einen Rekorder nehmen, man kann es auf dem PC machen oder auf einem sonstigen Gerät, was gibt es für Publishing, was gibt es für Veredelungen und so weiter, und das war schon, obwohl es relativ klein und ausschnitthaft war das schon recht erschlagend. Aber ich glaube, selbst mir ist dann auch mal klarer geworden, wo reden wir denn eigentlich drüber, wenn wir über den Publisher sprechen? An welcher Stelle in der ganzen Kette steht das Ding denn eigentlich zum Beispiel? Also ich fand das für mich sogar erhellend. Das war sehr schön. Auch ein wichtiger Punkt, finde ich, in diesen Sketchnotes ist die Richtcharakteristik, was das überhaupt heißt. Ne? Es gibt ja Leute, die haben das bis heute noch nicht richtig geschnallt. Er hat ja auch passend, wo war es denn jetzt? Ach so, genau, oben drüber. Sie ist, wie komisch, ich bin laut und sie ist leise zu hören. Ne? Warum ist das so? Macht da nochmal drauf aufmerksam. Jedes Mikrofon hat seine eigene Charakteristik. Und hat dann eine Spalte oder zwei drunter eben diese verschiedenen Nieren da aufgezeichnet. Das beispielsweise sollte man jemandem mal zeigen, der von Podcasting noch nicht wirklich Ahnung hat. Da wäre ich dann mal sehr drauf gespannt, ob der damit was anfangen kann. Schön finde ich auch den bei Skype, NSA hört mit schon mal der erste Hörer. Sehr ja schön, ne? Also so ein bisschen erste Hörer. Ja. Ja, man kann alles positiv ja sehen, ja. Ja, absolut. Warum denn auch nicht? Meint ihr wirklich, die haben so einen Podcast-Abteil?
Aber erst wenn Feedback kommt, dann sollte man Angst haben. Solange kein Feedback kommt, ist alles gut. Ja. Die haben so einen total gelangweilten Automaten, so wie diesen Marvin, der sich immer alles anhören muss und dadurch depressiv geworden ist. Oh Gott. Ah, ja. Ja. Auf jeden Fall, also das ist ein kleines Geschenk für die Podcast-Welt, was er da gemacht hat, und schön, dass du das hier vorstellst, finde ich sehr, sehr gut. Er hat auch nochmal geschrieben, er wird es auch nochmal versuchen, irgendwann bei Zeit nochmal ein bisschen zu überarbeiten, aber ich finde das auch schon ziemlich gut gelungen, ja. Ich finde das so auch schon ziemlich geil. Eine Verbesserung ist ja, da steht Kopfhörer, wo Headsets hingehört. Also das muss natürlich noch korrigiert werden, das geht ja nicht. Hat Herr Stockmann sofort angemerkt. Ansonsten ist alles gut, aber das müssen wir doch wieder ändern. Sehr schön. Nee, wer macht denn eigentlich von euch Sketchnotes? Macht das jemand von uns? Ich wünschte, ich könnte es. Ah ja, komm, ich wünschte, ich könnte es. Schon mal ausprobiert. Ja, für mich selber, wenn ich Notizen mache, vielleicht, aber so nichts, was ich wirklich auf diesem Niveau, wie er das da macht, ich glaube, ja, müsste ich, glaube ich, erstmal irgendwie mal von jemandem gezeigt bekommen, der das vielleicht ein bisschen, ist, glaube ich, auch eine eigene Form, wie man Gedanken zusammenfasst, also. Absolut. Na, und das muss man, glaube ich, schon mal irgendwie so ein bisschen strukturiert angehen, glaube ich, sonst verzettelt man sich da auch sehr schnell, ne? Ich habe in der Tat so ein Buch, Einstieg in Sketchnotes, weil mich jetzt damals bei der Subscribe oder wo, ich weiß es leider nicht mehr wo, auf irgendeiner Veranstaltung auf jeden Fall, wurde eben so ein Sketchnote-Vortrag gehalten. Ach Quatsch, das war Republika, genau, die Republika. Da gab es so einen Vortrag. Und das hat mich irgendwie eben auch interessiert, weil ich absolut nicht malen kann. Auch nicht sketchen. Und du hast an meinem Beispielbild da sowas von gar nichts erkannt. Und daraufhin habe ich mir bestimmt 10-mal diesen Vortrag nochmal im Nachhinein angeguckt. Konnte es immer noch nicht und deswegen mal so gegoogelt, was so alles gibt, und dank Amazon bin ich da eben auf so ein Büchlein gestoßen und siehe da, es funktioniert. Ich muss nur noch so ein bisschen an der Struktur arbeiten, wie immer. Ja, vielleicht kann uns ja die Ulrike, die leider ja heute nicht dabei ist, beim nächsten Mal dann Tipps geben. Genau. Die hat das ja auch schon so. Für eine Subscribe gemacht, was ich auch sehr toll fand. Die sind auch irgendwo im Sendegate noch vergraben. Die müsste man mal wieder raussuchen. Ja, sehr geil. Genau, so ein Mini-Crash-Kurs für Sendegärtner. Fände ich gut. Ja, Blumen im 3D, ne? Also in 3D-Dimensionen, also mit Schattenwurf und allem drum und dran. Das ist ja das eine, dass man die Symbole irgendwie schön macht, sodass sie auch gefällig aussehen. Was ich aber auch anlässlich irgendeiner Konferenz mal gesehen habe, dass da tatsächlich in Echtzeit jemand stand und versucht hat oder das auch geschafft hat, den Vortrag oder die Diskussion, die da gerade lief, in dem Moment, wo sie gesprochen wurde, in dieses Papier zu bringen. Wo ich nur beim Zuhören schon immer überlegt habe, worüber reden Sie? Was ist jetzt das Thema? Ach, das hat er gesagt. Und so. Und da steht jemand und kann das auch noch gleich in Bilder schaffen und am Ende des Gesprächs ist das Bild fertig. Und noch schlüssig. Transferleistung. Schlüssig fertig. Also, boah. Ja. Absolut. Ich kann mir ja manchmal dann nicht mal die Stichwörter richtig notieren, ne? Ich komme da manchmal echt null mit. Und da steht da einer und malt so ein halbes Kunstwerk. Und das, danach kannst du das noch schlüssig nachvollziehen. Was da drauf gemalt ist. Aber man sagte mir schon immer, ich bin etwas langsamer als andere. Ach, mach dir nichts draus. Aber dafür was Besonderes. Eigentlich habe ich jetzt auf diesen Satz gewartet, aber ist okay. Okay. Okay, nein, du bist was Besonderes. Du bist was Besonderes. Ja, danke schön. Ja. Wer so langsam ist, muss anders sein, muss besonders sein. Ja, sehr schön. Was ich noch nicht weiß, kann man das auch schön ausdrucken, dieses tolle Plakat, oder wird das dann so kaputt? Geht das dann kaputt? Hat das schon mal jemand ausprobiert? Du musst ein Banner musst du draus machen. Banner. Also die Auflösung sieht ja ganz gut aus, oder? Das Format, also wenn man das jetzt auf dem DIN A4 druckt, hast du nur so einen Streifen. Das reicht ja irgendwie nicht.
Also ich sag mal so, auf ein T-Shirt passt's nicht. Nicht? Ein sehr langes T-Shirt. Sehr langes, sehr ein Longshirt brauchst du dafür, das geht dann. Also in der Breite könnte ich es tragen, in der Länge nicht. Okay. Das gut. Wird schwer. Also, da gibt es ein wunderbares Sketchnote im Sendegate anzuschauen. Das, kannst du den Namen nochmal sagen? Wie hieß der Künstler? Zirkusliebe war der Podcast und Marco Hitschler ist der Künstler. Okay, gucken. Dankeschön, Sebastian. Ja. Der Nächste, der uns was mitgebracht hat, ist der Lars. Und ach ja, genau, es geht darum, was ich ganz am Eingang schon sagte, das Podcastland wird größer. Ja, genau. Nach Spiegel Online hat sich jetzt die nächste große Journalie im Prinzip an Podcasts gewagt, nämlich die Zeit. Zeit Online, um es genau zu sagen. Die haben mehrere Podcast-Formate gestartet. Da werde ich mal eben kurz was zu erzählen. Das erste Format heißt Was jetzt? Da besprechen mehrere Redakteure und eine Radiojournalistin die besprechen darin die Themen des Tages, was immer das auch bedeuten soll. Es ist eine Mischung aus Nachrichten und Magazin. Das soll an Wochentagen erscheinen zwischen 5 und 6 Uhr. Inhaltlich geht es mit so einem Schlagzeilenbereich los. Dann gibt es einen kurzen Themenüberblick und dann werden diese Themen durchgearbeitet. Die erste Folge ist 10 Minuten lang und bei Twitter habe ich gelesen, dass diese Länge in etwa auch so bleiben soll. Dann gibt es ein weiteres Format, das heißt Ist das normal? Das wird von der Zeit selbst als Sex-Podcast bezeichnet und das teilt sich diese Idee so ein bisschen mit einem schriftlichen Bereich auf der Webseite von Zeit Online und die Idee ist, dass man Fragen zum Thema Sexualität bespricht. Und das machen in diesem Fall zwei Wissenschaftsredakteure zusammen mit einer Sexualtherapeutin. Die erste Episode heißt Wie oft, wie lang, wie gut und die ist so knapp 36 Minuten lang. Und im Gespräch werden dazu immer wieder auch wissenschaftliche Studien herangezogen. LeserInnen und HörerInnen können per E-Mail, anonym sozusagen Fragen stellen. Wie oft hier neue Folgen kommen sollen, das ist allerdings noch nicht angegeben. Und dann gibt es noch ein drittes Format, das heißt Frisch an die Arbeit. Das soll alle 14 Tage erscheinen und darin werden einer prominenten Person aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 25 Fragen über ihr persönliches Verhältnis zu ihrem Job gestellt. Das fand ich teilweise ein bisschen irritierend. Anscheinend lehnt sich das an einen alten Fragebogen an, aber ich fand es irritierend, dass einige dieser Fragen als Multiple Choice formuliert sind und das schränkt meiner Meinung nach die Antworten zu sehr ein. Also das für mich war das Anhören nicht ganz rund. Die erste Episode ist ungefähr 28 Minuten lang. Aber ganz interessant fand ich noch bei dem Blog-Eintrag, wo die diese Sachen vorstellen, da schreiben die selber, wir sind spät dran. Diesen Nachteil wollen wir nun umso schneller wettmachen. Zeit Online wird in diesem Jahr noch eine ganze Reihe weiterer Podcasts starten. Also wir sind spät dran, fand ich eine ganz interessante Äußerung dazu. Fühlen sich leicht unter Druck gesetzt. Ja. Ja, da fragt man sich natürlich, woher eigentlich, aber so, ja gut, ich meine, Spiegel hat bisher Formate. Ich denke, dass das von Spon kommt, ja. Ja. Und ansonsten gab es nicht noch, ich glaube, es waren auch noch ein, zwei andere Sachen, die noch, glaube ich, in der, zumindest jetzt aus der Print-Medienszene so kommen. Ich würde gerne an der Stelle bei der Zeit, bei dem Zeit-Podcast noch ergänzen, als Produzentin haben die sich die Maria Lorenz eingekauft, eingeholt, wie auch immer. Das ist ja die Frau, die vor 2 Jahren versucht mit dem Timo zusammen die Kastronauten ans Leben zu bringen, die ja dann nie richtig auf den Boden gekommen sind. Und seitdem ist ja Maria als Produzentin unterwegs. Sie macht auch einen eigenen Podcast, Hör mit Maria, wo sie Podcasts aus dem Podcastland vorstellt. Aber im Wesentlichen ist sie als Produzentin unterwegs und diesmal da an der Stelle jetzt offenbar ja richtig im Journalie-Business irgendwie. Also das finde ich eine bemerkenswerte Karriere, die sie da hingelegt hat. Vielleicht noch als Ergänzung. Und sie ist eingeladen worden, zu Subscribe zu kommen, um darüber zu berichten, aber leider hat sie da keine Zeit. Das wäre natürlich spannend gewesen zu hören, wie sie das da eingestielt hat.
Genau, wobei sie, glaube ich, auch schon angemerkt hatte, dass sie jetzt gar nicht so viel da aus der Interna plaudern kann. Aber ja, das, was sie hätte erzählen können, das wäre wahrscheinlich schon allein schon interessant gewesen, klar. Okay, Sebastian, du wolltest gerade aufzählen, wo es noch andere Angebote gibt? Nee, ich hatte in die Runde gefragt. Mit meinem Lamento, mit dem ich hier eingestiegen bin, vor drei Stunden. Nee, ich hatte in die Runde gefragt, weil tatsächlich bis auf Sponn ist mir jetzt auch, glaube ich, nur im Hinterkopf, dass es, glaube ich, noch den einen oder anderen gab, aber ich habe da jetzt den Namen schon wieder verloren. Aber so richtig prominent, also so, dass das jetzt, gut, anscheinend ist wirklich da jetzt Podcast so stark in der Öffentlichkeit, dass es halt, ja, zum guten Ton gehört, dass jedes Medienformat auch einen Podcast hat. Ja, es scheint wohl jetzt die Zeit dafür zu sein. Wie passend, ein Wortspiel. Ja. Im Moment irritiert mich das ein bisschen, muss ich sagen. Also, dass Radiostationen Blogs machen, wo sie auch durch lange Texte dann nochmal ihre Nachrichten reinschreiben, daran habe ich mich irgendwie gewöhnt, obwohl das ja eigentlich auch eher so, Radio ist ein Audiomedium, warum haben die da noch so lange Texte stehen? Und dass jetzt die Anstalten, die lange Texte produzieren, sagen, ja, dann fassen wir das auch nochmal ins Audio zusammen, ist jetzt so ein bisschen dasselbe nochmal andersrum. Das kommt mir gerade komisch vor, aber mit dem Gedanken, wenn die Radio-Leute Text machen, dann können die Textleute auch Radio machen, ist das ja eigentlich völlig richtig. Also trotzdem bin ich etwas irritiert noch. Kommt noch nicht so ganz mit. Also zu dem Aspekt, zu Transkription ist natürlich immer noch zu sagen, klar, so als Menschen mit Hörschädigung oder ähnlichem, die werden natürlich ausgeschlossen bei Podcasts. Ne? Das ist im Sendegate auch nochmal so ein bisschen klarer geworden, warum Transkription neben, sage ich mal, auch für als zusätzliches Material natürlich auch gut dazu da sind, um niemanden auszuschließen von Inhalten. Ne? Das hilft natürlich an der Stelle enorm, da auch jetzt fällt mir das wieder das Fachwort nicht ein. Das ist mir letztens schon passiert. Barrierefreiheit herzustellen. Oh. Ja. Aber ist das jetzt schlimm? Barrierefreiheit herzustellen? Oder? nein. Weil Martin eben gesagt hat, er findet es komisch. Also ich gehe mal davon aus, dass du, Martin, mit komisch nicht gerade lustig meinst, sondern eher seltsam. Irritierend, einfach irritierend. Irritierend. Sozusagen. Okay. Aber ich meine, das ist ja, in anderen Bereichen ist das ja halt auch so, dass die Leute mit einer Spezialisierung anfangen und sich dann öffnen und das Angebot wird ähnlicher einem Konkurrenzangebot, was meinem anderen Fokus gestartet war, und sich aber an der Stelle dann auch weit geöffnet, dann hat man fast zweimal das Gleiche. Und so sehe ich das gerade bei den Redaktionen, könnte es, ist ja sehr weit in die Zukunft gedacht, aber sieht so ein bisschen so aus, als wenn ich jetzt ein guter Radiosprecher bin, ja, was mache ich denn? Gehe ich jetzt zum Radio oder gehe ich zur Zeitung? Ja, früher war das eindeutiger, heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so klar. Also du meinst, das verschwimmt ja, alles so ein bisschen ineinander. Wobei die Zeitung ja durchaus auch schon mit anderen Medien experimentiert haben. Ich meine, auf Zeit.de gibt es ja schon längerem auch kleine Videoschnipsel als Nachrichtenunterstützung. Also insofern experimentieren die ja schon länger mit anderen Medienformaten und führen da jetzt nicht konsequent nur Textformate. Na, also insofern ist das ja nur eine konsequente Fortführung, mit mehreren Medienformaten zu experimentieren. Und ich finde das auch eigentlich gar nicht so verkehrt. Also warum nicht? Also es nimmt ja eigentlich niemanden etwas weg, sondern es kann ja nur was Tolles, Neues entstehen eigentlich. Es bereichert, ja. Genau. Das stimmt. Das ist auch das, was ich mir immer wieder selber sage, wenn ich sage, du, ich verliere hier total den Überblick, dass ich dann sage, ja, warum denn willst du denn gegen Vielfalt sein? Sagt dann meine zweite innere Stimme, die auf der anderen Schulter sitzt und sagt, ja, natürlich bin ich nicht gegen Vielfalt, also probiert euch alle aus, probiert mal. Im Sendegate wurde ja auch schon vom Podfaden gesprochen, das ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Man startet erstmal mit viel Schwung und dann lässt das so langsam dann nach. Ach so. Ja. Ich kenne das ja auch aus eigener Produktion. Ach, Räusper, guck an. Ich wollte ja nichts sagen. Nee, Dankeschön, Quatsch. Dann sag auch nichts. Ja, ja. Nee, aber ich finde halt, solange der eigentlichen Podcast-Landschaft nichts weggenommen wird, ne,
und einfach nur dazukommt und eben eine Vielfalt entsteht, also eine größere wie bisher, ja, da kann es eigentlich nur gut sein. Es ist mehr Arbeit für uns. Wir müssen noch mehr im Auge behalten. Das ist das Problem. Irgendwann müssen die sich bei uns alle Pflicht melden. Ja, wer ich darf kommt, die vor allem nicht geht. So wichtig nehmen, das ist es. Ja. Aber was ja auch sehr schön zu erkennen ist, dass die ja schon, also zumindest jetzt Zeit Online, auf den technischen Errungenschaften unserer Community so ein bisschen aufgesetzt haben, indem sie zum Beispiel den Subscribe-Button benutzen, auch bei Podigy hosten. Also insofern ist ja das zum Beispiel jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass die auf Techniken der Community auch zurückgreifen, was ich eigentlich auch einen sehr schönen Effekt finde. Ja, du darfst das mit dem uns sagen, weil du ja auch ein Technikmensch bist. Ich habe mit dem Subscribe-Button so gar nichts zu tun. Ich finde das total toll, dass sie das nutzen, aber ich würde mich dann nicht in das Wir integrieren. Also ich verbeuge mich dann in Richtung Entwicklerinnen und Entwickler. Ja, natürlich, das geht natürlich ans Podlove-Team, richtig. Ich möchte noch einen Tweet von Tim Pritlove zu diesem Thema beisteuern vom 12. September. Zeit Online macht Podcasts, Spiegel Online macht Podcasts. Wann kommt denn der Podcast nun endlich aus der Nische raus? Gelesen. Die Ironie wurde wohl nicht von jedem gesehen, da hat er direkt noch einen nachgeschoben. Ich wollte gerade sagen, hast du deinen nachfolgenden Tweet auch gesehen? Ironie funktioniert immer noch nicht auf Twitter. Ja, das ist... Ja, ist super. Wirklich schwierig anscheinend. Sehr schön. Okay, also es gibt von den großen Häusern auch jetzt Podcasts. Hier, Sascha Lobo hatten wir doch auch, der hatte auch diese Kolumne. Was? Ja, nee, nix. Bei dem Namen, da fällt mir dieser Debatten-Podcast wieder ein, der ja vor geraumer Zeit gestartet ist, der aber irgendwie so gar nichts mit Debatten zu tun hat. Deswegen bin ich aktuell so auf den Namen so ein bisschen nicht schlecht zu sprechen, aber. Ja, sprich dich aus. Ich will es irgendwie nicht mehr hören. Ich will es ja, aktuell nicht mehr hören. Ist das nicht schön? Wir haben ja auch die Möglichkeit dazu, Nein zu sagen. Wir müssen das ja nicht anhören. Das ist ja wunderbar. Ja, das predige ich ja auch immer allen, aber selber halte ich mich da nicht dran. Was ja, ich angehört habe, sind Sachen, wo ich denke, warum tust du dir das an? Warum nur? Weil ich einfach nur weiß, wissen will, wie es zu Ende geht. Also, wie es ausgeht. Wie es zu Ende geht, wäre in dem Fall. Nein, so meine ich das nicht. Bisschen hart. Nee, es ist ja alles schön und gut und ich weiß schon, das muss sich keiner anhören, ich fand das nur so irritierend und ich kann mit dem Angebot halt nichts anfangen, das war es schon, habe fertig, so. Okay, gut. Wir haben das nächste Thema, also wo wir gerade von Community sprechen. Die Community trifft sich ja nächste Woche in Innsbruck, also ein Teil der Community, aber danach im Oktober auch wieder in München. Sebastian, was kommt da? Genau, die Subscribe hatten wir ja schon öfters jetzt erwähnt, die Subscribe 9. Und da ist jetzt in der letzten Woche der Call for Papers oder Call for Vorträge gestartet. Das heißt, vielmehr Call for Participation heißt das eigentlich offiziell, wo man jetzt Vorträge einreichen kann und auch Workshops im Syndicate entsprechend eintragen kann, um schon mal so ein bisschen vorzufühlen, wer hat denn überhaupt Interesse an so einem Workshop und damit das Ganze auch im Programm landen kann. Ja, Links können wir verlinken, also der Call for Participation ist relativ einfach, das ist einfach subscribe.de/CFP. Und ja, die Workshops verlinken wir, der Link ist etwas länger. Ja, noch gibt es nicht so viele Einträge. Ich habe, glaube ich, zwei gesehen. Ist schon mehr geworden. Ist schon mehr geworden? Ja, okay. Ja, sind schon wesentlich mehr. Doch, können wir mal gerade reingucken. Also, ja, sind auch noch ein paar Themenvorschläge drin. Da bitte auch mal drüber schauen. Also, wenn jemand Interesse hat, irgendwas aus diesem Themenpool, wo jetzt jemand gesagt hat, ich hätte mal Interesse an diesem Thema und sich dafür zuständig oder berufen fühlt, das als Workshop anzubieten oder da, ja, dann ruhig schnappt euch die Themen und legt los. Ne? Jetzt ist die Chance. Machst du denn einen Vortrag zur Lage der Nation von StudioLink? Ja, einen Vortrag werde ich machen. Ob ich einen Workshop mache, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal gucken. Da bin ich noch ein bisschen unentschlossen. Habe ich auch schon ein, zwei Ideen. Den werde ich dann noch nachreichen. Noch ist ja noch ein bisschen Zeit.
ist ja erst Ende Oktober. Aber die, also der Call for Participation für Vorträge, das ist so bis Ende September offen. Ich denke, wenn ihr dann im Oktober nochmal kommt mit was Tollem, dann wird man da jetzt auch nochmal drüber reden können. Aber das ist jetzt erstmal so der erste Zeitrahmen gesetzt, dass es so bis Ende September die Vortragsvorschläge eingegangen sein sollten. Ja. Okay, ja, Claudia Krell, die haben wir auch schon als Gast hier, ist ja da wieder kräftig in der Orga mittendrin und sie wird wahrscheinlich den Leuten alle wieder vor das Schienbein treten, in gewohnter Manier, und dann wird das auch wieder eine richtig klasse Veranstaltung. Ja, da können wir uns, glaube ich, drauf freuen. Wer ist eigentlich aus unserem Team jetzt dabei? Martin, du bist, glaube ich, da, ne? Ich wollte hinfahren, ja. Was heißt wollte? Ich habe eine Fahrkarte und ich habe ein Hotel und okay. Ich habe ein Ticket. Also werde ich sehr wahrscheinlich da. Okay. Ja, ich habe doch letztes Jahr so gelitten, weil ich unbedingt mal in die Räume des BR rein wollte und konnte nicht. Und jetzt. Noch haben wir die Gelegenheit. Irgendwann werden sie abgerissen. Also letztes Jahr wurde uns mal gesagt, dass die... Wie, schon wieder? Wo wir sind, wird abgerissen? Das, wenn du die Bilder vom Kongresszentrum in Hamburg siehst, das ist so traurig. Ja, ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, wie lange das noch geht, aber da war die Rede auch von Brandschutz und wäre halt auch schon älter das Gebäude und das steht also stand letztes Jahr so ein bisschen in den Sternen, wie es da irgendwie mal weitergeht. Wann das jetzt in welchen Jahren oder Jahrzehnten eventuell passiert, ist jetzt mir unklar, aber es wurde zumindest erwähnt dort von Mitarbeitern. Okay. Also insofern, ja, genießen wir noch die Lokalität. Also man merkt das auch an den Räumlichkeiten schon an, dass die so aus den, ich glaube, 70er, 80ern sind, mit Holzvertäfelungen noch, schon sehr lustig. Ja, das kann aber auch schön sein. Lars, kannst du dich noch erinnern an das, wo waren wir denn? GSI? Nee, waren wir in Darmstadt, ne? Genau. In diesen einen Kontrollraum, der sich so in zwei Teile aufteilte. Auf der einen Seite noch die alten, vertäfelten Wände und Konsolen und auf der anderen Seite diese modernen. Da war das diese alten Konsolen hatten einfach viel mehr Charme. Also das war viel, viel angenehmer. Ja, das war wirklich so 70er Jahre Vertäfelung, hätte ich fast gesagt, ne? Das genau. Unfassbar. Aber ich fand das ziemlich drückend so. Okay, da bin ich immer gespannt, wie dir das bei PR gefällt. Also es ist sehr unterschiedlich. Es ist da auch schon sehr viel modernisiert worden. Insofern hast du halt, als wir die Führung gemacht haben, hat man das erst richtig gemerkt, weil man da hat man wirklich so, ist man da wirklich so durch Gänge, die komplett so vertäfelt waren, gegangen, wo man gedacht hat, so okay, das ist jetzt wirklich schon lange nicht mehr angefasst worden und schon in einer anderen Zeit entstanden. Aber so der Eingangsbereich und so weiter ist zum Beispiel relativ modern eigentlich, also. Ja, ich bin jetzt auch kein Architekt, aber es ist für meine Verhältnisse schon etwas moderner gestaltet. Aber ja, das ist schon sehr interessant, aber es hat wohl halt diese ganz normalen Probleme, dass halt die Anforderungen an Fluchtwegen und so weiter damals einfach nicht da waren und Brandmeldeanlagen, und das nachzurüsten ist halt teilweise teurer als ein Neubau. Ne? Das merken die beim BER auch gerade. Was? Ja, sollte man vielleicht auch abreißen. Gibt es da Neuigkeiten? Ja. Ja. Wo sind wir jetzt? Geht oder geht nicht seinen Weg gerade? 2020, geht rückwärts. Bei Brandmeldeanlage musste der einfach eben raus, tut mir leid. Ja, damals, als da gebaut wurde, hat man ja auch gedacht, Asbest wäre eine ganz tolle Idee. Und jetzt heute hat man das Problem, dass man das Zeug wieder rausholen muss irgendwie. Ja. Gut, jetzt sind wir ein bisschen abgeglitten. Nee, wir sind bei den Katastrophen und bei den Sachen, die zu Ende und kaputt gehen, und da sind wir eigentlich beim Thema Weltuntergang, und da erzählt uns der Lars mal was drüber. Sehr gut. Ja, genau, zum Thema Weltuntergang, da geht's mal mit einem Trailer los, der da produziert worden ist. Der ist so knapp 2,5 Minuten lang oder so. Teile des Gebietes kontaminiert. Bleiben Sie zu Hause und halten Sie Fenster und Türen geschlossen. Ich wiederhole, verlassen Sie nicht die Gebäude. Augenzeugenberichten zufolge gibt es vermehrte Zwischenfälle. Das Ende ist nah. Bereuet eure Sünden. Es gibt keinen Grund zur Besorgnis. Wir haben das unter Kontrolle. Das Gebiet wird weiträumig evakuiert. Experten sprechen von einer Mortalität von bis zu 98%. Das ist viel höher als bisher angenommen. Im Oktober. Plötzlich, da waren diese Dinger da, wie aus dem Nichts. Wird alles enden. Dies ist keine Bitte. Verlassen Sie umgehend die Stadt und ziehen Sie sich in die Berge zurück.
Weitere Meteoriteneinschläge werden erwartet. Die Küstenregionen sind besonders gefährdet. Die Geschichtenkapsel veranstaltet den Themenmonat Weltuntergang. Mama, wir sind auf dem Weg aus der Stadt raus. Wir versuchen, aus der Stadt zu kommen. Hörst du das, Mama? Geschichten, Gedichte und Hörspiele zu den größten Katastrophen aller Zeiten. Die Lichter. Seht ihr die Lichter am Himmel? Meine Damen und Herren, es ist kaum vorstellbar, aber Südamerika hat aufgehört zu existieren. Es ist alles weg! Alles! Wir hatten nie eine Chance. Du kannst dabei sein. Mit deinen Ideen, mit deinem Podcast, mit deinen Geschichten. Es hat sich ausgebreitet. Es ist überall. Selbst Atomsprengköpfe können ihnen nichts anhaben. Papa, wo sind die Menschen hingegangen? Ich weiß es nicht, Kleines. Ich weiß es nicht. Weitere Informationen zu dieser Aktion findest du auf geschichtenkapsel.de. Weltuntergang. Sei dabei. Ja, und damit ist eigentlich schon ganz, ganz viel gesagt von dem, was die da machen. Also die Geschichtenkapsel widmet sich im kommenden Monat, also im Oktober, dem Thema Weltuntergang. Und das haben die sich ganz breit ausgedacht, ganz breit gefächert. Und alle Podcastenden können da mitmachen. Ob nun ein Filmpodcast über die Zombie-Apokalypse spricht, ob es irgendwie um Gadgets zum Überleben geht oder ob man die Sache mal wissenschaftlich betrachtet, da ist alles offen. Das Einzige, worum gebeten wird, ist, dass die Folge dann eben im Oktober erscheint und damit man die dann so ein bisschen mit verlinken und promoten kann. Und weitere Informationen gibt es im Sendegate und mit einem eigenen Beitrag oder eben unter mit einem Blogbeitrag unter geschichtenkapsel.de. Und dieser Trailer, den ich gerade gespielt habe, davon gibt es auch ein Video, das auch ziemlich schön produziert ist. Da kommt dann auch noch ein Link mit dazu. Da möchte ich gerne den Stefan mal fragen, als auch alten Mann. Stefan, kannst du dir vorstellen, warum das junge Volk so viel Spaß am Weltuntergang hat? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich habe eben so gedacht, ja, Weltuntergang damals, haha. Ich musste so an das Orson Welles Radio-Ding so. Krieg der Welten, ja. Krieg der Welten, War of the Worlds, genau, 38, ne? Ich glaube, 1938 war das. Ja, das war ja so die erste Kommerzialisierung des Doomsday-Szenariums. Ich kann damit, wie gesagt, nicht viel anfangen. Also in meiner Jugend hatten wir alle Angst vor dem Atomkrieg und vor AIDS und wir werden alle sterben und seitdem kann ich da nichts mehr mit anfangen. Okay, dann fühle ich mich nicht so alleine. Ich habe da auch immer meine Probleme mit diesem. Also ich habe da ganz große Vorbehalte gegenüber Menschen, die da so irgendwie da drin und damit leben und damit Storys machen und so. Also ich habe da Vorbehalte. Ja, aber gut, jedem das seine. Aber ich freue mich zu hören, dass du auch das Gleiche, also das ist, vielleicht ist es auch eine Altersfrage, vielleicht, kann ja auch sein. Also ich kann mich mehr am Leben als an diesem Dahinsiechen irgendwie erfreuen. Zombie. Ja. Mhm. Naja. Ja. Aber euch junges Volk, euch gefällt das, Lars, dir gefällt das? Ah, gefallen. Da machen wir ein ziemliches Fass auf. Ich glaube, das sollten wir jetzt nicht ganz groß breit treten, aber was ich mit dem Weltuntergang verbinde, ist eben aus meiner Jugend eine ganz konkrete Angst, eine ganz konkrete Sorge. Das ist jetzt nicht unbedingt Spaß, darüber nachzudenken, aber es gab eben dieses apokalyptische Szenario, diese Sorge davor und sagen wir es so, darüber denke ich immer noch gelegentlich nach und ich finde es auch interessant, darüber nachzudenken. Okay. Sebastian, wie ist das bei dir?
Also mich, also ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Also ich kann mir das auch noch nicht ganz vorstellen, was jetzt genau dafür Folgen entstehen werden darum. Deswegen bin ich jetzt erstmal, ich würde das erstmal auf mich wirken lassen, was dabei entsteht. Also ich bin dem aufgeschlossen gegenüber, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich den Weltuntergang entgegenfieber oder sowas. Das muss man einfach mal wirklich von Fall zu Fall entscheiden, was da jetzt draus entsteht. Ich glaube, so ganz in Gedanken habe ich da auch noch nicht hinter, ich habe da auch noch keine Zeit gehabt, mich mit zu beschäftigen. Aber es könnte durchaus was Spannendes vielleicht rauskommen, was vielleicht auch zum Nachdenken einfach anregt. Ne? Also es ist ja eigentlich auch relativ themenoffen, was da genau drunter fällt oder drunter verstanden wird. Und ja, ist halt ein Themenschwerpunkt, glaube ich, der einfach gesetzt werden soll. Da kann man alles Mögliche mitmachen. Das ist eigentlich nur so ein Aufhänger. Ich selber müsste allerdings noch sagen, dass ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt Bücher lese und so weiter, da ist ziemlich viel düsteres Zeug dabei, was eben auch mit Endzeit-Szenarien und so weiter sich beschäftigt. Und ja, ich finde das sehr interessant, das zu lesen. Ob das jetzt eine Sache ist, es gefällt mir oder so, ja, ich lese es aus irgendeinem Grund, weil ich es interessant finde, mich damit zu beschäftigen und zu überlegen, sind diese Szenarien, halte ich diese Szenarien für glaubwürdig oder was macht so ein Szenario eben mit der Menschheit, mit der Gesellschaft, mit den Menschen untereinander, da kommt eben vielleicht das Beste oder auch das Schlechteste aus den Leuten raus. Sowas finde ich sehr spannend, mich damit zu beschäftigen. So. Also mit der Extremsituation der Gesellschaft quasi. Wie, was passiert in der, okay, als Herausforderung. Genau. Okay. Was sagt der Optimist Jörg dazu? Moment, Jörg, bist du da? Erst entmuten. Ja, ja, doch, ich bin da. Ach so. Alles klar. Na, das interessiert mich nicht, sowas. Also ich mag das eigentlich sogar gar nicht. Ich halte da nichts von, ehrlich gesagt. Mag ich mich in meiner Freizeit nicht mit belasten mit solchen Sachen. Ganz du empfindest das eher als Belastung? Als ja, den Belastung. Als ja, das oder? Belastet mein Gemüt. Nein, sowas höre ich nicht und sehe ich nicht gerne. Okay. Ach so, wir haben ja noch den Marc, den Lebenskünstler. Marc, du guter. Was denn? Wie hältst du es mit dem Weltuntergang? Am liebsten natürlich gar nicht. Also es kommt halt drauf an, was jetzt die Geschichtenkapseln mit dieser Aktion bewirken will. Wenn es gibt so viele verschiedene Podcasts, die einen werden das aufgreifen, werden vielleicht über die politische Lage diskutieren wollen. Das kann ich mal vorstellen. Filmpodcast ist ja ganz klar, da gibt es im Prinzip ja nur zwei große Regisseure, der eine macht nur Lensflares und bei dem anderen macht es in jedem Film Bumm und die Welt geht unter. Ja, aber jetzt so Weltuntergang als richtiges, ernsthaftes Thema aufzugreifen, boah, nee, da halte ich es glaube ich auch so wie Jörg, das ist so deprimierend und belastend und du kannst dir da dein Köpflein richtig verrenken, das ist zu viel. Du weißt aber schon, dass wir uns an der Aktion beteiligen wollen, ne? Jeder Mensch, der mit mir zu tun hat, beschäftigt sich zwangsläufig auch mit dem Thema Weltuntergang. Das ist normal. Okay. Ja, aber ich weiß nicht, sollen wir jetzt ernsthaft darüber diskutieren? Nein, ich wollte es einfach ernsthaft nur mal wissen. Was ich wissen wollte, war, nein, das war ja nicht, war ja nicht gegen dich. Und ich wollte das wissen, war nicht ob ich gegen alleine dich gerichtet. Bin damit. Ja, nö, bist du nicht alleine. Bist du nicht alleine. Aber solange es eben um fiktive Dinge geht, wie beispielsweise Zombie-Apokalypse oder keine Ahnung, die ETs landen und wollen uns alle totknuddeln oder sowas. Ja, wenn so ein Weltuntergang aussehen könnte, in filmischer Hinsicht bin ich voll dabei. Aber so dieser Atomkrieg oder sowas, so, boah, nee, das ist mal dann, das ist harter Tobak halt, also harte Kost und da möchte ich mich auch nicht wirklich, wenn es denn sein müsste, ja, aber nicht im Rahmen so einer Aktion richtig hier so auftrumpfen wollen mit Diskutierereien an
Anregungen. Nein, das will ja keiner. Vielleicht, aber nein, ich sehe halt, dass Menschen einen Spaß daran haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Warum auch Martin, immer. Ich will ich Filme merke, machen. Das ist mir nicht Filme. So, dass es mir nicht so liegt. Und gerade als, ich vermute mal, es war Vicky, die kleine zarte Stimme zum Schluss, Papa, wo sind die Menschen hin, habe ich gemerkt, wie sich mir das Herz zusammengezogen hat, so. Das ist für mich einfach viel zu, ich weiß gar nicht, also ich habe da keinen Genuss. Eigentlich will ich ja sowas hören, sehen, Filme, Hörspiele, um es genießen zu können. Das kann ich dann an der Stelle wirklich nicht so richtig. Ja, also das Thema Apokalypse hat ja durchaus, ich komme einfach mal aus meiner Branche jetzt, ja, der ist so der Blickwinkel, das hat schon was Unterhaltsames. Du kannst da am Computer Dinge erschaffen, das sieht realistisch aus, ist aber natürlich totaler Quatsch, den du halt in den Kino-Mainstream-Filmen so guckst. Das gucke ich mir an. Davon Spaß zu reden, da habe ich Spaß an diesem Werk, aber am eigentlichen Thema Weltuntergang. Ja, sowas ist natürlich ganz schlimm, schlecht. Also, nee, Spaß habe ich da auch dann bei diesem Thema nicht. Aber eben, verstehst du mich richtig? Ich kann mich so schlecht ausdrücken. Es ist halt Ansichtssache. Ja, du aus welchem aber Blickwinkel auch, man da drauf kannst aber auch mit deinen digitalen Möglichkeiten jemanden die Beine weg und dafür so eine Meerjungfrau-Dingenskirchen da dran basteln. Das geht ja, da auch. Ich auch Spaß total dran. Toll. Aha, siehst du. Da habe ich auch Spaß dran. Das mache ich mit deinen Fotos jeden Tag. Ja, natürlich. Okay. Martin Rützler, meine Meerjungfrau. Free Willy. Oh Gott. Ja, bring mich nicht auf Ideen. Wobei, Free immer Willy wenn ich am Strand liege, kommt schwer. Greenpeace und schiebt mich wieder zurück. Ne? Oh, der ist alt. Der ja, ist so ich weiß. Alt. Der hat schon der könnte angesetzt. Von dir ja, sein. Ich weiß, ich der, weiß. Der könnte von mir sein. Nee, leider nicht. Ah, ja. Okay, also die Geschichtenkapsel sucht Leute, die mitmachen beim Thema Weltuntergang. Wenn ich jetzt auch damit nicht so richtig warm werde und der Ayuwo auch nicht, der Stefan, Entschuldigung, auch nicht, das soll ja nicht heißen, dass das nicht für den einen oder die andere genau das richtige Thema ist und lasst eure Fantasie da freien Lauf. Man hat ja gerade schon im Einspieler gehört, was da möglich ist und dass da richtig was produziert werden soll. Also Geschichtenkapsel sammelt. Bis im, was hat er gesagt? Im Oktober, glaube ich, sollte man die Sachen abgegeben haben. Ne? Ja, genau. Okay. Dankeschön fürs Vorstellen hier. Nach der Themenliste bin ich jetzt dran. Ich bring etwas mit, was ich witzig fand. Und zwar, es gibt ja den ein oder anderen Newsletter zum Thema Audio in der Welt. Und Sandro Schröder ist jemand, der einen Audio... einen Newsletter macht. Sandro Schröder ist ein Journalist, der arbeitet gerade als Volontär beim Deutschlandradio, noch ein relativ junger Mann. Und der gibt einen Newsletter zum Thema Podcast und Audio und Radio und so weiter heraus. Den habe ich abonniert. Ich glaube, die dritte Ausgabe ist heraus. Und wer sich grundsätzlich auf dem Laufenden halten will, kann den ja sicherlich abonnieren. Ich muss nur mal gerade insofern darüber sprechen, weil er in der dritten Ausgabe auch über einen Podcast berichtet. Und zwar geht es um den FDP-Podcast, also der Podcast der Partei FDP. Und er schreibt, tatsächlich ist der FD-Pod ein besonders schlechtes Beispiel dafür, wie man das Medium-Podcast angehen kann und damit ein dankbares Beispiel dafür, was man bei Podcasts besser lassen sollte. Ich lese mal eben vor. Fehler Nummer 1. Keine persönliche menschliche Ansprache. Am Anfang und Ende des Podcasts brummt der Moderator kräftig die Begrüßung und die Verabschiedung ins Mikrofon. Mehr erfährt der Hörer nicht über ihn. Nicht einmal, dass er Mitglied in der Partei ist, die diesen Podcast produziert. Selbst die voluminöseste Stimme kann mit der besten Mikrofonierung nicht überzeugen, weil es einfach keine menschelnde, emotionalen Anknüpfungspunkte für die Podcast-Hörer gibt.
Fehler Nummer 2, Zielgruppe unbekannt. Was nach der Begrüßung im FD-Pod folgt, ist der große Vorlesewettbewerb der Liberalen. Verschiedene Kandidaten lesen, mal mehr oder weniger motiviert, das Parteiprogramm vor. Das ist das ganze Konzept des Podcasts. Eben die vollkommene interaktionsfreie Lesekette, die man noch aus dem Deutschunterricht von der Faustlektüre kennt. Puh. Und Fehler Nummer 3, damit rennt er bei mir alle Türen ein. Musik macht alles besser. Überall Musik drunter zu legen war noch nie eine gute Idee, aber eine 20 Minuten lange Episode ernsthaft, vollständig mit derselben Dauerschleife von Musik zu unterlegen, die förmlich Google-Suche nach Free Stock Music schreit, dürfte selbst für die treuesten Stammwähler eine Zumutung sein und ist für jeden halbwegs unbefangenen Zuhörer schlicht komplett unzumutbar. Also dafür muss ich den Sandro einfach mal loben. Das hat er richtig schön auf den Punkt gebracht. Sehr großartig. Das ist der Newsletter Hörensagen. Ein Newsletter über Audio und Podcast von Sandro Schröder. Herrlich. Okay, das war mein Querbeet. Noch spontane Ergänzungen? Wir hatten ein Themenfeld übersprungen, wobei wir dazu gar nicht so viel zu sagen können, weil die Studie doch nicht erschienen ist. Oder hattest du das? Verflix und zugenäht. Ah, okay. Das tut mir leid. Kein Thema. Boah, der Rützler zensiert. Ich weiß es nicht. Nee, der hat sich vorgedrängelt. Das ist noch viel schlimmer. Ach. Dass ich dir den Mund verbiete, ist doch nicht schlimm, oder? Zensur. Nein. Genau. Es geht um die Podcast-Studie vom ARD Werbung Sales und Service GmbH Radio. Also das ist quasi für die ARD der Werbezeitenvermarkter, der quasi ja alle Werbeplätze vergibt und halt sich darum kümmert. Gesellschafter sind die Werbegesellschaften der neuen ARD-Radio-Landesrundfunkanstalten selber. Und ja, da gibt es jetzt halt die spezialisierte Tochtergesellschaft AS und S Radio GmbH, die eine Podcast-Studie durchgeführt hat, die sie eigentlich heute veröffentlichen wollte, das auch getan hat auf der Demexco einer Konferenz, aber auf der Webseite ist leider heute erst erschienen und auf Twitter nochmal nachgefragt worden, dass die dann doch erst nächste Woche zum Download stehen wird. Als Nebenbeimeldung könnte man nochmal hinzufügen, dass zum Beispiel der Philipp Banser, den man aus der aus dem Küchenradio und natürlich Lage der Nation jetzt auch dort sein als Werbevermarktungsplatz aufgenommen wurde in das Programm und demnächst dort Werbeplätze vergeben kann über diese Firma. Das wurde jetzt auch nochmal bekannt gegeben. Ja, ich hatte an der Umfrage auch teilgenommen. Ich weiß nicht, hattet ihr da auch mal dran teilgenommen an dieser AS und S-Studie? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Keine Ahnung. Okay. Ja, war ein relativ langes Formular. Gab wohl auch irgendwie einen Fehler, dass irgendwann gesagt wurde, nachdem man alles ausgefüllt habe, konnte nicht mehr angenommen werden. Aber das war wohl nur ein Anzeigefehler und die sind wohl doch irgendwie angenommen worden. Weil sich da wohl doch einige beteiligt hatten von den Lage der Nation-Hörern. Ja. Ja, bei mir geht es sofort so ein bisschen so. Also erstens, diese Firma ist ins Podcast-Geschäft eingestiegen. Das heißt, es gibt tatsächlich Angebote, wo sie ihre Werbung platzieren. Dann produzieren sie selber einen Podcast und jetzt machen sie eine Studie über Podcasting, die dann sagt, dass Werbung im Podcast funktioniert. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich vom Ergebnis dieser Studie letztendlich halten werde. Ich fürchte, das ist so ein bisschen nicht frei von Beeinflussung. Sagen wir es mal, versuche diplomatisch zu sagen. Was soll dabei herauskommen? Natürlich werden sie sagen, kauft bei uns ein, kauft bei uns Werbeflächen, weil es funktioniert. Und das ist ja in der Zusammenfassung ja schon so zu lesen. Ja, gut, okay. So funktioniert Marketing eben. Naja, aber schlechtes. Also, ich finde das, ich sehe das wie du, Martin. Das ist irgendwie, weiß nicht, wie viel Aussagekraft diese Studie dann hat.
Die wird rauf und runter zitiert werden. Da kannst du mal drauf verlassen, wenn die nicht in der Tagesschau auftaucht. Das ist ein Wunder. Naja. Trotzdem kann man ja halten von was man will. Ja, ich will ja auch jetzt keinem seriösen Wissenschaftler irgendwie von vornherein ohne Kenntnis der Materie erstmal absprechen, da vernünftig gearbeitet zu haben. Aber ich erwarte eigentlich nicht, dass da irgendwas anderes dabei herauskommt als die Bestätigung dessen, was sie sowieso schon gesagt haben. Naja. Ja, aber jeder Werbetreibende wird ja wissen, dass es die beste Kontrolle die ist, wenn man eben einen sogenannten, wie heißt das, so einen Speziallink eben dem Podcaster gibt, der eingebunden wird, der eben diese, da kann der Werbetreibende die Klicks eben selber tracken oder die Zugriffe, die der über diesen Link dann kommen, und kann aussortieren, was ist Bot und was ist real. Also wenn ich mich richtig erinnere, war halt in der Umfrage, ging es halt auch um Themen, welche Werbung würde man selber akzeptieren, also in welcher Form. Das heißt, also es war auch schon so ein bisschen eine Sensibilisierung dafür zu gewinnen, welcher Werbung man so empfänglich überhaupt wäre. Ist aber jetzt auch schon länger her, ich glaube schon 2-3 Monate, dass ich das ausgefüllt habe. Ich glaube, ja, deswegen kann ich es nicht mal ganz genau aufzählen, was da abgefragt wurde, aber. Was hast du denn geklickt? Ist doch viel interessanter. Eine Waschmaschine, nein. Ja, ich ein Wassermann. Ja, sehr geil. Eine 7 Kilo oder eine 8 Kilo Maschine? Was hast du denn bekommen? Wird natürlich nicht geliefert, ist klar. Das ist halt, man kriegt ja nur die Rechnung. Wie, zum Abholen? Das ist ja doof. Das ist ja doof. Ja, die für Mitschuhe oder die ohne? Man hat ein Abo für eine Waschmaschine, die man nie bekommt, wird abgeschlossen oder so. Ja, nee. Großartig. Nee, also war eigentlich ganz harmlos, und bei sehr sensiblen Fragen gehe ich meistens auch, die überspringe ich dann meistens bei solchen Auswertungen, weil natürlich fragen die auch so Sachen wie wo natürlich, wo die schon sehr persönlich sind, auch wenn es anonym ist, geht es natürlich da auch schon, gibt es halt auch Dinge, wo ich selber sage, das ist jetzt nichts, was ich jetzt unbedingt ausfüllen muss. Jetzt bist du gekonnt um meine Frage rumgeschippert, ne? Ich hätte mich jetzt dafür interessiert, welche Werbung du akzeptieren würdest. Welche Werbung ich akzeptieren würde? Ja. Nein, ich bin bei Lage der Nation in der Tat, ich spende, und bisher habe ich zwar nicht dieses Plus-Abo, sondern gebe denselben Betrag quasi Überweisung, damit auch alles ankommt, aber ich werde wahrscheinlich demnächst auf Kreditkarte dann wechseln müssen oder so. Oder PayPal. Ich weiß gar nicht, welche Zahlungsoptionen da sind. Also Überweisung war, glaube ich, bisher nicht dabei. Oder also wenn ich Podcasts unterstützen will, kaufe ich Matratzen und Müsli. Ist ja ganz klar. Einfach gut. So? Einfach so. Und schreie dabei natürlich Seitenstuber, ist ja klar. Verstehe. Du ja. Kasper, du. Du weißt ja schon, dass du Müsli, nachdem du es gegessen hast, nicht wieder zurückgeben kannst. Ne? Das ist klar. Bei Matratzen ist das etwas anders. Wenn du die gegessen hast, kannst du die trotzdem zurückgeben. Genau, Matratze essen auf Müsli schlafen. Genauso Ich bekomme gerade hier Meldung vom Martin, der mir auf der anderen Schulter sitzt, der sagt, ich sollte mich nicht so aufregen. Ich sollte mich lieber freuen, dass das Thema Podcasting in Verbreitung findet, egal wie. Und wenn es auch durch solche Studien passiert. Ja. Genau, Ohrläppchen massieren und Wusa sagen, das hilft Martin. Okay, Ohrläppchen markieren und Wusa sagen. Genau. Ja, ich sollte nicht so zynisch daherreden immer. Nee, also bitte, das ist alles unter Vorbehalt, ne? Ihr kennt das ja inzwischen. Grantiger alter Mann. GAM. Neues Genre. Okay. Wir sind durchs Querbeet durch. Oder habt ihr jetzt noch spontane Ergänzungen? Ich meine richtige spontane, nicht von mir übersehene Ergänzungen. Außer, dass du wieder was übersprungen hattest? Nö, hast du ja nicht. Nö, also so mit Mach mich hier nicht fertig. Ich bin schon so fertig genug. Nee, Entschuldigung. Okay, das kommt halt jetzt zum Blühkalender. Süß. So. Was ist los im Podcastland in der nächsten Zeit? Da wird uns der Lars jetzt wieder auf den neuesten Stand bringen.
Jo, und zwar wie immer aus dem Terminwiki im Sendegate kommen die Termine der nächsten 3 Monate. Los geht's mit dem Meeting of Independent Radio Producers 2017, kurz MIRP. Das findet statt vom 20. bis zum 22. September in Vallekilde in Dänemark. Das ist rund 70 Kilometer westlich von Kopenhagen. Das MIRP ist, so habe ich es mir frei übersetzt, ein jährliches Treffen und Unterstützungsnetzwerk von Unabhängigen, die im Bereich des kreativen Audio-Storytelling arbeiten. Und dazu wird bei MIRP Radio, Podcast, Audio-Performance, Audio-Guides und mehr gezählt. Wer mehr wissen möchte, der findet unter www.mirpmeeting.com weitere Informationen. Dann vom Freitag, 22. September, gibt es nächste Woche die Digitale Woche Kiel. Da gibt es 2 Podcast-Termine und zwar am 22. September ab 20 Uhr das Podcaster-Meetup und am nächsten Tag, also am 23. September, da gibt es den Podcaster-Workshop-Tag. Dazu überlappend vom 22. bis zum 24. September ist das Ganzort 2017. Das ist das Treffen der WissenschaftspodcasterInnen. Dieses Mal findet es statt an der Universität in Innsbruck. Das Programm gibt es in einem Blogbeitrag unter wissenschaftspodcast.de. Darin sind auch alle weiteren Infos verlinkt, die man so brauchen kann. Am 30. September ist dann der International Podcast Day. Der möchte das Podcasting stärken und bekannter machen. Und wie das gehen soll und was man selber tun kann, das steht auf einer eigenen Webseite unter internationalpodcastday.com. Bewusst auf den gleichen Tag, also auch auf den 30. September, wurde gelegt das nächste Franken-Podcast-Meetup in Nürnberg. Das beginnt um 10 Uhr. Am 6. Oktober ist dann wieder der Pottruhr-Stammtisch, der ist wieder im Unperfekthaus in Essen, Beginn ist um 19 Uhr. Vom 27. bis zum 29. Oktober gibt es wieder das Subscribe, wieder in den Räumen des Bayerischen Rundfunks in München. Die Webadresse subscribe.de führt zur Homepage mit weiteren Infos. Am 2. November gibt es in Frankfurt am Main den 14. Pottäppler-Stammtisch, der findet statt in der Gaststätte zur Glauburg in der Glauburgstraße 80. Beginn ist hier um 19 Uhr. Vom Pottäppler ist dann auch die nächste Veranstaltung. Da gibt es nämlich einen Workshop-Tag am 11. November von 9 bis 19 Uhr. Veranstaltungsort ist hier das Institut für neue Medien am Frankfurter Osthafen. Und im Sendegate gibt es noch einen letzten Termin für dieses Jahr. Vom 27. bis zum 30. Dezember ist der nächste Chaos Communication Kongress, also der 34C3, dieses Jahr in Leipzig. Das waren die Veranstaltungen. Links zu den eigenen einzelnen Terminen gibt es natürlich im Terminwiki. Vielen Dank. Wir sind auf dem neuesten Stand, was die Termine angeht, und kommen damit zu den Setzlingen. Und schon oft erwähnt und aber vielleicht immer wieder wichtig, diese Setzlinge sind eine völlig subjektive und wertfreie Auswahl. Sie sind willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmt. Also wenn der Blick durchs Podcastland schweift und irgendwo hängen bleibt und man denkt, ach, das könnte aber mal schön vorgestellt werden, dann kommt das hier hin. Das bedeutet nicht, dass sie in irgendeiner Weise besonders toll sind oder so. Es ist keine Hörempfehlung, sondern einfach nur ein Hinweis darauf, dass sie existieren. Macht damit, was ihr wollt. Und mit dem ersten gehen wir gleich ein aktuelles Thema an. Wie wir wissen, ist nächste Woche Bundestagswahl und es gibt tatsächlich einen Podcast zu dem Thema. Der Politikberater Martin Fuchs ist dank der Bundeszentrale für politische Bildung nun auch unter die Podcaster gegangen und er hat das in einem Tweet die Tage herumgeschickt und er macht einen Podcast, der heißt Wahlkabine. Da werden alle Hintergründe oder viele Hintergründe zur Bundestagswahl besprochen. Und ich habe einfach mal 2 Minuten mitgebracht, damit wir uns einen Eindruck davon machen können, was dieser Podcast ist. Wahlkabine. Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2017. Moderiert von Martin Fuchs. Zu Gast Politikwissenschaftler Thorsten Faas. Unser Thema heute: das deutsche Wahlsystem und mögliche Wahlrechtsreformen. Moin moin, servus und herzlich willkommen zur Wahlkabine, dem Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung
zur Bundestagswahl 2017. Mein Name ist Martin Fuchs und heute sind wir mit der Wahlkabine nach Stuttgart gereist, um uns über das Thema Wahlpflicht nicht wieder wählen ab 16 zu unterhalten. Und ich freue mich sehr, dass wir Thorsten Faas gewinnen konnten. Wir duzen uns an dieser Stelle. Professor Thorsten Faas ist Professor für empirische Politikwissenschaft der Uni Mainz. Und was mich besonders freut, er ist nicht nur eine Koryphäe zum Thema Wahlen und Wahlforschung und Wahlkampagnen, sondern er ist auch quasi Kollege, denn er hat seit ein paar Wochen auch diesen wunderbaren Vlog Was mit Wahlen, den kann man aufrufen unter wasmitwahlen.de oder auch bei YouTube. Und da schafft er es sehr, sehr gut, Theorie, Wissenschaft zu verbinden mit einer sehr populären Erklärweise von Phänomenen. Und ich oute mich hier mal als Fanboy. Auch ich schaue es mal sehr, sehr gerne. Du bist das also. Und jeder, der hier angefixt ist von diesem Podcast, den würde ich empfehlen, danach, bevor, wenn ihr zu Ende gehört habt, das dann auch sich anzuhören oder anzuschauen, besser gesagt, auf YouTube, auf wasmitwahlen.de. So, dann steigen wir am besten gleich mal ein mit mal vielleicht ganz grundlegenden Fragen, um so ein bisschen das Thema auch einzuordnen. Wahlpflicht. Wie viele Bürger in Deutschland sind eigentlich wahlberechtigt? Also klar, wahlberechtigt, deutsche Staatsbürgerschaft ist nötig, mindestens 18 Jahre alt und es sind in Deutschland etwa 60 Millionen Menschen, die jetzt bei einer Bundestagswahl, wie wir sie im September, am 24. September haben werden, die dann tatsächlich dort wahlberechtigt sein werden. So, das ist der kurze Ausschnitt, alles andere dann kann man sich dann direkt dort anhören und zwar ist die URL www.bpb.de und dann muss man mal gucken, Dialog, also slash Dialog slash und dann kommt was Längliches. Also ich empfehle zur Seite BPB, also Bundeszentrale Politische Bildung, dafür stehen diese Buchstaben bpd.de zu gehen und einfach mal unter Podcast zu gucken oder die Suchmaschine füt.de zu verwenden und einfach mal Wahlkabine einzugeben, das müsste eigentlich auch dahin führen. Oder eine andere Suchmaschine eures geringsten Misstrauens, wie so schön formuliert wird. Panoptikum zum Beispiel. Panoptikum.io, das funktioniert gut. Okay, panoptikum.io. Der nächste Setzling ist ein Hinweis von der Becky, Genderbeitrag, die ja hier auch schon mal als Fußballexpertin bei uns auf der Gartenbank gesessen hat. Und Becky hat auch schon den einen oder anderen Setzling bei uns hereingereicht. Zum Beispiel hatten wir in der Ausgabe 18 den Setzling Die kleine schwarze Chaospraxis, den sie empfohlen hatte, in der wo auch die Ninia Lagrande mitwirkt. Und Ninia Lagrande hat jetzt einen weiteren Podcast gestartet, der heißt jetzt habe ich schon wieder Popradar, steht da oben drüber, Martin, ganz groß. Er heißt Popradar. Und da geht es in der Selbstbeschreibung, die ich bei Facebook gefunden habe, um sie schreiben selber so, Entschuldigung, die großartige Leonie Warnke und ich, also ich ist Ninia Lagrande, haben uns bei Skype getroffen und schwupps habe ich einen neuen Podcast, das Popradar. Wir reden über Gesellschaft, Gender und Gossip. Und bei FÜT wird noch weiter geschrieben, Ninia Lagrande und Leonie Warnke sezieren die wichtigsten Ereignisse der aktuellen Popkultur. Was wichtig ist, bestimmen sie Gesellschaft, Gender, Gossip, gemixt mit News aus Hip-Hop, Literatur und Feminismus. Klingt nach einer wilden Mischung. Und wir haben auch hier einen kleinen Ausschnitt vorbereitet, damit man das mal so hören kann. Popradar. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Popradar. Vielen Dank an den von Christian Meyer. Hallo Leonie Warnke. Hallo Ninia Lagrande. Hallo. Ja, wir haben beschlossen, wir machen einen Podcast zusammen. Das finde ich schön. Ich auch, ich freue mich sehr. Weil es gibt viel zu viele Themen, über die immer noch nicht gesprochen wird, beziehungsweise nur in unserem WhatsApp-Kanal. Mhm. Ja, und sicherlich warten draußen viele Menschen darauf, unsere Meinung zu einigen Sachen zu hören. Bestimmt eine Handvoll und mein Papa. Und deshalb versuchen wir uns jetzt mal mit diesem Podcast. Genau. Ja, wir sind da super vorbereitet. Wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, worüber wir sprechen wollen. Und zwar ist das erste ein Artikel auf einer schweizerischen Website. Meine Schweizer Seiten. Ja, watson.ch und ein Artikel von der
Bianca Xenia Jankowska, die sowieso ab und zu mal in meinem Stream auftaucht quasi. Und sie schreibt über Instagram Story und fragt, wem willst du mit deiner Instagram Story eigentlich etwas beweisen? Und sagt halt die Leute, alle Fotos, die irgendwie nicht gut genug sind, um direkt gepostet zu werden, die kommen dann in die Story. Und da zeigt man halt den ganzen Tag, was für ein geiles Leben man hat und was die anderen Leute verpassen und so. Ja, was die anderen Leute verpassen, das kann man sich dann da nochmal genau anhören. Das ist das Popradar. Ich würde jetzt gerne eine URL, eine Homepage sozusagen benennen, kann ich aber nicht. Ich habe vorhin nochmal mit der Becky kommuniziert, ob es da eine Homepage gibt. Haben wir leider nicht gefunden. Im Moment gibt es wohl einen Feed, eine Feed-Datei, und es gibt einen YouTube-Kanal, wo man das hören kann. Und bei FIT ist es auch gelistet, aber die reine Homepage kann man jetzt leider nicht finden. Also guckt einfach mal unter Popradar und Ninia La Grande. Da wird man sicherlich irgendwas finden. Auch bei Facebook hat sie sich da dazu geäußert. Also wenn das interessiert, dann muss ich leider ein bisschen kneifen und sagen, haben wir jetzt nicht so im Moment, aber es hat ja auch mit den Suchmaschinen per Du und werdet das sicherlich schon herausbekommen. So, last but not least kommt jetzt noch ein dritter. Den habe ich selber gefunden, und zwar gibt es im Sendegate die Rubrik Ich stelle mich vor. Da gucke ich ab und zu mal so durch und da ist mir einer aufgefallen, ein Eintrag, wo ein Podcast besprochen wird, der nennt sich Zeichnerrunde, und das sind Norchen und Norchen und Mulana, die unterhalten sich über das Zeichnen und über Entdeckungen und News aus der Manga-Zeichner-Szene. Sie probieren kuriose japanische Süßigkeiten und befragen ab und an andere Zeichner und Experten im Interview. Neue Folgen gibt es so ungefähr alle 1 bis 2 Monate, ist eine Ankündigung. Bisher gibt es eine Folge und die Nullnummer, also ein echter Setzling diesmal. Und in die Nullnummer hören wir mal kurz rein. Hallo und herzlich willkommen zur Zeichnerrunde. Ich bin Neuchen. Und ich bin Mulana. Und gemeinsam sind wir euer Zeichnertreffen für unterwegs. So, ich hoffe, euch hat unser Intro gefallen, von dem ich noch keine Ahnung habe, wie es sich anhören wird. Denn das wird Neuchen jetzt im Nachhinein noch für uns zusammenbasteln. Dies ist nämlich unsere allererste Folge vom Zeichnerrunde-Podcast. Die Pilotfolge oder Nullerfolge. Yay, die Nullerfolge! Und wir haben uns ganz spontan hier zusammengetroffen, weil wir schon ewig, ewig lang vorhatten, mal einen Podcast zu machen. Weil es uns persönlich immer so geht, wenn wir daheim sitzen beim Zeichnen, dass wir gerne irgendwie Gesellschaft hätten. Aber meistens ist es ja so, dass man doch alleine am Zeichentisch sitzt und doch ein bisschen was aus der Szene mitkriegen würde gern. Und dafür sind wir jetzt hier. Genau. Wir wollen uns Themen annehmen, die die deutsche Manga-Szene vor allem betreffen. Science Conventions oder einfach neue Doujinshis, die auf den Markt gekommen sind, oder einfach auch Online-Themen, die ganz heiß diskutiert werden. Wir wollen einfach versuchen, das ein bisschen abzudecken und uns auch wieder selber in die Szene reinzudenken. Dann fangen wir doch gleich mal an mit unserem ersten Programmpunkt. Wir haben uns nämlich was Kleines für euch überlegt, falls ihr gerade tatsächlich am Zeichentisch sitzt und noch nichts zu tun habt. Und zwar, die Muse sagt. Die Muse sagt euch nämlich immer so einen kleinen Prompt, ein kleines Thema, zu dem ihr, wenn ihr wollt, was zeichnen könnt und das uns dann auch einschicken könnt. Wohin genau, das erfahrt ihr dann in der Podcast-Beschreibung. Denn wir haben noch keine Ahnung. Okay. Und die Muse sagt in dieser Folge, zu zweit am See. Zu zweit am See. So, jetzt Stift raus und dazu was gemalt. Was fällt euch dazu ein zu zweit am See? Das war die Zeichnerrunde. Wie gesagt, Norchen und Mulana. Und die haben einfach eine schöne Webadresse, die heißt zeichnerrunde.de. Also es geht um Mangas. Und zu dem Thema ist mir immer sofort eingefallen, dass sich ja die Michaela Werner und die Jeanette Müller in ihrem Freischnauze-Podcast auch immer gerne über japanische Mangas und so weiter unterhalten. Also wer da überhaupt einen Sinn dafür hat, für diese Art der Kunst und die ganze Kultur, die sich darum aufgebaut hat, der kann auch gut mal in den Freischnauze-Podcast reinhören. Die Redaktion hat mir gerade zugeflüstert, es gibt hier noch einen spontanen Setzling vom Stefan. Stefan, was hast du denn da mitgebracht?
Ja, Setzling kann man jetzt nicht genau sagen, aber ich habe nun alles Mögliche geplackt, nicht wahr? Und ganz vergessen, meinen österreichischen Lieblingspodcast, die Biertaucher, zu erwähnen. Biertaucher.at handelt von Nerdkram, von Wien, vom Leben in Wien und von freier Software, und das sind alles ganz wichtige Dinge. Sie trinken dann immer Bier, oder wo kommt der Name her? Na, überhaupt nicht. Ja, sie trinken, also es wird auch getrunken und gegessen, und es klappern in der Gastwirtschaft die Teller und so, wie das in Wien eben so ist. Nein, das kommt daher, dass sie bei der Nullnummer irgendwie draußen waren in Wien, und es war furchtbar heiß und sie hatten nur warmes Bier und haben das zum Kühlen in einen der vielen Brunnen dort gelegt und mussten dann danach tauchen. So, daher biertaucher.at. Einer der Macher ist der Macher von panopticum.io, der Stefan Hasslinger, oder Informatum auf Twitter, und ja, also hoher Nerdfaktor ist garantiert. Super. Stefan Haslinger, ist das nicht der mit Hanna auch dieses tolle Interview gemacht hat beim Podstock? Sebastian, hast du da eine Ahnung? Ja, der ist auch schon mal bei Subscribed gewesen und so. Also, und auf dem Kongress ist der auch immer. Ja. Also nichts für Leute, die audiophil sind und perfekte Tonqualität wollen. Da wird einfach das Aufzeichnungsgerät in die Mitte vom Tisch gestellt, drin oder draußen, und losgepodcastet. Und das ist sagenhaft gut. Okay. Ja. Also gehört habe ich Stefan auch schon mal, aber noch nicht reingehört. Gehört, aber nicht gehört, sozusagen. Ja, ja, schön. Also vielleicht sollte ich dann auch an der Stelle noch mal ein bisschen. Qualitätspodcast aus Österreich. Nicht nur den Zeitsprung, sondern auch der Biertaucher. Ich finde das schön, dass du den Österreicher hier hochhältst, wo Melanie heute schon nicht kommen kann. Wenigstens du hältst hier die. Ja, den Daniel stelle ich ja auf jeder Tagung vor. Schaut her, das ist der Daniel, Produzent österreichischer Qualitätspodcasts. Das findet er immer schön. Sehr schön, sehr schön. Klasse. Mhm. Okay. Dankeschön. Das waren die Setzlinge oder Stecklinge. Also bei dem Biertaucher kann man vielleicht eher vom Steckling sprechen, schon ein bisschen größer. Aber das soll ja jetzt hier nicht unter den Tisch fallen. Und wo wir gerade bei der Benennung von schönen Angeboten sind, gehen wir doch in die Blütenschätze und hören mal an, was so in der letzten Zeit bei uns besonders aufgefallen ist. Also das sind Sachen, Blütenschätze, die uns im Podcastland oder überhaupt auf der Welt berührt haben. Das kann Podcast sein, das kann eine Veranstaltung sein, das kann ein Buch sein, ein Film oder was auch immer. Natürlich wäre es ganz schön, wenn es irgendwie mit dem Thema zu tun hat, aber muss nicht. Es ist einfach frei. Und ich fange mal an beim Lars. Lars, was hast du uns denn für einen Blütenschatz mitgebracht? Ja, dieses Mal ist es tatsächlich was, wo dieses berührt haben, was du gerade nanntest, ein bisschen zutrifft. Die letzten Male waren meine Blütenschätze ja so ein bisschen spaßorientiert. Das ist bei diesem nicht der Fall. Und das ist jetzt so ein kleines bisschen schwierig, denn diese Episode liegt zumindest bislang hinter einer Paywall. Mein Blütenschatz ist die Episode Kriegsenkel, die bei dem noch recht frischen Morgenradio erschienen ist, also dem Explikator-Nachfolger sozusagen. Und diese Episode hat also meine Gedanken auf mögliche Zusammenhänge und Dinge, also zum Beispiel auch in meiner eigenen Familie, gebracht. Über diese Dinge habe ich vorher noch nie so nachgedacht. Und jetzt nach dem Hören bin ich völlig perplex, dass mir diese Sachen noch nicht so aufgefallen oder gegenwärtig waren. Also diese Folge hat mir so viel Stoff zum Nachdenken gegeben. Also ich habe sie jetzt vor ein paar Tagen gehört und ich denke da immer noch nach. Es geht da um die Kinder von Menschen, die selber im Zweiten Weltkrieg Kinder, also Kriegskinder waren und die deswegen möglicherweise eben unverarbeitete Traumata haben und dass eben diese Dinge Auswirkungen haben auf deren Kinder, also im Prinzip auf diese Kriegsenkel Auswirkungen haben. Es kann ja sein, dass diese Folge vielleicht noch eine der freien Episoden wird. Es gibt ja einmal pro Woche eine freie Episode. Vielleicht hat man da ja dann noch Glück, die auch vor der Paywall nochmal wahrzunehmen. Aber das war auf jeden Fall mein Blütenschatz für dieses Mal. Kannst du ganz kurz sagen, was dich da irgendwie besonders angesprochen hat, berührt hat? Ich kann es nur sagen, das wird mir etwas zu privat. Okay, das Schicksal der Menschen. Das hängt direkt mit meiner, also das, was mich so angesprochen hat, hängt direkt mit meiner Familie zusammen und das möchte ich hier so nicht rauslassen. Ja, klar, völlig klar, natürlich, keine Frage. Okay.
das in anderem Zusammenhang schon mal gehört, dass das auch Auswirkungen auf die nächste, also quasi die Generation hat. Ich krieg's aber nicht mehr zusammen. Seitdem du mir heute Morgen erzählt hast, dass das dein Blütenschatz ist oder gestern, ich weiß nicht mehr genau, versuche ich das irgendwie zu rekonstruieren in meinem Hinterkopf. Ich krieg's nicht hin, aber irgendwann werde ich bestimmt noch dahinter kommen. Das ist ein Thema, was größer ist. Finde ich toll. Ja, Dankeschön. Das ist ein toller Blütenschatz. Nicht einen, sondern mehrere Blütenschätze hat Sebastian mitgebracht. Was hast du denn da gefunden? Ja, wir hatten ja ganz zu Anfang den Datengarten erwähnt, wo es halt um Wahlmanipulation gegangen ist. Und es gibt da natürlich auch einen Podcast drüber, wo Linus natürlich mit Tim in der Logbuch Netzpolitik Folge 228 interessierte Bürger drüber geredet hat und mit dem Martin Tschirschig und dem Thorsten Schröder das Ganze einmal durchgegangen ist, wie die ganze Geschichte quasi verlaufen ist und auch die ganzen Zusammenhänge dort mal zusammenstellen und halt diese PC-Wahlsoftware auseinandernehmen, die erwähnte. Und ja, das fand ich sehr, sehr schön aufgearbeitet. Also ich hatte zwar auch den Zeitartikel, da ist es ja auch zwar zugelesen, aber so die richtig schönen Hintergründe und Anekdoten zu der ganzen Geschichte, die waren in dem Podcast nochmal viel schöner zu erfassen. Ja, dann habe ich mitgebracht die Folge 15 aus dem Sendungsbewusstsein von Mirko. Da geht es um den Blick hinter die Kulissen des Chaos Communication Kongresses. Das ist quasi jetzt innerhalb vom Sendungsbewusstsein nochmal so eine Reihe. Und die Folge 15 beschäftigt sich mit der Projektleitung. Und da ist der Starbuck zu Gast, der zum Beispiel auch von diesem iPhone-Hack und dem dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. Und ja, er ist aber auch in der Projektleitung aktiv und erzählt da einfach mal so, wie so ein Kongress aus Sicht der Projektleitung funktioniert und was da für Aufgaben und Tätigkeiten sind. Und an einer Stelle musste ich leicht schmunzeln und die spiele ich mal gerade ein, weil ich mich da so ein bisschen wiedererkannt habe und dass ich da auch, das wäre auch ein Punkt, wo ich mich wiedererkennen könnte. Nicht mehr auf dem Kongress irgendwie aktiv irgendwas gemacht habe, weil halt irgendwie einfach alles lief. Also auf der einen Seite natürlich total super, weil dann hast du natürlich irgendwie auch wenig Stress und kannst den Kongress ein bisschen genießen. Auf der anderen Seite, wenn du halt irgendwie seit Jahren Projektleitung bist, dann gehört dieses gewisse Stresslevel und irgendwie halt Probleme lösen einfach dazu. Und wenn es dann keine Probleme mehr gibt, dann fühlst du dich halt irgendwie auch nicht mehr wohl. Ja, von daher bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt irgendwie nach Leipzig gehen und halt auch mal wieder so ein bisschen Chaos, ein bisschen Kreativität reinbringen und auf jeden Fall ein bisschen mehr wieder neu uns erfinden können. Ne? Genau, neue Herausforderungen auf jeden Fall. Ja, das hat mich so ein bisschen an meine erste Podstock-Organisation auch erinnert, dass ich da quasi auch, natürlich steht man da unter Stress, aber es ist sehr positiver Stress, den man sich ja auch selber macht. Und ich glaube, ich würde mich auch irgendwann auf einem Podstock, wenn alles rund läuft und es gar keine Probleme gibt, irgendwann merkwürdig fühlen. Ach so, du rufst also dazu auf, dir Probleme zu bereiten. Okay, das hast du nicht zweimal gesagt. Naja, wir haben ja nächstes Jahr auch gleich schon einen Ortswechsel. Also insofern haben wir uns ja schon ein bisschen mehr Chaos quasi eingekauft damit. Also insofern passt das ja schon. Ich glaube, nächstes Jahr wird uns auf jeden Fall nicht langweilig. Ich finde das total witzig, dass du das erwähnst. Also ich habe gerade gestern habe ich die nächste Folge davon gehört, wo er sich mit dem Erdgeist unterhält über das Programmplanung. Und da habe ich mich so ein bisschen wegen der Bühne und so, ne, wie arrangiert man die Sachen? Und dann haben sie auch vom Frapp erzählt und wie sich das entwickelt hat. Und da habe ich auch so gedacht, oh, guck mal, durch Podstock, durch das unmittelbare Umgehen damit, ist mir das jetzt, ich kann es viel besser verstehen, was die da gesagt haben. Die Idee ist voll aufgegangen, die du gehabt hast mit dem Podstock, was das angeht. Super. Ja, vor allem, die haben die gleichen Probleme wie wir, nur teilweise in groß. Ne? Also die haben quasi auch das Problem, dass am Abbau weniger Leute da sind und dass da auch noch so fünf Mann oder Frauen nochmal fehlen würden, die halt
um das Ganze noch ein bisschen besser über die Bühne zu bekommen am Ende. Na, also auch das, da war auch der Aufruf. Also da habe ich mir dann auch gedacht, so Mensch, ich, von der Außenwahrnehmung war mir eigentlich immer klar, die haben das super im Griff und da fehlt keiner und da sind alle irgendwie, das ist super durchorganisiert und so kommt es einem von außen vor, aber im Endeffekt kämpfen die oder es sind da auch die gleichen Probleme am Werk wie bei uns auch und das fand ich dann auch sehr beruhigend oder ja. Das, ja. Also insofern bei allen Veranstaltungen denkt auch an den Abbau und ich weiß, der Aufbau ist auch sehr spannend, was Neues zu erschaffen, aber am Abbau, da fehlen halt gerade den Organisatoren meistens die Kraft und da könnt ihr wirklich Gutes tun, wenn ihr damit helft. Genau, Gutes tun. Das ist ein schöner Aufruf. Wollen wir mal den Marc fragen, ob er auch für uns was Gutes tut. Hast du einen Blütenschatz für uns? Ich, tu gerne Gutes für euch, aber nee, ich habe heute keinen blöden Schatz. Prima, du hältst dich geschlossen. Was Besseres kannst du uns gar nicht tun. Sehr gut, boah, danke. Boah, waren meine Blütenschätze in letzter Zeit so schlimm? Das stimmt doch gar nicht. Ich habe nur tolle Blütenschätze. Ich habe auch wieder meine Twitter-Timeline letztens wieder so ein bisschen beobachtet. Es gibt schöne, viele, tolle, neue Podcasts. Aber ganz ehrlich, ich habe aktuell 234 ungehörte Podcasts im Catcher. Ey, ne. Aktuell, diese Woche war da sowas von nix drin, letzte Woche erst recht nicht. Wie sagte Melanie einst noch, mehr Mut zu keinem Podcast. Zu keinem nee, Highlight. Kein Blütenschatz. Zu keinem Highlight oder so. Blütenschatz. Damals war es noch Highlight, genau. Und ja, dann ist es genau. Ein Blütenschatz. Es ist ja auch nicht schlimm. Es ist ja auch nicht schlimm. Ja, warum fühle ich mich dann so gemobbt? Weil das deine Rolle hier ist. So. Boah, das Mobbing-Opfer, das ist ja schon Mobbing. Es geht ja da über Mobbing hinaus. Das ist doch hier alles geskriptet. Verrat es doch nicht, Mensch. Psst, du böser Bot. Nee, genau. Nee, kein Blütenschatz. Nicht Bot, sondern Bob. Wollte ich mal fragen. Jörg, hast du einen Blütenschatz? Hast du irgendwas gehabt, was besonders witzig gewesen ist? Oder dich ja, also ich mach's mal kurz. Nein. Nein. Okay. Leider nicht. Okay, dann kommen wir zum Stefan. Der hat gesagt, er hätte Blütenschätze dabei. Dann pack mal deine Tasche aus. Ja. Soll ich? Also vieles habe ich ja schon so geplackt, also an amerikanischen Sachen, Klassiker, 99% Invisible, hört es euch an, muss man wissen. Von vor 100 habe ich genügend erzählt, wäre auch Shameless Self-Plugging, Biertaucher habe ich erwähnt. Ja, die Daniela hat einen zweiten Podcast, der Trend geht ja dazu, Horst, die Podcast. Und wenn man mal hören möchte, wie so Geheimdienstler untereinander warnten, wie beschissen die Welt doch sei, dann höre man Intelligence Unclassified aus New Jersey in USA. Mal sehen, wie lange die das noch dürfen, bevor sie verhaftet werden. Ja, das waren meine. Das ist gut. Intelligence Unclassified. Ich glaube, ich habe sie alle mitgeschrieben. Bin ganz stolz auf mich. Ich kann 99% ja Invisible vor 100, den Biertaucher. Horst, die Podcast beziehungsweise Kunst und Horst, also alles, was Daniela macht. Intelligence Unclassified, dazu gehört auch noch Blocks of War und andere Dinge in einem Netzwerk. Und ach ja, nicht vom CCC Salzburg, Let's Netz hatte ich auch schon erwähnt. Ja, das war's. Wie ist das? Let's Netz? Let's Netz. Ja. Let's Apostroph S Netz mit TZ. Ach, hab ich's richtig geschrieben. Was ist denn heute los? Ich schreibe das ja richtig. Normalerweise geht das immer kaum drüben? Toll. Tag der deutschen Rechtschreibung. Ah, ich trinke Mate, das ist es. Ach so. Siehst du? Martin, freu dich nicht zu früh. Ja, ich renne dann wieder bis 2 Uhr hier rum, genau. Alles klar. Ja. Super. Boah, so viele Schätze. Dankeschön, Stefan. Bitte. Und ich habe noch mitgebracht, die Entscheidung ist schwer gefallen, aber ich habe mich ein bisschen hab geschmunzelt. Und zwar haben wir ja mal die Rechtsbelehrung zu Gast gehabt, hier bei uns auf der Gartenbank auch. Also das ist der Markus Richter und der Thomas Schwenke, der Dr. Thomas Schwenke. Und als ich letztens den Jurafunk hörte, das ist so ein Jura-Podcast aus dem Norden mit Rechtsanwalt Stefan Dirks und dem Juristen Hendrik Krasmann, habe ich gedacht, ich traue meinen Ohren nicht, denn die haben eine Crossover-Folge gemacht. Also der Jurafunk hat sich die Rechtsbelehrung eingeladen oder die Rechtsbelehrung den Jurafunk, wahrscheinlich eher andersrum, denn
Sie sitzen in einem Wohnmobil irgendwo auf dem Campingplatz an der Ostsee und podcasten. Und das ist so traumschön. Also die Vorstellung alleine, dass das mein Blütenschatz ist. Und ich weiß, wenn Christian Bettnerek, also der Vater der Hörsuppe und des Fütters hört, der wird auch ein Tränchen verdrücken. Und ich habe einfach mal hier den Anfang mitgebracht, weil es eigentlich auch ganz nett ist, wie die miteinander umgehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Jurafunk. Es ist die Nummer 147 und es ist eine besondere Sendung des Jurafunks, weil es ist nicht nur Jurafunkzeit, sondern es ist auch die Rechtsbelehrung Nummer 49. Also was die Zahlen zwar angeht, deutlich hinter uns, aber da werden wir gleich drüber reden. Und wir sind, meine Wenigkeit, beziehungsweise auf der anderen Seite Stefan Dirks, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht. Er ist in der Kanzlei Dirks in Kiel und erreichbar auch über dirks.legal. Hallo Stefan. Henry, das hast du super gemacht mit der Vorstellung. Herzlich willkommen. Heute nicht an deinem Datenschützer- und Juristen-Schreibtisch in deiner großzügigen Altbauwohnung in Kiel, sondern an meinem kleinen Tisch in unserem Wohnmobil, wo wir heute zu viert sitzen. Außer dir haben wir nämlich ein paar Gäste noch. Nicht wahr, Henry? Genau, und zwar einmal sitzt mir gegenüber und für mich sozusagen, weil ich den Podcast ja bisher immer nur gehört habe, ein besonderes Erlebnis, diese Stimme jetzt mit einem Gesicht verbinden zu dürfen. Es ist nämlich Markus Richter. Er ist Diplom-Informatiker, aber insbesondere arbeitest du beim Radio, richtig? Insbesondere arbeite ich beim Radio, ja genau. Deutschlandfunk Kultur. Boah, das ist, Mensch, da gehen wir aber hier gleich schon mal drei Stufen höher, hier den Anspruch angeht. Aber genau, ihr werdet ja gleich noch ein bisschen was zu erzählen, weil du bist auch nicht alleine. Genau, um unsere Runde zu komplettieren, haben wir direkt neben Henry Krasemann Dr. Thomas Schwenke, der, wie ich höre, auch Diplom-Finanzwirt ist. Darauf kommen wir vielleicht noch zurück zu sprechen später, wenn es dann im gemütlichen Teil um die Steuererklärung geht. Ja, aber bis dahin haben wir was anderes vor. Henry, erzähl doch mal. Ja, genau. Also wie wir sehen, es ist eine besondere Folge. Wir sind einfach mal raus ans Wasser gefahren. Hinter uns ist sozusagen die Kieler Förde, beziehungsweise schon die offene Ostsee. Wir sind unweit von Kalifornien und Brasilien. Ja. Und wir machen eben eine Gemeinschaftsfolge mal zwischen dem Jurafunk und der Rechtsbelehrung. Und wie man sieht, so ein guter Podcast wird sogar noch besser, wenn das Musikbett endlich aufhört. Es ist doch einfach viel, viel schöner ohne. Denn weniger ist mehr. So, jetzt sind wir durch. Ich habe nichts mehr. Hat noch jemand eine Ergänzung von euch? Das wäre jetzt die Gelegenheit dafür. Es ist Mitternacht. Ich möchte auch deine 4-Stunden-Prognose. Wir haben es wieder geschafft, verflixt und zugenäht. Okay, dann bringen wir es jetzt schnell zu Ende. Podcasts werden auch in 500 Jahren noch gehört und deswegen geben wir uns Mühe, ein schönes Erbe zu hinterlassen. Also liebe Nachwelt, falls ihr diese Daten jetzt in 500 Jahren hört, also jetzt ist 2017, also 2517, falls ihr in dieser Zeit sitzt, seid gegrüßt aus der Vergangenheit und es verabschieden sich jetzt hier und bedanken sich für die Aufmerksamkeit, sowohl bei den Live-Hörerinnen und Hörern als auch bei den Menschen, die das in der Konserve konsumieren. Das Team vom Sendegarten, das wäre einmal der Jörg, der Lars, der Marc, der Sebastian und ich, der Martin, und natürlich verabschieden wir uns und bedanken uns ganz ausdrücklich bei unserem Gast, dem Stefan, der vom damals TM-Podcast heute einen Abstecher zu uns gemacht hat und uns so schön erzählt hat, was ihn bewegt und bewogen hat, diesen Podcast zu machen und was sein Leben eigentlich ausgemacht hat. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Dann sagen wir einfach mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.